Hallo, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Gucken wir mal, was wir hier heute so erleben. Für tolle Dinge. Oh mein Gott. Ah, vielen, vielen Dank für deinen Sub im sechsten Monat. Dankeschön. So. Ja, doch, mein Tag war eigentlich bisher auch ganz okay, würde ich sagen. Ich habe vorhin versucht, einen Lampenschirm aufzubauen. War ein bisschen peinlich. Ich war sehr froh, dass ich alleine zu Hause bin und das keiner gesehen hat. Ja. War toll, war toll. Musste eigentlich nichts machen, außer zwei Ringe auf dieses komische Gestell-Dings da drauf zu machen und diesen Lampenschirm drüber zu ziehen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Das hat, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht. Und das ist nicht übertrieben gesagt. War schön. War wirklich schön. Wie müde ich gestern war, ich bin einmal kurz über meiner Tastatur tatsächlich eingeschlafen. Für einen kleinen Augenblick. So müde war ich. War seit morgens um 5 wach. Ja, war ein bisschen lang. Ich habe gestern einfach nur noch alles gehasst, wirklich alles. Naja, war ich ja schon wieder müde. Ich brauche eine kurze Nacht, ne? Dann habe ich tatsächlich dann geschlafen, endlich um 2, glaube ich, gegen 2. Ja. Um 7 hat dann der Wecker geklingelt. Ich habe das Ganze dann irgendwie noch eine Stunde rausgezögert und bin ein wenig zu spät zur Arbeit, aber das macht nichts. Ja, die Fortbildung hat nicht viel. Ja, und Kaffee bringt bei mir nichts. Kaffee bringt nichts, Energy trinkt nichts. Ich bin immun dagegen. Ja, es geht. Also, ich glaube, es wäre lustig gewesen, wenn ich nicht so müde gewesen wäre. Ich war echt. Boah. Ich fand einfach gar nichts mehr lustig. Überhaupt nichts mehr fand ich da lustig. Teamspeak brauchen wir, ne? Guten Teamspeak. Nee, ich will immer noch nicht updaten. Eine Nacht mit Holzhammer-Narkose? Hä? Und? Ja, der Tag, der war echt nicht ohne. Nicht ohne. Mein Highlight war wieder die mobile Leitstelle. Das war ja auch der Wahnsinn, ne? Als ich dann Leitstelle gemacht habe. Ich hätte Co-Leitstelle sein sollen von Fee. Weil Fee hatte gestern voll die Probleme mit dem Handy. Die hat keine Anrufe bekommen, generell nicht. Dann habe ich halt das Telefon genommen. Problem war halt nur, dass die beiden ja dann in getrennten Fahrzeugen gefahren sind. Das heißt, Co-Leitstelle war dann so semi. Dann hieß es nur, ja, Streife 5 ist einsatzbereit. Streife 3 kann als 10-10 anfahren, wenn was ist. Ist okay, alles klar. Ansonsten keine Ahnung von nichts. Und ja, so habe ich dann 1,5 Stunden wieder Leitstelle durchgezogen, ohne zu wissen, wer überhaupt da war. Klassiker. Ich kenne nicht die allseits berühmte Holzhammer-Narkose. Nie von gehört. Hallöchen, ihr Lieben. Hallo, hallo. Ja, jetzt mache ich so bis um 9, glaube ich. 9, halb 10, dass ich dann nachher einfach ins Bett fallen kann. Und dann hoffentlich morgen wieder vernünftig aus dem Bett kommen, dass es mir morgen früh auch noch reicht, zum Bäcker zu fahren und um was zu essen zu holen. Das wäre ein Träumchen, wäre das ein Träumchen. So. Das hat geklappt, dann kann mein Handy hier in Ruhe wieder laden. Das ist schön, nicht, dass es dann wieder rausgeht. Ich bin irgendwie verschnupft, ich weiß gar nicht warum. Oh, wir haben hier nichts. Ein Klamotten, wuhu!
Und diese Feuerleitergeschichte da gestern, das war ja auch der Wahnsinn. So bescheuert. Vor allem, was keiner gehört hat, die Leute vom FD, die waren so frech die ganze Zeit. Die waren ultra frech. Es hat mich so genervt. Es kam kein Dankeschön und die ganze Zeit aber so, ja, hoffentlich fallen die jetzt alle runter. Ich dachte echt so, nee, Leute. Ich bin nicht mehr erkältet, ich weiß nicht. Also vom Prinzip her geht es mir voll gut so körperlich. Aber irgendwie, ich habe so ein bisschen Schnupfen und es fühlt sich also schleimig an. Also keine Ahnung. Aber ansonsten, mir geht's voll gut eigentlich. Ich war neben einfach meinte, dass die Fortbildung eine halbe Stunde geht. Ja. Er hat ja gemeint, es geht schnell. Was war alles? Das Auto steht am PD. Hi, bist du im Dienst? Ich bin gerade ins PD gelaufen, aber ich wollte dir sagen, dein Auto steht ein bisschen scheiße. Ja, ich habe gerade gemerkt, mein Auto steht gar nicht hier, wo ich bin. Ich bin nämlich gestern heimgefahren worden und mein Auto steht am PD und ich bin zu Hause. Soll ich dich abholen? Das wäre so lieb. Ich bin noch nicht im Dienst. Das wäre so lieb. Wolltest du immer noch Meteor Street oder wolltet doch umziehen oder nicht? Nein, wir wohnen in beiden Wohnungen, aber ich bin gerade bei der neuen. Okay, also Vinewood Gardens oder ja, wo? Ja, genau, richtig. Okay, dann hole ich dich kurz das ab. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Bis gleich. Gut. Bis gleich. Ciao. Ciao. Oh mein Gott, ist das eine Scheiße schon wieder. Carmen ist a bitch. Wir feiern zusammen mit dabei. DJ Void. Wir feiern die ganze Nacht am Samstag, den 16. For free. Samstag, der 16. Okay. Das ist das Airboard aus dem Meer. Welches Airboard? Welches komische? Ist das neu? Nee. Doch. Die heißt jetzt Kate Wilde. Oh, meine Leckerie. Wir machen mit von Alice Transit. Das ist doch schön. Oh, Gott, ey. Von Bella jetzt mit dem schwarz-pinken Auto? Das würde ich schon gut finden, ne? Würde ich richtig gut finden. Hanni muss ganz, ganz dringend zum Friseur. Jetzt gucken, ob ich Kate irgendwie erreiche. Diese Haarfarbe, ne? Das geht gar nicht. Das ist so. Ich weiß, ich find's nicht schön. Ich find's gar nicht schön. Frisur ist okay. Ah, die Haarfarbe. Einfach nein. Bella, kommst du her? Ich bin ein geduldiger Mensch. Heute Module, ich hoffe nicht. Ist das? Ach, das ist sie. Cool. Hallo! Hi! Ich hatte Himmel geschickt. Oh ja. Gott, Ja, ich glaube, das ist dein Dominator, ist der vom PD. So ein bisschen seltsam. Oh, nee. Wie unangenehm vielleicht ist es? Ist vielleicht so ein bisschen dicht im Auto vom Kollegen Hlal. Ja, dann hat der aber dicht an meinem geparkt und nicht andersrum, oder? Ja. Mein Auto steht da seit gestern Mittag. Ja, aber es steht auch so mehr halb auf der Straße. Also. Nee, oh, ich hasse alles.
Nee, ich das Gefühl hasse kenne ich. alles. Mir geht das seit Tagen so. Ich stehe auf und denke mir so, oh Mann, ist mein Leben scheiße. Kein Auto. Oh Mann. Ja, blöd. Ja, sehr blöd. Ja, es kann nur besser werden, ne? Richtig. Es kann nur besser werden. Zum Beispiel, ich glaub, wenn wir den, den Weg aus Deutschland mal rausfinden. Ja. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wobei, es hat ja auch was, ne? So ein Reichenviertel hat ja auch was. Ja, hier sehe ich mich irgendwann in 20 Jahren, wenn ich nicht weiter vergesse, mich einzustempeln. Ach Gott, ey. Ja, ach, das wird schon im Einstempeln. Ja, irgendwann. Vielleicht sollte ich mir überall so Post-its dran machen, hier von wegen. Also, schon dran gedacht, dich einzustempeln? Ich habe in meinem Spinden postet, ne? Mhm. Da steht drauf, ausgestempelt, Fragezeichen. Vielleicht sollte ich das mit eingestempelt, Fragezeichen machen. Ja. In alle meine vier Spinde. Ups, das war irgendwie zu weit. Mhm, ein bisschen. Na ja. Egal. Ach Gott. Ja. Wenn ich nicht meine normale Route fahre, dann kriege ich es irgendwie immer nicht gebacken. Ich kenne das. Ich muss Fee auch jedes Mal fragen, wie ich am besten zu ihr fahre, wenn ich die heimfahre. Ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist einfach nicht meine Strecke. Also, oh nein. Da steht dein Auto. Oh nein. Oh. Ja, ich pack mal um, danke dir. Nee. Oh, ich hasse alles. Sie macht sich den Weg auch frei, ne? Da. Oh, vielen lieben Dank für deinen Sub im zweiten Monat. Dankeschön. Manchmal ist das Gefühl alles seltsam. Ja, ich kenne das. So, lass mal schnell von der Straße, ja, oder? Ja, besser ist es. Nicht, dass sie uns noch irgendwie überfahren. Das wäre ungünstig. Menschen traue ich alles zu. Ja, definitiv. Das ist gemeingefährlich. Ich habe mir auch schon mal so eine Parkuhr umgefahren. Fünften. Echt? Sind die nicht so fest verankert? Nö. Oh. Aber die brauchen wir ja auch nicht eigentlich. Nee. Ne? Jemand hat sein Fahrrad hier auch gut hingestellt. Das ist Fees Fahrrad. Das habe ich ihr geschenkt. Ich weiß nicht warum. Stellt sie das so mitten in den Weg? Ruf sie mal an und frag. Fährt sie überhaupt Fahrrad? Ja, offensichtlich nicht. Ich habe es ihr genau hier geschenkt. Naja. Ich weiß noch. Ich glaube, das muss einfach so sein. Ja, mein Fahrrad steht zu Hause auch nur rum. Mein steht, ich auch hier am PD. Bin mit dem Fahrrad mal hergefahren. Und nie wieder damit zurück. Wahrscheinlich kann ich es bald am Flughafen holen. Wollen wir nicht mal Mountainbikes kaufen? Ja, das Pinke ist es. Das steht hier. Ach, da ist Roger. Hallo. Hallo zusammen. Muss runter, ne? Guck mal, ich bin voll nett. Ich fahr dich. Oh, danke dir. Bis gleich. So. Ich möchte auf diesen Boxsack einprügeln. Es ist echt unangenehm, wenn das Auto so mitten im Weg steht. Hier ist niemand. Check. Diesen. Das und das. Dann brauche ich diesen. Das und das. Und das. Und... Ich kann weg.
Euro Bärchen. Machst du es dir bequem? Das ist schön. 51 vom Check. Check. 66 vom Check. So, Julian, dann tragen wir uns noch ein und dann gucken wir mal, wie viele tolle Rechnungen wiedergekommen sind, oder? Oh nein, jetzt. Wobei, aktuell halten sich die Rechnungen halt auch recht in Grenzen. Also ACLS habe ich gestern noch gesehen, kam auf jeden Fall jetzt was an. So. Im Dienst. Im Dienst. Okay, okay, okay. Gucken wir hier mal rein. Kann ich mir schon mal hier meinen Block hinlegen? Ja, hier auch wieder Rechnung für die Fahrradwartung. Das ist so unnötig. ACLS-Rechnung. Das ist dann LSPDKW40. Und die haben die 26445236 und wollen. Oh, schlappe $13.100. 60 Fahrzeuge. 60 in einer Woche, das sind fast 10 Autos am Tag, die kaputt sind. Die Leitstelle mit einer das war gleich zweimal kaputt. Auch zweimal. Sollten Sie keine wichtigen Aufgaben zu verrichten haben, so melden Sie sich bitte an der Leitstelle zwecks Einteilung. Leitstelle Ende. Alter. Fahrradwartung. Konto. 311519 555 LSPD/10/06/2021 Therese Carter. Rest. Ist nix für mich. So unnötig, das habe ich auch gestern schon gesagt. Die schicken immer zu Händen schiefe Police, Walter weiß. Und dann formatieren die das als Bild und du kannst es nicht weiterleiten. Dann frage ich mich, warum. Ich habe denen gestern auch geschrieben, dass sie das entweder nicht mehr so schicken sollen oder direkt in den Chief, wenn es mich ankotzt, ich werde sowas nicht weiterleiten. Da hast du nachher mehr Arbeit mit, als dass es was bringt. Das machen die jedes Mal so. Und es ist so anstrengend. PD 59 für die Leitstelle kommen. 59 hört. Sind Sie eintab gekommen? Bin gerade in dem Paperwork-Raum mit dem Herrn Dudi. Check, Leitstelle Ende. KW 40. Streife 12, 10, 30, Palito Bay, SD. 8, 3, 11, 0, Check. 1, 9. Alles PD, 10, 0, 6, 20, 21 und let's go. Ich kann es mal einlesen. Ich sehe, wie schönes, spannendes passiert ist. Es wird ein Fest. Okay.
Charlie haben wir noch. Pass 17.10. um 20 Uhr finden Beförderungen statt. Das war aber schon gestern. Okay. Okay. Ist die Post angegangen? Ja, das Problem ist, wir mussten das Passwort ändern und Smith hat sich gekümmert, kann ich also nicht machen. Ich am 6.1. heirate, lade ich ihm alle herzlich ein, sich bis zum 24.10. Okay. Das Santos Magicians bietet ab sofort bei Sanierungsscheine an, welche eine bereits bezahlte Bestattung mit dem Namen und einer ID ausweisen. Okay. Bei Sanierungsscheine. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Was ist denn eigentlich alles da? Peters. Dies ist die automatische Anruf. Ach scheiße, ich hab reingeschissen. Hi! Ja, hast du. Hallo Brian, was geht? Hallo Honey Marshall. Hallo Brian Gamble. Ich suche erstmal einen Kollegen und dann bin ich erstmal am Training. Im Training? Training. Training fürs Picknicken. Ja, Picknicktruppe, hier richtig, so sieht's aus. Geil. Okay, geiler, dann hat sich erledigt. Nee, was hast du im Herzen? Erzähl mal. Nee, ich hätte sonst gefragt, ob du mit mir Streife fahren möchtest. Ja, das können wir danach gerne machen. Ja, je nachdem, wie lange ihr braucht. 3 Stunden. Ja, dann eher nicht. Dann halt nur 2 Stunden. Nein, so lange dauert es nicht. Okay. Ja, kommt drauf an, wie sich der Knallkopf oder die Knallköpfe anstellen, ne? Ja. Besser gut. Hallo, tschüss. Alles klar, adios. Ja, mach's gut, ciao. Ciao, 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 ciao. Das geht doch nie. Nicht so viel. Ich will eine Streifeneinteilung, bitte. Okay. Wie hast du den McGarrett? Ja, ich weiß. Okay. Okay, check. Ciao. Viel Spaß. Tschüss. Willst du fahren? Soll ich fahren? Mir ist es egal. Ich bin doch nicht wählerisch. Moment. Ich sag, dass Balu ja noch auf Toilette ist. Einmal Baters anfahren. Dort hinten Parkplatz, 2 Fahrzeuge, falsch, die dürfen dort nicht stehen. Ja, okay, wo ist das genau? Ja, das ist in Vespucci. Der Melder wartet dort. Das ist der Herr, der gerade hier war. Okay, check. Ja. Dann, okay, dankeschön, ciao. Alles okay bei dir? Ja. Ich bin einfach nur ein bisschen müde und probiere mich jetzt hier noch so ein bisschen über den Abend zu kämpfen, damit ich, nachher normal schlafen kann? Ja, ich kann auch fahren. Also so schlimm ist es noch nicht. Alles gut, ich fahr schon. Okay. Ich hab gestern Gefallen gefunden an den schnellen Autos. Ja, hast du? Ja, ein bisschen. Sollen wir Pineckel nehmen am besten? Ah, mir ist es egal. Der ist unten, dann nehmen wir den hier einfach. Okay. Okay. Aha. Da hat jemand getestet, der war wohl nicht alkoholisiert. VRB3F. Maverick, das kann ich ganz gut selber entscheiden, wann und ob ich schlafen gehe. Braucht mir keiner sagen, aber danke für den Einwand. VRB3F. Was sind wir denn? Hier. VRB3F. Und
19 Uhr. Vespucci. Residenz, Herr, sei mal nicht so. Mann! Also passiv-aggressiv. Es ist nur eine normale Aussage. Also man kann sich auch anstellen. Also wenn ihr heute irgendwie Lack getroffen habt, dann... Unsere Bordcomputer funktionieren nicht. Gehen. Das heißt, wir müssen gleich einmal die Leiche dafür anfunken. Ja, geil. Ja, ja. Kriegen wir hin. Genau. Dann fahren wir mal den Einsatz. Okay. Was wollen wir? Streife 4, ne? Oh. Ja. Streife 4, 10, 40, Bathurst. Check. Wo genau ist es jetzt? Links, ja. Und dann eigentlich immer nur geradeaus. Das ist so ein lilaner Laden. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Skatershop so, und nicht wie so ein Bademodenladen. Deswegen. Ja, ja, ja. Deswegen erkennt man den auch nicht so richtig als Bademodenladen. Ja, ja. Ich dachte, es ist ein Skatershop. Ja, denke ich auch jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre. Aber ist halt nicht so. Was sagst du zu der Aktion, was der Chief im Kopf hatte? Hä? Mit dem Schnauzer. Er hat sein optisches damit leider wieder ruiniert, aber an sich ist es eine witzige Idee. Ah, ich habe deswegen extra meine Frisur jetzt geändert. Oh Mann. Echt jetzt? Damit es ja, zum Bart passt? Bisschen, ja. Warte, kannst du mal sehen. Geil. Dann, wir fahren mal hier ran. Streife 4, 10, 20, Bathurst. Check. Check. Wir hatten uns gerufen am besten. PD 08, hier die PD 4. Hallo, die Herren. Kommen. Hatten Sie beim PD angerufen? Genau. Mhm. Ein wunderschön. Und zwar, wie Sie hinter uns sehen, einmal die Double Tür vorne. Hier die PD 4. Und der Stratum. Die stehen hier auf dem. Ja. Die Leitstelle hat sich von Kein meiner Informationen. Der Stratumfahrer wurde schon mal drauf angesprochen. Hat das ja. Gemeldet gehabt. Und die Double Tür weiß ich nicht. Die wird ja vom Wind immer weiter verschoben und blockiert unseren Lieferanten. Das Problem bei den Double Ts ist, der ACLS kann die nicht wirklich abschleppen. Wir können probieren, den Halter zu kontaktieren und ihm Bescheid zu geben, dass er das wegfahren soll, das Fahrzeug. Aber mehr können wir in dem Fall leider tatsächlich auch nicht machen. Wäre an sich schon super, weil wir haben schon versucht, über Venture darauf aufmerksam zu machen, hat sich aber keiner gemeldet. Okay, ja, dann schauen wir mal, ob wir eine Rahmennummer finden, dass wir das mal ausfindig machen können. Perfekt. Und beim Stratum rufen wir dann auch einfach nochmal an. Was ist das letzte eingesetzte Fahrzeug bei der PD? Alles klar, kein Problem, kriegen wir hin. Dann danke ich Ihnen. Gerne. Ja, weißt du, Maverick, wenn man online kommt und nach gerade mal einer halben Stunde kommt dann schon so... Der Stratum ist ja okay gewesen, hat er gesagt, oder? Ja, aber den will er trotzdem nicht unbedingt hier haben, aber man kann ja auch die Halter nochmal drauf aufmerksam machen. NPU, W. Jawohl. Und vor allem, ich mit meinen 26 weiß tatsächlich selber ganz gut, was mir gut tut. Ach Gott. Du hast immer Joy über den Motorrädern, ne? Diese Sucherei. Ah, warte mal, ich glaube, ich habe hier was. B, N. D, A, 8. Check. Warte, ich schreibe die Leitstelle nochmal für die PD-10, guck. Ja. B, N, komm. B, A, 8 hast du gesagt, gell? Ja. Fragen Sie mal, B, N, D, A, 8. System raus, komm. Okay. Check, was wir gemacht, komm. Ja, dann PD-10 hin. Funken wir mal die Leitstelle an, bitte rufen den an. Hat er eine Co-Leitstelle? Nein, aktuell nicht. Williams. Streife 2, aktiv. Weinwut. Ja, ich kann nicht helfen. Hallo, wir müssen mal kurz zwei Kennzeichen abfragen, beziehungsweise ich brauche die Nummer von den Haltern. Das erste, ja. Warte. Könnte ein Kollege kurz den Funk übernehmen, während ich hier das mache, die Abfrage? Okay. Da, 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 da. Und zwar ist das NPU W und dann entweder O oder eine 0. Probier mal 0. Also NPU B W 0. Wie keine Ahnung, weiß.
Und dann Null. Oder O. Kurz, der Kollege hat gerade dazwischen geredet. Leute, ihr macht nur Funk, ich mach die Personenüberprüfung. Also nochmal NPU. Nordpol, Paula, ja. Ulrich, ja. Wilhelm, ja. Und dann, ach, O oder okay. Null. Ja, okay. Letzter Buchstabe raus. Das ist der Herr Diego Garcia Lopez und Gerrit Smoker. Kannst du mal die Nummer von denen geben? Ich gebe mal von dem Lopez als erstes. Mhm. Das ist die 555. 555. 982. 982. 552. 552, okay. Und dann habe ich noch ein zweites Kennzeichen. Ja. Das wäre Bertha, Nordpol, Dora, Anton 8. Ja. Das ist ein Herr Cray, okay, mit der Nummer 555. 555? Wie heißt denn der? Bei dem ersten, der hieß Garcia, ne? Genau, ja. Okay. Und jetzt der zweite heißt Gray. Greg. Greg, okay. Ja, mit G am Ende. Mhm. Und da ist die Nummer 743. 308. 308. Okay, perfekt, gut, super. Dankeschön. Mach's gut. Bitteschön. Ciao. Tschüss. Und versuch mal dein Glück. Great, hast du gesagt, gell? Craig. Craig. Mhm. Das ist ein Nachname, Mann. Ich hab keine Ahnung. 743-108. Mit der Info-Hotline. Mhm. Bist der Erste, dich wieder anscheißt, warum du sowas machst. Warum? Weil es immer heißt, wer hat jetzt mit der Info angerufen, weil die Leute dann darauf auch zurückrufen und keiner weiß, was Sache ist. Das ist ein bisschen blöd. Ja. 33 vom Check. Ich habe halt keinen Namen von dem, das heißt, ach, ich schicke eine SMS ohne Namen. Neue Nachricht an die Nummer. Einen wunderschönen. Oh, seine Tastatur ist so laut. 9 und dann. Garrett hier. Ich bitte Sie einmal Ihre Double-T umzuparken. Es steht auf einem Parkplatz. Wie heißt der Laden hier nochmal? Bathers. B-A-T-H-E-R-S. B-A-T-H-E-R-S. Das ist wirklich ein sehr, sehr altes Handy. Ist so ein Blackberry. Blackberry von... Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie es getan haben. Ich habe extra meine mechanische Tastatur verbannt fürs RP. Achso, habe ihn geschrieben. Okay, dem anderen auch? Den habe ich noch nicht probiert. Okay. Wie hieß er nochmal? Garcia, gell? Ja. 555-9825. Oh, den rufe ich jetzt einfach mit privater Nummer an. Ich hätte die Nachricht kopieren müssen, bevor ich die abgeschickt habe. Scheiße. And again. Okay, der geht auch noch dran. Verdammte Kacke, man, jetzt habe ich die ganze Kacknachricht nochmal neu schreiben. SMS, neue Nachricht. Hier an diese Nummer hier. Ein bisschen von den Ohren. Einen wunderschönen Idee. Um Gottes Willen. Ich bitte Sie, ihr. Ja, aber so Kurzschlafen ist halt auch nicht das Wahre, ne? Schnabeltasten da. Bei. Aber wenn man nicht einen kleinen Kopf, wann geht das? Zu. Arken. Dann kann man das gut machen. Es steht auf einem Privatparkplatz. Sitzer möchte dies nicht. Würde ich auch nicht wollen. Heilige Ravioli. Bitte machen Sie. Wie lange soll man denn zu Ding Zeit geben? 24 Stunden.
Transport 5 aktiv West LS Richtung VPD. Okay, alles klar. Check. Ja, den sagt man dann kurz Bescheid, dass wir kontaktiert haben. Ja, mehr können wir nicht tun, ne? Ah, okay, das ist Schabi gewesen. Okay. Genau. Dass wir beide kontaktiert haben und fertig. Neue Farbe? Wir würden noch mal ganz kurz stören. Also wir haben die Halte jetzt so nicht erreichen können. Wir haben denen SMS geschrieben, dass sie ihre Fahrzeuge bitte innerhalb der nächsten 24 Stunden entfernen sollen. Sollte das nicht der Fall sein, dürfen sie sich gerne nochmal bei uns melden. Alles klar. Mhm. Ich danke Ihnen. Ja, gerne doch. Tschüss. Tschüss. Hallo. Ich würde mal kurz noch an einem ATM rangehen, wenn es okay ist. Ja, klar. Mal kurz abchecken. Okay. Mir? Mit dir gar nicht mehr, ey. Was ist denn mit ihm? So unzuverlässig, der Typ. Ich hasse sowas. Okay. Auch. Und nochmal. Das Fahrzeug war gerade aufgeschlossen, aber ich konnte nicht rein wieder mal. Ja, der Klassiker. Ja. Ganz normal. Streife 4, wieder aktiv, West LS. Check. Man schreibt mit dem Tattoo-Termin und es zieht sich jetzt so schon raus, das ist so eklig, Mann. Ich Okay. Oh, mein damaliger Tätowierer, MJ, Johnson Marlow hieß der, also Marlow Johnson. Den hast du geschrieben, der hat gesagt, okay, gut, machen wir, und gut ist die Sache gewesen. Ich meine, der kann ja auch einfach sagen, wenn er kein Geld verdienen möchte, ne? Ja. Einfach nur nervig, diese Scheiße. Ich mochte meine eigentlich. Foxport 5. 10, 20, weiß nicht, ob denn das heute online kommt. Keine Ahnung. Klaus, seid ihr hier im falschen Stream? Der Peter mag ja gemeint... echt Fahrrad fahren und Lincoln fahren. Ah, Lincoln mag ich auch voll gerne. Das macht Spaß. Ja, glaube ich dir. Er hat nur gemeint, wegen Fahrtraining sollen wir einfach Bescheid geben, wenn er da ist, wenn wir da sind. Und dann wird's geguckt. Aber ja, zurück zum Thema. Ich habe mir tatsächlich extra eine neue Frisur dafür gemacht. Verrückt. Dann haben vier Mitarbeiter bekommen, also Mitarbeiterinnen, gesagt bekommen, dass es scheiße aussieht. Geil! Oh, hallo, richtig gemacht, ne? Ja. Herr Seiler, hallo. Frau Marshall, hallöchen. Ich habe gestern Abend schon probiert, bei Ihnen anzurufen. Ich habe es gesehen, da war ich gerade im Fahrtraining. Wie lang ging das Fahrtraining denn? Bis 1:30? Okay. Ja. Ich bin nur einmal kurz am Lenkrad eingeschlafen. Oh. Ja. Geht's Ihnen gut? Ja, ich bin nicht gefahren währenddessen. Okay, gut. Gut. Folgendes, ich habe jetzt wegen dem Paintshop, das ist was wegen LSPD und Paintshop, wir haben jetzt einen LSPD-Rabatt eingetragen. Mhm. Wie soll man das handhaben, dass man da irgendwie einen Officer Bescheid sagt? Am besten, wir haben ja das schwarze Brett, da ist ja oben dieses Dienstrelevante und dann gibt es unten nochmal eine Tabelle, wo Kollegen alles mögliche eintragen. Der Herr Peters hat da zu seiner Hochzeit eingeladen, Herr Dorion hat da seine Abschiedsgeschichte eingetragen, da können Sie auch einfach eine neue Zeile oben anlegen und das da hinterlegen. Okay, alles klar, dann mache ich das. Perfekt, wunderbar. Perfekt, vielen Dank. Sehr gerne, ciao. Tschüss. Geil. LSPD-Rabatt bei Brian's Paint Shop, weil die beiden CEOs bei uns arbeiten. Nach oben gewesen, gell? Ja, in Harmony sind die. Strafe 2 für die Leitstelle, komm. Richtig gut. Vielleicht sollte ich jetzt den Dominator doch Hot Pink machen. Ja, aktueller Standort, komm. Aktuell 10:30, Ost-Highway Checkpoint. Ich glaube, wenn ich gerade zu viel Geld hätte, würde ich es machen. Ist ja nicht so, dass du dir eine Wohnung gekauft hast. Eben deswegen habe ich ja gerade nicht ausreichend zu viel Geld, dass ich sagen könnte, ich werfe es um mich.
glaube nicht, dass der Rabatt so krass ist, dass ich sagen kann, ja, ach, die Peanuts. Also beide Brians, oder wie? Nee, einmal der Brian Lewis ist es, das ist die 67. Und Ralf Seiler, die 84, glaube ich. Seiler ist Co-CEO. Ruf mal den Mann an. Müsste etwa dein Auto lackieren lassen. Ich will nur wissen, was eine Harley, sage ich schon, ich habe die Harley genannt, was mein Nightblade kosten würde. Hm. Auf Matschbad zu machen. Wenn da rangehen würde. Ah, Eisheiler, McGarrett hier. Kurze kleine Frage, was würde denn das kosten, eine Nightblade einfach auf Matschbad zu machen? Warum geht's mir los, Leute? Ich hab gehört, LSD-Rabatt und so. Dauert nicht mehr lang bis zu diesem tollen Stream, ne? Also wirklich nur matt-schwarz, mehr nicht drauf. Tatsächlich. Vielleicht noch ein Pearl-Effekt, aber das muss ich noch gucken. Check. Warte mal, wer in dem Auto mit Marshall ist. Diese Ruckler immer, ne? Junge, Junge. Nee, es hätte ich dabei, wenn ich mir okay, pack, und was würde das kosten, wenn ich noch ein Pearl-Effekt drauf mache? Es wird so schlimm werden. So schlimm. Weiß aber auch noch nicht ganz, wann wir das überhaupt dann angehen. Okay. Alles klar, ich bestelle, ich danke dir schon mal. Aus Gründen. Ja, viel zu wenig, Mann, schäm dich. Mann. Streife 1-10-20, Luna Market. Nahrungsaufnahme. Nahrungsaufnahme. Ach was, das ist LSPD, weiß ich, wie viel LSPD bei allen Dingen. Wir haben jetzt zu dir kommen, wenn du erstmal Plus machen damit. Im 24er gibt es keinen. Du müsst da kurzfristig mehr denken. Mm-mm. Nicht langfristig. Das LSPD gibt es nur einmal, also die ganzen Mitarbeiter. Da kommen die tausendmal gefühlt. No. Überleg dir das mal, vielleicht so 25% oder so, das wäre schon ziemlich nice. Einfach nur, ich ist so. Denn so richtiger Horrorfilm? Zieht sich so Horrorfilme rein und ja, spielt so ein Kack. Mach das mal. Das ist ja absolut nicht mehr so. So einmalig lackier vom LSPD 25, danach kannst du ja 10% machen zum Beispiel. PD 51 für 17 kommt. Oh, der Rock ist ja süß. Hört sie kommen. Holen Sie mich am Vespucci-PD ab. Oh, ja, Quatsch, ist am besten erstmal vorher. Bei der alles gut. Ja. Ich danke dir. Man hört sich. Ciao, ciao. Schauen. Ja, vielleicht macht er das so, wie es gerade vorgeschlagen habe. Schlimm, die quatschen das jetzt nochmal ab. Pete, hilft der Funkcheck. Okay. Aber... Wie bitte? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich es freiwillig gucken würde. Hm? Ja, vielleicht ändert er es jetzt nochmal. Oh, das ist ja aktuell nur 8%. Nur? Ja, ja. Wobei, ich glaube, PDM-Rabatt ist nur 5%. Ja, ja, klar, aber ich habe ihn gerade gesagt, er soll mal 25% machen. Ja, also, ist klar. Eigentlich geht das. Atlas, nach einer halben Stunde aufgegeben. Krass. Da waren gerade Menschen-Dings. Sollen wir mal mit dem ein bisschen Community-Policing machen? Ja, ich gehe denen was vor, ist kein Problem. So müde? Yep. Ich habe... eine 4,5 Stunden oder so geschlafen. Verstehe. Der Rock ist süß. Packen wir mal hier. Hey. Was ist das hier? Bikini Universe. Nee. Du kannst auch sagen, südlich oder sowas. Nee, doch. Ich komme drauf an, welche Richtung gucken wir denn jetzt. Also rein theoretisch gucken wir jetzt. Wir sind südlich vom Vespucci Supermarkt. Oder so, ja. Genau. Haben die gecheckt? Hab ich noch nicht gehört. Check. Streife 4, 10, 20, südlich Vespucci Supermarkt, Community Policing. Check. Diesmal klappt's. Ja, diesmal hat's geklappt, weil ich schon direkt abgeschossen habe. Okay. Hallo zusammen. Hallo. Was geht? Mami, ihr Outfit ist so schön. Wo ist das her, wenn ich fragen darf? Von Aphrodonis. Ah, okay. Ist das ein Einteiler oder ein Zweiteiler? Ein Einteiler. Okay, muss ich mir merken. Check. Boah, das klingt ja Pornobalken. Ja, ja. Machen Sie auch mit bei der Aktion? Mit dem Pornobalken?
Gucken Sie mal Venge da rein, dann wissen Sie, warum ich diesen Pornobalken habe. Also ich mache wohl kaum mit. Jetzt einkleben? Wobei, der passt nicht zum Kleid. Das könnte komisch aussehen. Wie Conchita-Wurst, das wäre ein bisschen schwierig. Ach, du Scheiße. Noch die Haare färben, dann passt das, ne? Ich kann erklären, warum ich einen Schnurrbart trage. Ach, das sind vom MD? Okay. Schade. Ja, aber das würde, glaube ich, eher für sehr interessante Gespräche sorgen, wenn sie es machen würden. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ja, ist ja noch Monatszeit, ne? Läuft bis zum 11.11. die Aktion. Ja, das war ein Monat. Irgendwie echt weird, als ihr hier vorbeigefahren seid. Ich habe gerade mit eurem Kollegen mit PD33 telefoniert. Der sagt, er kommt vorbei. Und in Ach so. Invasion oder da sowas? Kommt er nämlich auch gerade. Oh, puta madre. Also nein, wir sind tatsächlich nur so da zum ein bisschen quatschen. Tatsächlich. Also. Und weil ich ihr Outfit schön finde. Oh, danke schön. Ich muss selber fragen, wo es her ist. Gut, aber wenn wir jetzt hier Ablösung bekommen, dann machen wir uns aus dem Staub nicht, dass es komisch aussieht, wenn hier so viele Cops bei Ihnen stehen, würde ich sagen, ne? Ja, das wäre schon ein bisschen weird. Alles klar, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, machen Sie es gut. Danke Ihnen auch. Dankeschön. Jo, ciao. Ciao, ciao. Hallo. Schönen Abend. Ciao. Hier war ja auch eine Herzblatt, die da so ein bisschen weggelaufen ist, ne? Ach ja, warum nicht? Herz allerliebst, die ganzen Leute immer. 5, 10, 20, La Spada, Verkehrsüberwachung. Ja, ich glaube, von der Dame wäre das ein bisschen jetzt ausgeartet, wenn wir jetzt nicht gegangen wären. Verstehe ich nicht, also ich verstehe das wirklich nicht. Was haben diese Leute mit diesem Uniform? Kann ich nicht verstehen. Das sind bestimmt solche Leute, die dann sagen, ja, urteilt auch nicht, weil das und das und das. Machen es aber selber. Das ist mir eigentlich auch egal. Das ist richtig. Das ist Schwachsinn alles. Streife 4, wieder aktiv, wo ist der Les? Check. Ein Nagellack splittert. Nicht schön. Können wir nachher noch den Nagel machen. Upi. Streife 2, 10, 20, BPD. Östliche Seite. Dieser Akzent ist so witzig, Mann. Ich feier den. Ich feier den Jungen. PD 25 für PD 48 kommen. Ja, ist die 25, ist das Rolling? Ein 15 ist Rolly. Ah. Das ist einfach Kennedy. Zu viele neue Kollegen. Nee, das ist Kennedy. Okay. Kennedy. 10, 20, Muscle Beach. Hab ich auch ewig nicht mehr gesehen, glaube ich. Ist das fette Schiff eigentlich noch da? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ah ja, ist noch da. Klar. Wo soll es denn noch hin? Wieder zurück? Am besten. Ja, dann schieb's doch mal raus hier aus dem Hafen, Mensch. Ja komm, machen wir hier easy. Kein ja, Thema. Klar. Wir schieben ja auch Autos, ne? Also das habe ich gestern, also das ist gut, dass du das erwähnst gerade, ein sehr, sehr guter Übergang. Gestern Muscara, Kukum, ich sind auf dem Weg gewesen, haben ein Fahrzeug gefunden. Kukum so, komm Muscara, wir schieben das Ding auf die Seite. War ein schwarzer Schäfter. Mhm. Wir schieben. Passiert nicht so. Und ich sag so. Also der sagt zu mir, ich habe gesagt, ruf mal das ACLS oder sowas, irgendwas. Dann hat er gesagt, Kukum, nein, oder irgendwie hat er irgendwas gesagt gehabt. Dann sage ich, ja, schieben ging ja ziemlich gut. Kukum dann so, okay, Merkel, komm, steig aus, wir schieben. Ich gehe hin, schieb mit, das Auto schiebt sich plötzlich. Ja, das ist, wenn einer nur so tut, als ob, ne? Das war so nice. Aber wir streifen im Norden. Haben nicht, oder? Ob wir Streifen im Norden haben. Weiß ich nicht. Aber können wir hochfahren. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Oben, weil ich ein bisschen ermitteln musste. Ermitteln? Ja. Was hast du gemacht? Hier Detective McGarrett in der Zukunft, sag ich dir, wie es ist. Ach so.
Nein, das, ehrlich gesagt weiß ich das noch nicht, aber ich habe ja einen Fall übernommen gehabt damals mit Mrs. Kane. Ja. Und da habe ich dann heute ein bisschen, also ich habe sie eingeladen gehabt wegen der Aussage etc. Mhm. Und weil das mir längst nicht eingetragen hat, dann hast du einen Systemfehler, dann war der Urlaub, dann ein Missverständnis gehabt etc. Das ist da, wo wir bei Mishra PD waren. Mhm. Quatschen. Jetzt habe ich sie eingeladen gehabt und ab heute, das glaubst du mir nicht, ich habe glaube ich 5 Stunden an dieser Aussage gesessen, dass ich die abschreiben kann. Hm. Es war eine 50-minütige Aussage. Ach krass. Ja. Digitales Aufnahmegerät, Gott sei Dank. Auf jeden Fall habe ich das dann nach einem Fahrzeug gesucht, bin hochgefahren, habe auch Flywheels angesprochen. Was ist gerade Flywheels? Das neue Mangold und Söhne. Ah, ja. Mhm. Und rate mal, wer perfekte Informationen hat. Der gut aussehende Kerl neben ihm. Okay. Ja, die Fahrzeuge, die Miss Kane beobachtet hat, wo sie entführt worden ist, wo sie beobachtet worden ist, mhm, passen perfekt zu den Personen, wo wir Verdacht haben. Okay, krass. Hast du einen Namen? Ja, warte, jetzt muss ich kurz rechts ranfahren, mein Notizblock. Mhm. Also hier ein schwarzer warte mal, wo ist denn das? Wo ist mein Block? Das ist der Butter, der ist mir nie aufgefallen. Ah, was ist das? Aber ja, ist ja mitteilungsfreudig, aber der ist immer mitteilungsfreudig. Das ist eine richtige krasse Tante. Ja. Also, tatsächlich geht es, habe ich eine Tatverdächtige, die wird Raven O'Sullivan sein, die würde ich in der Zukunft jetzt dann einladen mit dem Staatsanwalt Drake Hunter. Also ich lade jetzt nur noch mit Drake Hunter ein, weil jetzt haben wir rein theoretisch schon richtig viele Beweise. Mhm. Die kurze Erklärung für dich, dass du es auch verstehst, warum ich das sage. Raven O'Sullivan hat, ist die Dame, die Antje Larsen, die Freundin von Kate, öfters angerufen hat und nachgefragt hat, wo die ist. Okay, ja. An dem Abend, ne? Aber auch, wie bitte? An dem Abend hat die da angerufen, oder wie? Genau, genau. Ja. Mehrfach sogar schon. Also du kannst uns gerne auch hoch, funken, dann fahren wir hoch. Mhm. Nur nebenbei. 344 aktiv Downtown Richtung Grand Sonora Wüste. Genau, und Miss Larsen allerdings hat das jedes Mal halt angenommen und hat jedes Mal, also die verdächtige ich tatsächlich auch, ich sag dir auch gleich warum. Die Miss Larsen hat jedes Mal das Handy abgenommen. Aber ist die Larsen nicht auch da irgendwie mitentführt worden? War doch nicht was? Die wurde bewusstlos geschlagen. Ah, ja. Aber warum ich jetzt das so sage, warum fährt denn das so Schlangenlinien? Vielleicht ist es Fahranfänger oder so. Oder er hat einfach nur Angst vor uns, weil wir im Rückspiegel sind. Auch möglich. Oder einfach ein schwieriger Tag, so wie auch gerade die Fahrt da um die eine Kurve ausgesehen hat. Auf jeden Fall, Miss Larsen hat das Handy jedes Mal abgenommen und hat jedes Mal gesagt, wo die sind. Die Sache ist aber so, das hat sie mir nicht erwähnt. Okay. In ihrer Aussage, dass sie die ganze Zeit angerufen worden ist. Dann habe ich die Miss Kane, also gefragt, ob die Miss Larsen dement hat, also dement ist. Und sie hat mir gesagt, nein, ist sie nicht. Mhm. So, warum das heißt, sie hat bewusst Sachen richtig, unterschlagen. Da waren Sachen nicht, also sie hat gesagt, sie kann sich nicht mehr ganz genau an den Abend erinnern, sie ist halt ein bisschen schockiert gewesen, etc. Tag, wenn aber die Textur wieder nicht lädt. Anruf hat sie mir gar nicht erwähnt. Okay. Und ich glaube, daran könnte man sich ja erinnern, wenn man öfters angerufen wird, oder? Sollte man meinen. Also wenn es jetzt nur ein einzelner Anruf gewesen wäre, okay, dass man das vergisst. Aber wenn es halt wirklich viele sind... Von der Aussage von Miss Kane. So, jetzt habe ich das Problem, dass höchstwahrscheinlich, wenn ich jetzt Frau Larsen anrufe, beziehungsweise als Tatverdächtigerin erstmal oder noch als Zeuge einladen, dass es auch an die Kane rüberkommt. Und ich habe das Verdacht, dass Miss Larsen vielleicht sogar Mittäterin ist, aber in der Opferrolle eingestiegen ist, damit man keinen Verdacht auf sie hat. Ja, dass sie sich quasi selber ein Alibi durch diese Opferrolle gibt. Richtig. Auf jeden Fall habe ich dann auch mitbekommen, dass Raven O'Sullivan, die Miss Raven O'Sullivan, eine Freundin hat, die heißt Ava Marie und jetzt Caruso. Diese Dame besitzt einen schwarzen Washington mit einer kaputten Heckscheibe. Den hat sie am 28.09. bei Flywheels reparieren lassen. Das habe ich bei Flywheels herausgefunden. Und die Sache ist aber so, Miss Kate Kane hat gesagt, dass sie den ganzen Tag von diesem Fahrzeug verfolgt worden ist.
Okay. Und die Sache ist aber wiederum auch so, dass Raven O'Sullivan Kontakt mit den Mayhems hat, die ein orangenes Bandana eigentlich haben, aber Kate kann sich nur an ein rotes erinnern, aber das passt ja trotzdem von der Farbe, weil die ganze Zeit Mayhem sagt. Mhm. Also nur falsche Farbe im Kopf. Und auf jeden Fall ist diese Caruso verheiratet mit einem Mayhem-Mitglied, der einen schwarzen Ranger XL fährt. Und dieses schwarze Ranger XL ist das Entführungsfahrzeug. Dieses Fahrzeug ist aber nicht auf den Freund zugelassen, sondern auf den Präsidenten des Mayhems, den wir gefunden haben. Also stecken die da alle mit drin? Ja. 5 Leute suche ich. Cool. Auch wenn die Frau Caruso, also Mrs. Caruso, aber nicht mit drin gesteckt hat, weil das 5 Kerle waren, wie es aussieht. Es ist so, dass dieses Fahrzeug benutzt worden ist. Das heißt, höchstwahrscheinlich ist der Mann es gewesen. Sehr, sehr bemüht. Oder sie hat das Fahrzeug ausgeliehen. An einem Mayhem. Hm. Also es geht wirklich alles, alle Indizien gehen gerade Richtung Mayhem. Erstens wird da, wie gesagt, die Frau Sullivan eingeladen. Frau Sullivan. Dann wird die Frau Lars nochmal eingeladen mit dem Staatsanwalt. Vielen Dank. Und dann lade ich tatsächlich auch diese Ava ein. Ja. Als Tatverdächtigerin. Weil sie kann ja mit dem Auto trotzdem hier gefahren sein und gespottet haben. Ja, klar. Dann lade ich ihren Freund ein, als Mittäter wiederum, und dann lade ich den Präsidenten ein, weil der Ranger, ich zeig dir mal, wo der ist, guck mal. Den hat, das, tatsächlich muss ich aber auch sagen, Props an Miss Kane. Miss Kane hat das gefunden, nicht ich. Wenn wir jetzt hier links fahren, ist auf dem Privatgelände, deswegen bin ich nicht draufgegangen. Aktiv, downtown. Mal hier rechts. Mhm. Ein Ranger XL. Okay. Und ich muss jetzt noch. Kennzeichen hier passt, oder wie? Das Kennzeichen, ja, habe ich auch schon. Es gehört an den Tim Mason. Das ist der Präsident. Und wir fahren jetzt zu Flyheels. Und nochmal. Weil ich wissen muss, ob dieses Fahrzeug in dem Zeitraum von 27. bis zum 1. je nachdem repariert worden ist. Mhm. Und wenn ja, wer das gemacht hat, ein ETC, so wie vorhin. Ja. PD 85, Punkt check. Check. Also irgendwie. Der Fall ist ziemlich gut, ich bin ziemlich weit. 04, Punkt, cool. Check. Und das ist ein riesengroßer Fall. Es geht um die Frau unseres Captains. Das ist richtig. Das ist doch nicht ohne. Vor allem generell so Freiheitsberaubung und so ist halt echt. Ja. Eine Nummer. Dann parken wir mal nochmal hier. Wir können auch nochmal tanken, by the way. Wenn wir dann hier wieder fahren. Sind die jetzt? Ja. Ah. Schreife 4, 10, 20, Flywheels. Check. Warten wir, Markus. Ja. Streckst du dich einmal? Na klar. So. Das Gute ist halt, ich kenne den CEO von hier. Ich bin mit ihm befreundet. Ja, gut. Er spielt halt wirklich alles in meine Karten gerade. Das ist richtig. Das ist einfach ein Pornobalkenschnauzer. Pornobalkenschnauzer. Ein sehr, sehr dünner Schnauzer. Wirklich nur Schnauzer, mehr nicht. Alles andere muss glatter See sein. Perfekt, dann gebe ich das mal unserer Verwaltung mal weiter. Wayne Moreno macht mit, Miss Marshall. Der soll mal nachfragen, ob es noch mehr Kollegen gerade gibt im PD, weil dann kann ich gucken, ob ich einen Friseur erreiche für euch. Gibt es noch mehr Kollegen, die das im PD jetzt machen würden? Kannst du das einmal im PD nachfragen oder bist du jetzt extern im PD? Im Friseurladen. Weil die Rechnung für. Ja, die Rechnung geht aus PD, wenn. Okay, Rechnung geht aus PD sozusagen. Wie soll man was schicken? Ja, auch wenn alles gut ist, sollst du machen. So, ich gebe nur weiter, was Sergeant sagt, ja? Alter, man hört sich. Okay, der macht mit. Ehre. Weil Ella hat mich gestern ausgelacht deswegen und Ella ist ja die Freundin von ihm. Ja, ich weiß. Jetzt weiß ich, warum der Chief sich manchmal immer so genial fühlt. Ich habe den Moreno direkt gesagt, du machst mit, komm, let's go. Einfach um Ella eine auszuwischen. Ja, letztendlich ist es ja jetzt auch nichts Schlimmes, sag ich mal. Ja, ist es ja auch also. Nicht, aber es geht ums Prinzip. Die hat zu mir gesagt, Cap, gestern, ich hoffe, mein Freund macht das nicht. Ich habe gesagt, ja, doch, bestimmt schon. Dann die so, aber dann muss ich ihn noch küssen und so einen Scheißdreck. Und ich so, der wird bestimmt mitmachen. Komm, ja. Den Dienst. Moreno, mach dir mal ein Porno. Hier aus den 80ern. Ja, ja. Ja, letztendlich so, ist es nur ein Bart. Ich kann es dir mal zeigen, kurz. Sieht jetzt so aus. Einfach wie Dory.
Nee, stimmt gar nicht. Hallo! Ivy, bist du das? Ja. Ja, sehr schön. Die Cozy und treffen wir direkt. Noch besser. Ja, was willst du denn? Heilige Ravion. Ja, ich weiß, aber was willst du? Heilige Ravion. Achso, ich hab verstanden, wer bist du? Okay. Nee, was du willst. Ich brauche tatsächlich von dir eine kleine Angabe, wenn diese Person hier war. Und zwar, ich suche ein Kennzeichen, der in dem Zeitraum von 27. am besten sogar bis heute repariert worden ist. Also das Kennzeichen ist ein Fahrzeug, was Ranger XL ist. Und das Kennzeichen wäre NK8MM. NK8. So, wenn es bei euch ist oder bei euch war, kannst du mir einmal verraten, was repariert worden ist? Das war bei uns am 3.10. Das ist ein weißer, oder? Kann das sein? Nein, ein schwarzer. Schwarzer, ah, okay. Gehört Paul. Okay, eine Sekunde. Wen gehört der? Paul Deer. Von den Mayhems. Okay. Hat auch mal bei uns gearbeitet. Okay, es gehört Paul Deer. Okay, wann war der da? Am 3.10. hast du gesagt? Am 3.10., ja. 3.10. Um wie viel Uhr? Gott, wann wurden die Bestellungen? 19.31 Uhr. Okay, was wurde denn gemacht? Da wurde gemacht die Heckscheibe, eine Seitenscheibe. Welche Seite? Weißt du das zufällig? Wurde es reingetragen oder ist nur Scheibe? Nee, das wurde leider nicht Okay, das ist ja nicht schlimm, das kenne ich ja. Genau, und zweimal Scheinwerfer und oder Rücklicht. Also steht einmal drin, ne? Rücklicht links. Also er ist echt was gut. Was das andere war, steht auch nicht drin. Ist auch echt fleißig. Okay, Rücklicht links und noch ein Licht. Plus Licht. Okay, alles klar. Am 3.10. waren die da. Sehr, sehr schön. Danach nicht mehr und davor auch nicht mehr. Also wirklich, also das vor dem 27. juckt mich nicht, alles nach dem 27. Nee, nur an dem 3.10. Alles klar. Da hast du mir schon ziemlich viel geholfen, ich danke dir. Freut mich doch. Perfekt, perfekt. Einwandfrei. Ansonsten, alles gut bei euch? Läuft gut mit dem Laden? Ja, schon einigermaßen. Das hört sich jetzt aber nicht ganz überzeugend an. Ja, gerade ist ein bisschen ruhig, ne, George? Ja, ja, hab ich schon mitbekommen. Also ich war vorhin schon da. Ja, heute ist es wirklich ein bisschen stiller. Ich war vorhin schon da, auch wegen dem Kennzeichen. Und da hat der Mitarbeiter das auch gesagt gehabt. Hab ich nicht noch viel mehr Fahrzeuge gewünscht, die hoffentlich hier ankommen. Fies reparieren, damit ihr was zu tun habt. Wir sind auf jeden Fall nicht pleite oder sonst irgendwas. Also wir haben schon Kundschaft, aber kennst ja selber noch vom ACL. Es gibt immer wieder so Zeiten, wo einfach nichts kaputt ist. Das ist leider immer so. Es wird immer so sein. Einerseits ist es ja auch gut, weil dann gehen wenigstens die Fahrzeuge nicht kaputt. Ja. Aber einerseits ist es halt blöd, weil man dann nichts zu tun hat. Ah, gut, wir haben ja noch Firmenkunden, alles. Ja, ja. Also es läuft schon. Wir können uns nicht beschweren. Das freut mich doch. 3 bis 6 aktiv sein wird. Also, achso, was ich vergessen habe. Hat der Paul dir das Fahrzeug gebracht und abgeholt? Ja, ich gehe mal davon aus, weil er als Kunde drin steht und wir das sonst niemandem geben würden wegen Ausweis und so. Sehr schön. Niemand frei, dann macht er es wie beim ACLS. Gut, dann weiß er Bescheid. Und danke euch und wünsche noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Warte mal, wer der Freund von Freundin von Paul Deer ist. Diese Ray. Wie hieß sie? Raven? Entweder sie oder Ava. Eins von beiden war das. Also, ich habe meine Tat verdächtigen. Das war die Mayhem-Gruppe. Ja. Wir wissen, wer Kate entführt hat. Perfekt. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr gute geil. Arbeit. Sehr gute Arbeit. Bekannte und ich weiß, wer das war. Let's go, Alter. Boah, da wird sich der Captain freuen, ey. Ja, generell alle Kollegen. Ist immer gut, wenn man solche Fälle klärt. Ja, ja, ja. Weil ich hätte sonst auch noch den Captain eingeladen, weil der Captain, also sie hat einen Spruch bekommen. Du sollst deinem schießwürdigen Freund. Und dann weiß man ja rein theoretisch schon, wenn man das einmal gemacht hat, auszusehen, oder wenn man das einmal so gesagt hat, zu wem man das gesagt hat, normalerweise. Und somit hätten wir die so oder so bekommen. Also, ich weiß, also wenn das Kane bestätigen könnte. Ja. Aber so ist es jetzt noch besser. Eine Nachricht bekommen. Ah, Kane hat mir geantwortet, gerade wo ich von ihr rede. Wenn man vom Teufel spricht. Ja. Ach, sehr geil. Streife 4, wieder aktiv, Grand Sonora Desert.
Check. Ja, perfekt. Commander Milengsi und der Staatsanwalt wird sich freuen. Heißt, die ganzen Befragungen machst du dann mit Hunter zusammen? Ja. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich hoffe, ich kriege diesen Modul noch vorher, aber was ich eher weniger denke, weil der Johnston krank ist. Mhm. Weil dann, also ich schreibe mir so oder so Fragen raus. Ich muss die ganze Aussage nochmal durchlesen. Das ist ein Riesentext. Ja, ansonsten, die Staatsanwaltschaft macht das ja auch sehr, sehr regelmäßig. Die wissen ja auch, was sie tun. Aber das ist generell gut, wenn du direkt mit einbindest, auch wenn du irgendwie Beschlüsse brauchst oder so. Ja. Ach, dazu würde ich gerne was sagen, aber ich darf nicht, leider. Ich darf jetzt niemanden sagen, dazu hat es mir der Commander gesagt. Alles gut. Ja, aber ich habe ohne das, was mir, also der Commander hat mir was verraten, was nicht gut ist, was gegen uns gespielt hat. Mhm. Und jetzt habe ich, was wieder absolut für uns ist. Geil, Alter. Sehr schön, Mann. Happy gerade. Merkt man fast nicht. Nein? Nee. Das Ding, der Unterschied ist nur, dass dieses Fahrzeug nicht mehr Paul dir gehört, sondern tatsächlich den Tim Mason. Also ganz, ganz komische Geschichte schon wieder. Muss man mal später im LSPD nachchecken. Gucken, ob das dem irgendwie letztens umgemeldet wurde oder so. Mhm. Also soweit ich weiß, warte mal, wir könnten rein theoretisch Grapeseed kurz hochfahren. Ja, machen wir auch. Mhm. Habe ich vorhin auch so gemacht. Soweit ich weiß, war das jetzt auf Tim Mason, war das angemeldet. Und ich habe auch noch Yellow Jack in Fall, also ich habe noch ein Kennzeichen bekommen von ihr. Wenn die Leute wirklich einen Fall Ranger, haben und sich da reinhängen oder Bock drauf Licht, haben, dann... Heckscheibe hatte. Es ist von einem Mitarbeiter von einem Yellow Jack in. Und Yellow Jack in hat auch Mitarbeiter, die einen Chopper und so haben. Also es geht schon in Richtung Biker schon wieder. Ja, vor allem das Yellow Jack ist doch eh so der Hauptsitz irgendwie von den Mayhems, oder nicht? Ja, guck mal, dann noch besser. Das ist gerade so ihr Clubhaus jedes Mal. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben tatverdächtige Gruppierungsmitglieder von der Mayhem. Nice. Kann man machen. Aber ich frage mich, also das alles macht Sinn, außer das von Larsen. Warum macht das von Larsen noch keinen Sinn? Wieso hat sie mir das nicht gesagt? Vielleicht wird sie erpresst? Kann sein, ja. Aber wie kann ich sie jetzt einladen? Soll ich sie nochmal als Zeugin einladen? Weil dann muss sie mir die Wahrheit sagen. Ja, das geht. Ja, außer wenn sie sich selber belastet, dann brauchst du dir auch nichts sagen. Aber dann kann ich sie als Tatverdächtigerin einladen. Das ist der Vorteil. Ich an deiner Stelle, ich würde mich da mal mit Hunter in Verbindung setzen, ihm wirklich nochmal alles sagen, was du jetzt neu hast. Mhm. Und dich mal mit ihm kurz schließen, wie er sie vorladen würde. Als Zeuge oder als Tatverdächtiger. Letztendlich, wenn du sie als Zeuge lädst und dann die Miranda noch hinterher belehrst, wenn es dir komisch vorkommt, dann kannst du sie ja trotzdem auch andersweitig verwenden. Richtig, richtig. Das ist das Gute. Weil ich habe das gleiche Prinzip habe ich bei dem Herrn Di Valentini gemacht. Die Frau Harley Johnson ist ja leider ein Opfer gewesen von dem Fall von der Entführung, wo sie bewusstlos geschlagen worden ist. Und einen Tag später wurde sie ausgeraubt. Also sie hat echt Pech gehabt. Und ich habe einen Zeugen, der den als Zeugen eingeladen. Mhm. Das ist die Valentine, hieß der. Und wir sind stehen geblieben. Und habe ihn gerufen und er wollte keine Aussagen geben. Ich habe die erste Frage gefragt, er so, ich möchte die Aussage verweigern. Ja gut. Dann habe ich noch ein paar kleine Fragen gefragt. Und dann ist es tatsächlich mal tatfertiger geworden. Und an diesem Tag, jetzt kommt das ganz, ganz Wichtige, das habe ich dem Chief aber auch schon gesagt. Mhm. Da muss ich jetzt dann erstmal wieder die Zeugin einladen, weil ich muss wissen, ob die Frau Larsen mit diesem Valentini geredet hat. Aus einem einfachen Grund, wenn sie das getan hat, dann hat er ein Alibi. Wenn nicht, muss ich gucken, ob das der andere war. Weil der konnte mir Sachen von der Akte sagen. Okay. So, wie geht das? Also, entweder hat das die Zeugin ihm gesagt, also die Geschädigte. Und der Zeuge weiß nicht, um was es geht. Und er wurde auch genannt. Also Mr. Aaron Adams, der sich beim PD beworben hat, ist ein Zeuge. Aaron Adams hat sich beim PD beworben. Ja, Aaron Adams, genau. Hat sich schon mehrfach beim PD beworben, hat er gesagt. Sagt mir gar nichts. Und da wurde immer abgelehnt, hat er zu mir verraten. Okay. Wegen seinem Lebenslauf EDC. Und auf jeden Fall, der kennt diesen Fall nicht. Er weiß nicht, um was es geht in diesem Fall. Er weiß nur von diesem Di Valentini, dass er die ganze Zeit über einen Überfall gesprochen hat. Wer aber in dieser ganzen Sache mit drinsteckt, weiß er nicht. In meinem Kopf ist gerade so ein kleiner Affe, der trommelt. Weil er kennt Di Valentini und Frau Johnston nicht. Aber er hat die Nummer von Di Valentini gehabt. Das ist so komisch schon wieder alles.
Und also wenn Johnson jetzt sagt, hey, nein, ich habe das ihm nicht gesagt oder ich werde erpresst, ist der Typ am Arsch. Weil dann haben wir jemanden, der das rausgegeben hat. Hm. Und zwar im PD oder in der Staatsanwaltschaft. Und das kann ich nachverfolgen lassen, weil ich weiß, wann ich ihn eingeladen habe und ich weiß, wann er beim PD war. Und in diesem Zeitraum kann ich alle PD-Nummern und oder Staatsanwaltnummern rauskriegen von dem Chief. Ja. Und dann haben wir vielleicht jemanden, der korrupt ist. Ich hoffe nicht. Ja. Streife 4, 10, 20, Sheriff Department, Grapeseed. Und ich hoffe tatsächlich, dass wenn er, dass ich, wenn ich diesen Korrupten finde, warte mal, mach du nochmal bitte auf, Entschuldigung. Ja. Dass wenn ich es herausfinde, wer das ist. Komm denn hier drin, oder? Computer? Aber ein sehr, 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 sehr großes Problem. Der hier an? Ja, wunderbar. Ich hasse korrupte Menschen wie die Pest. Schöner Bildschirmschoner, den sie hier haben, ne? Einfach schwarz. So, also Personenakte, Kennzeichen. Das war. Ich muss das nochmal kurz hier eintragen. Kennzeichen, wo habe ich das denn reingeschrieben? Ah ja, hier. Bewerbungen werden halt auch nicht mehr durchgearbeitet von Winters. M, das müsste das Timo. Das müsste dieser Mason sein. Hört die kommen? Einmal das PD anfahren. Ach, ist ja auch nochmal eine Anzeige kommen. Tim Mason, das ist gar nicht Paul Deer. Wie kann es der machen? 3-5 somit. Mal stille Ende. Wie kann es dieser Paul Deer dort hinbringen? Wie geht das? Hinbringen geht ja, aber abholen wäre dann halt schwierig, glaube ich. Na gut, wenn er sagt, es ist mein Fahrzeug, dann geht das schon rein, theoretisch, weil die können ja nicht Ding, Kennzeichen abchecken lassen. Ja, das geht schon, das konnte ich ja damals auch nicht. Ich habe auch immer das Vertrauen gehabt. Sobald er Schlüssel und Ausweis hatte, war das automatisch machen dürfen. Okay, also ist egal, aber das Ding gehört trotzdem diesem Tim Mason. Aber das ist dann trotzdem gut, weil jemand hat das Fahrzeug dahin gebracht. Das heißt, ich kann die beide einladen. Okay, Paul. Hier. Ist auch bei Leo Cage. Ist okay, noch eine Ding-Verdächtige? Weiß. Wer ist jetzt Lea? Warum? Leo Kehr, St. James ist auch. Oh nee, nicht. Oh, die alle. Ah, Fahrer Paul Deer ist von einem Fahrzeug. Das ist die dumme Nuss von Dings, von Helping Hands, die diese blöde Demo da gemacht hat. Richtig, richtig. Und das Problem ist ja nur, dass sie einfach so dumm ist und einem Stand auch nachgefragt hat, etc. Das sind halt so alles so Sachen. Ich sage, das spielt alles in einer Geschichte. Das ist halt alles ein Keks nur noch. Nicht mehr verschiedene, sondern alles ein Keks. Alles, was mit dem Mayhem zu tun hat, wurde als Tatverdächtiger eingeladen. Das passt einfach perfekt. Und dieser Paul Deer steht seit dem 9. Ding in der Fahndungs-, in der U-Haft sogar. Das heißt, der ist schon bei uns. trägt ein orangenes. Trägt ein orangenes Bandana. Guck mal, da ist in der Mayhem drin. Sehr schön, Mann. Das passt perfekt. Eingetragen mehrere auf STVO. Eine Hexer. Ummeldung auf Linux. Okay, warte, jetzt muss ich noch mal kurz was abchecken. Was ist. Ich hoffe, der Peters hat es jetzt nachgetragen, weil der ist ein bisschen vergesslich, habe ich gemerkt. 3 bis 6, okay. Aktiv downtown. Check. Ah, okay, perfekt. Hat er nachgetragen, sehr schön. Aber ja, okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Die Mayhem-Familie ist unser Tatverdächtiger. Warte mal. Ich hab grad was gelesen. Oh nee. Meine negativen Seiten. Ich habe Stimmungsschwankungen und wenn mir jemand doof kommt, dann werde ich auch mal laut. Okay.
Wer hat denn das gesagt? Es steht in der Bewerbung. Ja, sehr nice. Oh. Ich will gerne fragen, von wem. Nee. Ich werde auch manchmal laut, wenn die Leute mich nerven. Oh mein Gott, McGarrett. Ja? Siehst du diesen wunderschönen Feuerwehrschlauch da drüben an der Wand? Ja. So einen habe ich auch in meiner Wohnung. Wie soll ich das jetzt verstehen? Wir haben einfach einen fucking Feuerwehrschlauch bei uns im Flur hängen. Okay, dann verstehe ich es doch richtig. Geil. Ist das bescheuert? Ich weiß gar nicht warum. Ach, okay. Ich hoffe, da kommt Alkohol raus. Ja, ja, ich merke schon gerade. Ich habe gerade auch aber ein bisschen falsch gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, du meinst den Chief. Nein! Oh Gott, oh Gott. Ich meine diesen Feuerwehrschlauch. Okay. Oh Mann, ey. Es geht wieder. Ja, sehr nice. Also, perfekt. Streife 4, wieder aktiv, Grants in eurer Wüste. Shake, 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 shake. Ey, geil, das passt alles perfekt. Das... Also... Streife 5, 10, 30, Aufnahme einer Anzeige und Wohnungsbesichtigung wegen Einbruch. Also das Gute ist jetzt, Mann, jetzt muss man kurz ein bisschen nachdenken. Das Gute ist jetzt, ich kann Paul Deer und Tim Mason als Tatverdächtige einladen. Weil die sind zwei Herren von dem Mayhem. Ich kann die Frau Caruso und den Herrn Emiliano Caruso einladen. Emiliano als Tatverdächtige und sie auch. Weil vielleicht ist er Mayhem-Mitglied. Obwohl, das kann ich nicht wissen. Scheiße. Weiß ich nicht, da habe ich keinen Beweis dafür bis jetzt. Das musst du herausfinden. Aber die Caruso kann ich einladen, weil ihr Fahrzeug passt. Check. Ja. Sehr nice. Es läuft. Wenn ich auch schon nur zwei von den fünf Leuten dran habe, dann ist es schon auch sehr, sehr gut. Das wird jeder zählt. Und die kriegen wir auch zum Reden. Das kriegen wir auch hin. Hey, ein bisschen weniger Strafe, wenn du ein bisschen plapperst und so ein Scheiß reicht. Das geht immer. Einer, der komplett am Arsch ist, der gibt immer was raus. Na, wenn du dann auch noch Rückendeckung von der Staatsanwaltschaft hast, Paul. Ah, die, naja, die haben schon heftig, Alter, was da passiert ist. Aber hey, ich muss echt sagen, Mrs. Kane, man merkt, dass die mal Militärpolizistin war. War sie? Ja. Okay. Sie hat die Aussage rein theoretisch, hätte sie mir einfach schicken können, die wäre perfekt gewesen. Na, Katz. Also die hat sich wirklich an alles erinnert. Wenn du mal, warte mal, Sportcomputer geht ja nicht. Aber wenn du mal lesen möchtest, 27.09.2021.01 dann. Okay. Lies mal ihre Aussage, das ist detailliert as fuck. Das ist wirklich detailliert as fuck. Wenn ich Zeit habe, die nächsten Tage mache ich das. 3, 6, 10, ja, die hat mir 50 Minuten lang über diese ganze Sache erzählt. Mit einem hellblauen Motorrad eine Aufsatz. Bei manchen Befragungen bist du nach 2 Minuten durch und hast einfach nichts. Die Streife 6. Richtig, richtig, das ist ja die Sache. Aber wir müssen mal zum PD zurückgehen, fällt mir gerade auf. Check. Unser Rollcall. Korrektur, Streife 1. Ach, Nachi ist noch im Dienst, das ist schön. Check. Ich soll mal kurz anrufen, fragen wegen dem Rollcall? Ja, das kann ich machen. Also um wie viel Uhr? Also normalerweise um 20 Ach, Uhr. Ach, aber Gamble ist auch im Dienst. Ja, dann halt Gamble. Brian! Nee, das ist ja gar nicht. Gamble. 74, warum soll ich noch 84? Nicht erreichbar. Coco. Hört sie kommen. Wir bräuchten eine Kennzeichenüberprüfung, Kommel. Hallo. Die glaube ich nicht. Hallo.
Frage. Check, komm. Antwort. 20 Uhr, Roker. Wir sind schon auf dem Weg zum PD, weil ich denke, dass der höchstrangige das vercheckt hat. Einmal die Telefonnummer. Ja, das Ding ist, Gambolino ist im Training. 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 Training mit den Jungs. Ja, dann machen wir das halt. Ist so. Ja, supi. Dann machen wir das. Wenn die das einfach nicht hinkriegen, dann müssen wir das machen. Ja, let's go. Also wir sind auch auf dem Weg, sind gleich da. Okay, dann. Ich denke, die haben ja alles unter Kontrolle. Dann fahren wir schon mal und ich ziehen uns ein paar Sachen da. Ja, guck bitte, dass du das ja, mal. Ja, perfekt, kriegen wir hin. Gut, dann bis gleich. Dann bis gleich, ciao. Dann kann ich morgen einfach die Akte schon machen, deswegen. Gambolino im Training. Nein, das ist eine zusammengefasste Aussage und dann brauche ich nochmal deine Aussage rein theoretisch auch nochmal. Also, wenn du deine Aussage. Schick mir deine Aussage, ich fasse damit eine zusammengefasste Aussage. Also, ich fasse sie nochmal zusammen und bestätige dann deine Aussage. Wie oft wollen Sie in einem Gespräch Aussage sagen? McGarrett? Ich danke dir. Bis wann kannst du mich schicken? Sehr schön. Also dann treffen wir sich später. Und ich hab's dir gesagt, dass das machen wird. Was war denn das jetzt für ein Abgang? Das war die Ella. Ach so. Oh mein Gott. Die ist gerade mit Wayne im Friseur. Hab ich ihre Nummer? Ich hab ihre Nummer. Nee, ich hab ihre Nummer nicht, sonst würde ich anrufen einfach nur. Warte, schreib auf. Ja, warte. Ja. 623. 623, ja. 529. Hallo, Frau Marshall. Haha. Ja, Mensch. Ich werde die Treppe wegkommen. Ja. geil. Okay. Also, war das schon cool? Leitstelle kommt dabei. Jetzt gleich dann, 20 Uhr. Okay. Leitstelle nimmt den Funkspruch für die Personenkontrolle wieder auf. What? Wir haben Ihnen die Telefonnummern per SMS zugeschickt bekommen. Check, Strafe 2 Ende. Leitstelle für Strafe 6. Hört sie kommen. Benötigen einmal eine Personenabfrage. Also heute ist halt echt. Das ist so scheiße, wenn der Bord nicht funktioniert. Ja, übel. Name der Person ist Alea Lee Button. Alea mit EA und Lee mit Doppel-E. Komm. Ja, check's. Das war's. Mausebärchen, ist das der Queen? Liegt mir einfach wieder am Rücken, die kleine Katze. Die kleine Katze. Die Leute nehmen den Funkspruch wieder auf, gegen die Person liegt nicht vor. Ich habe bis jetzt 3 Akten, die offen sind, ab morgen dann 4. Bei der ersten Akte gibt es halt wirklich nichts. Ja, aber das ist halt viel, dass man einfach gegen Unbekannt sind oder man einfach keine Ansätze hat, wo man ermitteln kann. Das ist normal, leider. 20:10 ist Rollcall, by the way. Mhm. Dann fahren wir noch aktiv Weinwood, oder ein bisschen? Sollen wir machen? Können wir machen. Okay. Streife 4, aktiv Weinwood. Ja, da habe ich leider überhaupt halt gar nichts halt. Also sie konnte auch mir auch nicht viel geben. PD 54 meldet sich ab. Ja, das geht jedem so. Ja, ja. Hatte ich auch schon oft. Aber die erste richtige Akte, die läuft perfekt. Die so läuft richtig das. Gut. Geil, Mann. Ey, ich freue mich richtig. Ich war das bisher. Hallo, ich habe mal eine kleine Frage, Gerald. Ja. Ich bin mit meiner Haarfarbe aktuell nicht so glücklich. Ja. Können wir da später mal was machen? Da können wir später was machen, auf jeden Fall. So. Gegen 9:30 oder so? Ja, können wir machen. Perfekt. Geht auch später. Ich bin meistens so bis 12 da. Ja, ich will heute nicht ganz so lange wach sein. Okay, gut. Nee, perfekt. Dann schreibe ich mal 9:30 auf. Mhm. Ne?
Perfekt. Perfekt. Dann machen wir das so. Wunderbar. Wo wollen wir uns denn treffen? Soll ich in euren Laden kommen? Kommst du zu mir? Oder? Ich kann zu dir kommen auch. Perfekt. Kein Problem. Dann machen wir es so. Dann darfst du später, das darfst du dir schon mal mit dazu notieren, bei den Vinewood Gardens, bei den Apartments. Ja. Die 01. Dann warte ich da auf dich. Nummer? Die 1. Die 1? Ja. Die 1. Nummer Uno. Super. See. Super. Ja, wunderbar. Dann freu ich mich gleich. Ja, ich mich auch. Bis später. Dann bis später. Ciao. Tschüsschen. Was macht ihr jetzt eigentlich mit der zweiten Wohnung? Wir pendeln. Also nicht vermieten. Aktuell noch nicht, nee. Also wenn ihr die mal vermieten wollen würdet, wie viel würdet ihr dafür nehmen wollen? Dann? Ich weiß es total nicht. Also Dynasty will in der Woche, glaube ich, 2800? Ungefähr, ja. Ja, aber ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir die behalten, ob wir die verkaufen, ob wir uns was anderes kaufen. Ist gerade alles so ein bisschen in der Schwebe. Wenn du sie für $150 pro Tag gerne, okay, das würde dir bestimmt niemals machen, nee, aber. Ich glaube nicht. Wenn ich so eine Wohnung, verdammte Kacke. $150 ist. Nee. So einen armen LSPD-Beamten, der kein Geld hat. Mehr arbeiten, mehr ermitteln. Mach ich doch. Ja, besser ist das. Die Fälle lösen sich nicht von allein, Mr. McGarrage. Und allerdings, ja. Nee, aber. Also, aktuell haben wir uns da noch nicht den großen Plan zurechtgelegt, was da jetzt Sache ist. Ja. Frag mich halt, ob der Commander Melengsi das irgendwann komplett dann übernimmt oder ob wir das jetzt wirklich die ganze Zeit gemeinsam machen. Weil normalerweise ist die Entführung MCD. Eigentlich ja, aber ich glaube, er ist aktuell auch nicht so viel da. Ich glaube, der war auch im Urlaub. Dupont war ja jetzt weg und geht auch wieder. Ich glaube, ab morgen ist der auch wieder weg für eine Woche. Ansonsten. Ja, ist egal, ich übernehme die Akte. Auch wenn ich kein Detective bin, ich mach das Ding, habe ich ja schon. Ja, letztendlich. Ich krieg die auch raus. Wenn man sich gut anstellt, kriegt man es ja auch so hin, ohne Detective zu sein. Ja. Man muss halt einfach mal ein bisschen mit Kopf und Verstand arbeiten und dann geht das schon. Achtung, check. Ach, guck mal, der die ganze Zeit vorhin gesucht worden ist. Ist wieder im Dienst. Was sie vergessen hat auszutragen. Ja, der war auch sehr, sehr lange noch im Dienst. Gestern noch, oder wie? Der hat mich um 1:30 angerufen. Und war da immer noch im Dienst und hat dann irgendwelchen Autos rumgesucht und gemacht 3, und getan. 20 BPD. Ja, auch heute Mittag war er da schon, also Vormittag und Mittag. Fleißig. Ja, der Fuhrpark macht sich nicht von alleine. Ja, der hat ein paar Tage nachzuholen jetzt. Ja, das nachholen. Bei deinem Krankenhaus war halt kein Geld. Ja, aber der hat ja auch eine Eigentumswohnung. So schlecht geht's ihm ja auch nicht. Dann da oben eine Tankstelle. Ah, ich weiß, was ich mache. War jetzt vorbildlich. Ja, bitte einmal die Südseite. Rein Gamble. Rani Marshall. Ich wollte nur fragen wegen Rollcall, aber ich habe jetzt schon mit Nachi gesprochen. Ja. Ja, also angeblich. Warum auch immer, aber ja. Wieso? Bist du damit nicht konform? Ich weiß ja nicht, wieso, weshalb und warum, ob es Punkte gibt oder so. Die werden ja nie dem Commander dann zugetragen, sondern. Nee, man muss sich das aus dem Ärmel ziehen. Ich weiß. Ja. Ich musste das auch schon machen. Aber es ist Anweisung jeden Tag, deswegen machen wir das jeden Tag. Insofern es natürlich Sachen gibt, die man besprechen muss. Ja, ein paar Dinge kann man nicht oft genug sagen, oder? Okay. Ja, hast du recht. Lesen Sie die Dienstanweisung, sonst reißen wir Ihnen den Arsch auf. Ja, das ist Standard so. Ja. Das sagen wir immer. Das sage ich auch jedem Rekruten, der hier anfängt. Wenn er das nicht schon hört, dann reiße ich ihm den Arsch auf.
Sag mal, bist du irgendwie in den Fall mit Kate und, also mit Kane involviert? Nee, aber ich weiß jetzt gerade schon ziemlich viel darüber, weil McGarrett ist involviert und mit dem war ich auf Streife. Also der ist da... Können wir da uns darüber mal unterhalten? Ja. Okay. Können wir. Also das, was du gehört hast, was der McGarrett dir alles erzählt hat? Ja. Wieso auch immer er da involviert ist, aber... Dass wir darüber mal sprechen? Dass du mir die Information mal weitergibst? Sí, claro. Merci, danke. Ja, bis gleich. Bis gleich, adios. Au revoir. Ach ja. Mit wem fährst du auf Streife? Erstmal fahre ich mit niemandem auf Streife, sondern ins PD. Nee, aber ich habe gerade mit Gamble gesprochen. Ich musste mich mit dem dann nachher kurz unterhalten. Ach, kein Thema. Ich kann Moreno und Ella mitnehmen. Ich habe schon richtig Bock, dass die zwei mitkommen. Geil. Und nachher kommt mein Friseur zu mir, das ist auch sehr schön. Was an der Farbe so hässlich? Verstehe ich nicht. Das ist einfach nicht schön. Okay, verstehe. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist eine Mischung aus Rot und Braun und Blond und... Nee. Verstehe. Typische Frauenprobleme. Ja. Das ist ein Problem. Einfach nicht schön. Ist ja nicht schlimm. Ist eine Ansichtssache. Streife 4, 10, 20. Westport GPD, Streife 4 löst sich auf. Das würde ich 2 sagen. Ich dubbel. Warte mal, wo ist denn der gute Moreno? Den nehme ich wieder mit. Streife 2 melden. Wahrscheinlich drin. Rote Fahrzeug am Stadtpark ist abgeschlossen. Und hallo. Gerne nicht so viel. Burger bestellt, das ist nice. Ich war auch vorne mit überlegen. Frau rauszukommen. Ja, als Dreierstreife. Machen wir zusammen. Ja, check, Streife 2. Keine Pärchenstreifen! Ein bisschen ärgern deswegen. Anfahren und den Herr zuvor abholen, komm. Ey, du hast mich jetzt schon? Crispy Chicken Bacon. Ich mag kein Bacon. Aber sonst? Ja. Sounds good. Hola, hübscher Bart! Dem steht es halt auch noch halbwegs, ne? Der sieht so auch aus wie so ein 80er-Jahre-Typ. Oha, ist aber wie 80er-Jahre. Okay. 95! Ja? Nicht 80. Moreno, Junge, du siehst aus wie ein Franzose. Aber du siehst einfach am Abstand... Wo ist ihre Baguette? Oh, Bibi. Oui, oui, Baguette, Croissant. Je ne sais pas. Ach, du oui. Scheiße. Was hat Ella gesagt? Die heult. Die fand meinen Anruf gerade bestimmt auch toll, oder? Naja. Ja, aber ich muss durch dasselbe durch. Der Chief hat genau dieselbe Frisur und denselben Bart. Oh, nee, stimmt. Ja. Das haben wir auch schon gehört. Oh, ja. Oh. Ich sehe jeden Tag dasselbe wie sie, quasi. Nur anders. Hm. Die sind nur noch diesen Bart, Alter. Das ist so genial, Mann. Bald die ganze Stadt einfach. Nee, bitte nicht. Oh Gott, oh Gott. Haben sie auch so ein Bärtchen? Ja, super. Schreib mal dem PD eine Nachricht, dass du mitmachst. Eine PD-Nummer und Name. Nachname, ja, am besten Assis, da hat die Liste. Oder so, ja. Okay, ich schreibe Assis. Bis zum 11.10. by the way, gell? Ey, geil. Hallo! Haben Sie auch beide so ein Bärtchen? Nee. Ist es nicht. Noch nicht. Kommt noch? Ich mein, bisschen Bart habe ich, aber den müsste ich erst noch wachsen lassen, so ein, zwei Tage. Ja, also leider ich sagen, war ich gestern krank geschrieben. Das enttäuscht mich auch sehr. Ja, im Übrigen, du kannst es auch nachträglich machen, ne? Ich glaub, aber bis zum 11.11. Tilo, versuch mal unseren Computer. Hallo, Frau Marschall. Hallo, Herr Kukum. Wissen Sie, was Sie im Rollcall ansprechen könnten? Die Bartgeschichte, dass alle Herren, die noch keinen hübschen Schnauzer haben. Ja, wunderbar. Weil dann würde ich direkt den Friseur nochmal kontaktieren. Kann er direkt nochmal antanzen. Ja, perfekt. Ja, ne? Ich habe mich heute Morgen rasiert wieder. Nein. Ja, ich musste. Bei mir kommt. Ich habe nach einem Tag wieder 3 Tage Bart. Ich musste wieder abrasieren. Komplett? Also sieht aus. Nee, dieses scheiß Schnäuzer-Ding habe ich. Ach, den hast du? Ja. Okay, ich dachte, du hättest einfach alles wegrasiert. Nee, ich muss das aber jeden Tag muss ich mich jetzt rasieren. Das, ja, das ist echt scheiße, einen Monat lang. Das irritiert meine Haut auch ein bisschen. Ja, aber du brauchst wirklich Hautpflege, die nicht aggressiv wirkt.
Am besten nichts, wo. Doch, Hautpflege ist wichtig. Doch, du musst dein Gesicht jeden Tag reinigen, morgens und abends. Dann musst du ein. Das reinigt sich von alleine. Nein, tut es nicht. Nein, doch musst du. Nein, nicht nur mit Wasser. Nein, nicht nur mit Wasser. Guck mal, angenommen, du bist in der Küche und kochst, okay? Dann frittierst du deine Schnitzel und dann machst du die Herdplatte wieder mit Wasser sauber. Das geht doch auch nicht weg. Du schwitzt den ganzen Tag in dieser Kackstadt. Wir bestehen fast nur aus Wasser. Natürlich mache ich mich... Nein! Und wenn du dein Gesicht dann gereinigt hast, dann brauchst du auch noch ein Gesichtswasser, um den pH-Wert deiner Haut wieder anzupassen. Und dann eine Creme. Ich benutze Wasser, da brauche ich nicht auf pH-Werte achten. Doch. Einfach. Musst du? Doch! Ich mache das alles mit Wasser? Nein, du musst darauf achten. Nein, nein, nein. Das Problem ist nämlich, deine Haut ist ein natürlicher Säureschutzmantel, okay? Meine Haut ist mein größtes Organ. Ja, aber das ist ein natürlicher Säureschutzmantel und dieser pH-Wert, der muss gewahrt werden. Und Wasser... Ja, aber wenn du den gar nicht groß angreifst, dann macht er das ganz alleine. Ja, aber du musst ihn unterstützen. Umwelteinflüsse. Ich bin doch Mensch. Ich laufe hier auf dich. Ich bin doch gemacht für die Erde. Ja, nee, die Erde war vielleicht mal gemacht für uns, aber heute doch nicht mehr. Überall Autos, Industrie. Ja. Alkohol. Nee. Ja, du trinkst doch bestimmt. Du bist ja ein Rockstar in der WG. Ja, aber ich trinke ganz selten Alkohol. Aha. Ich finde das nicht so gut. Hallo. Guck, da, ich sehe eine Falte, weil du deine Haut nicht richtig pflegst. Nee, weißt du, das kommt vom Rasieren täglich. Nein, da ist eine Falte. Das liegt aber auch am Alter. Mit der richtigen Gesichtspflege würde das nicht passieren, Hachi. So. Guck mich mal an. Das ist... Wasser ist meine Pflege. Nee, das reicht nicht. Guck mal, an deiner Stirn, du hast eine richtige Zornesfalte. Was? Eine Zornesfalte. Garantiert habe ich keine Zornesfalte, doch, weil ich nicht zornig bin. Es ist wirklich so. 20:10 Uhr, wir müssen jetzt an. Ja. Hallo. Sind alle anwesend? Schieb dich da mal ein Stück rein. Ich würde da auch rein. Ja, hier ist voll, Alter. Gut, ja, kommen wir trotzdem schon an. Also, herzlich willkommen zum Rollcall am 12.10.2021, nun um 20.11 Uhr. Das ist wirklich wichtig. Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr alle da seid. Als allererstes wollen wir kurz darüber nochmal informieren. Die Gefahrenstufe ist auf Charlie, bedeutet unterste Gefahrenstufe. Ich bitte trotzdem, versucht trotzdem in Zweierstreifen zu fahren, wenn es möglich ist, und passt bitte auf euch auf. Denn Lastrada ist trotzdem noch draußen. Der Chief natürlich hat seinen Job nicht an den Nagel gehangen und wird das auch nicht tun. Von daher werden deren Forderungen sowieso nicht erfüllt. Also passt bitte auf euch auf. 46 für Sie zum Info-Roll-Call auf Tausche. Dann, also da bitte, ne? Ich denke, das weiß aber auch jeder. Passt bitte auf euch auf, auf euren Partner, wenn ihr draußen seid. Dann das nächste, kurze Erinnerung, am 17.10. wird es Beförderung im Gebäude 5 geben. Bis dahin an die Rekruten, da werden auch noch ein paar Module und ein paar Prüfungen stattfinden, also keine Angst. Wie das mit den Fortbildungen ist, ich denke, die werden jetzt erstmal noch pausieren. Aber das ist halt einfach so. Ja, der Sergeant Johnson hat sich wirklich den Arsch aufgerissen und sich die Leute hier, ich glaube das halbe PD hier, Fortbildung angeboten und so weiter, da einfach ein bisschen Verständnis auch für. Dann, dritter Punkt, ihr seht's alle, unsere Bärte. Die Leute, die mitmachen wollen, für einen guten Zweck, lest euch das nochmal durch. Frau Marshall, kommt da jetzt nochmal jemand, wenn noch andere Leute möchten, so wie der Herr... Ja, selbstverständlich. Ich kann den Friseur gerne kontaktieren. Der ist ready. Gibt es Leute, die sich an dieser Charity-Sache noch beteiligen möchten? Ruft mal kurz rein. Kann mich da mal jemand kurz aufklären, worum es da geht? Du lässt dir für einen Monat einen Schnäuzer stehen, das LSPD zahlt dafür $1000 für den guten Zweck und du darfst auch nochmal 400 drauflegen, weil du ein sehr engagierter Mensch bist. Und das wird dann... Kann ich nicht einfach $1400 bezahlen ohne Schnauzbart? Nein. Nein, das ist auch für den Zusammenhalt. Genau, es ist ein Zusammenhalt, Einigkeit. Wir haben dann das FD und noch jemand rausgefordert, ich glaube... LS Transit, MD und FD und LS Transit wird am Wochenende auch ein Bild machen. Also das ist so ein Gemeinschaftsding. Ne? Wir wollen zeigen, wir sind uns auch jetzt nicht zu schade, auch mal so einen richtigen, ich finde, einen Scheißbart zu tragen. So, finde ich eine gute Sache, für einen guten Zweck. Also möchte jemand mitmachen, dann würde Frau Marsche gleich nochmal sich darum kümmern, dass ein Barbier vorbeikommt.
Die super. Check. Gleich die Haare mit check. Der Gamble, ne? Ja. Okay. Ja, fantastisch. Finde ich gut, Leute. Wir müssen da zusammenhalten. Ein Monat am 11.11. Ne? Können wir uns aufhören zu rasieren, dann können wir wieder wachsen lassen. Eine Sache ist mir aufgefallen, ist, ich sehe immer wieder am schwarzen Brett alle Leute, die an den und den Sachen beteiligt waren, bitte Aussagen zukommen lassen. Leute, denkt da doch mal dran. Ich hatte selber mal so einen Text da reingeschrieben. Ich habe von niemandem etwas bekommen. Ich hoffe, dass die PD17 jetzt für den Raub für die Taxifahrerin alles bekommen hat. Liebe Leute, wenn ihr irgendwo dabei wart, so fragt bitte doch mal die Kollegen, die kriegen da doch Probleme mit ihren Akten und so. Seid doch mal ein bisschen umsichtiger, achtet auch mal auf eure Kollegen. Ne? Ihr wart beim Einsatz dabei, soll ich noch schön eine Aussage schreiben? Brauchst du die, brauchst du die nicht? Wäre eine schöne Sache auch. Ansonsten. Ich hätte noch eine Anmerkung. Ja, bitte? Wenn die Kollegen Akten anlegen, wenn ihr alle Akten anlegt, dann schreibt bitte gleich in die Akten rein, wer Tatverdächtiger ist, wenn bekannt, wer Zeuge sind und wer die Officer sind, die dort diese Aussagen einfügen müssen. Weil wenn ein Kollege die Akte übernimmt, meinetwegen ihr geht in den Urlaub oder euch kommt was dazwischen, whatever, kann immer passieren, dann weiß zumindest der übernehmende Officer, an welche Person er sich zu wenden hat. Genau. Und ich habe jetzt schon mehrere Akten immer wieder bekommen, wo keine Namen drin stehen, die einfach nur Musterakten sind, damit es eine beschissene Fallaktennummer gibt, aber ich habe keine Namen drin stehen, richtig, weil das Ding kann ich mir auch an die Wand tapezieren und den ganzen Baustein. Das bringt nichts. Dankeschön. Genau. Ansonsten, Herr Büschler, haben Sie noch was? Nee, privat. Ja, Einträge, die eingetragen werden wegen allgemeiner Informationen. Oder andersweitige, wichtige Sachen, die aber dann nicht mehr aktuell sind. Rückabliert. Trag das bitte wieder aus. Das ist die einzige Bitte. Und das ist auch das Einzige, was ich heute zu sagen habe, ne? Aber wir machen daraus einen Befehl, oder? Keine Bitte. Tragt euren Scheiß wieder aus, wenn es erledigt ist. Ist ja nicht so schwer, dann ist es auch wieder übersichtlicher. Hat von euch noch jemand irgendetwas, was wir hier in der Runde kurz besprechen müssten? Nur die Info, der Friseur ist in 20 Minuten in etwa hier. Schön. Okay, wenn sonst keiner mehr was hat, die nicht zugeteilt sind, ihr kennt das ja, an der Leitstelle zuteilen und auf Streife fahren. Passt bitte auf euch auf, liebe Leute. Bis morgen. Achso, willst du jetzt gleich reden? Ja. Ja, chick, chick. Haber, ich melde mich bei dir, wenn ich Zeit habe, ja? Okay, danke für die Antwort. Keine Ahnung, wen hier welches Büro gehört. Oder nee, wir gehen in Chief sein Büro, okay. Da haben wir unsere Ruhe. Da kommt wenigstens Kinder rein. Außerdem ist es ja da auch dein Büro, ne? Ja, richtig. Geht nur auf das Namensschild. Hab's jetzt. Ah ja. Mit dem Schlüssel kurz eingekratzt, ne? Ja, Klassiker. Richtig. So, dann setz dich rein. Danke. Gerne, gerne. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Das ist mein erstes Vorstellungsgespräch. Ja, und darauf ist mein Frikadellenbrötchen, ne? Hey, willst du auch eins? Nee, tatsächlich ja nicht so, aber. Warum? Hat deine Frau gestern extra zur Fortbildung gebracht? Meine Frau. Ja, weil wir alle hungrig waren. Das war nett von ihr. Also, er hatte mir erzählt gehabt, dass er da gerade groß am Ermitteln ist und er ist halt Aktenführer und macht das Ganze wohl gemeinsam mit dem Staatsanwalt Hunter und auch mit Milenksi zusammen. Irgendwie ist es so ein Dreiergespann. Er war jetzt auch den ganzen Nachmittag oben im Norden unterwegs und hat ein paar Dinge rausgefunden. Er hat irgendwie gemeint gehabt, dass die Frau Kane heute oder gestern eine Aussage bei ihm gemacht hat, 50 Minuten lang, und er der Sache halt dann mal ein bisschen auf den Grund gegangen ist. Es war die Rede von einigen Fahrzeugen in schwarzer Washington mit einer defekten Heckscheibe. Jetzt klingt mein Telefon. Nee. Und generell super viele Sachen, die da oben im Norden gewesen sind. Und dann hat er auch einiges an Namen gesagt. Das war einmal ein... 3 bis 6 für die Leitstelle. Wie hieß der? Irgendwas mit 3 bis 6, dir, Tim, ja, Mason? Irgendwie so. Eine Raven
Raven O. Oh, irgendwas? Raven O'Sullivan? Ja. Diese Antje. Und bei der Antje weiß er aber nicht, was er davon halten soll, weil die wurde an diesem Abend von der Entführung wohl sehr, sehr häufig von dieser Raven angerufen, hat davon aber kein Mucks erwähnt und kann sich auch nicht dran erinnern und wurde aber niedergeprügelt, war dann bewusstlos, also irgendwie alles ein bisschen komisch. Und er war dann auch vorhin bei, wie heißen die jetzt, Flywheels? Das alte Mangold und Söhne. Und hatte alles Mögliche an Kennzeichen abgefragt. Und es geht halt sehr in Richtung der Mayhems. Also das Entführungsfahrzeug war wohl letztendlich ein Granger XL in Schwarz, der dem, keine Ahnung, dem Boss da von den Mayhems wohl gehört. Das Auto hat er auch gefunden. Das Auto wurde auch kurzzeitig danach repariert, weil da wohl irgendwie ein Schaden dran war. Ja, wilde Geschichte irgendwie. Mhm. Sehr, sehr wilde Geschichte. Okay, was mich jetzt interessiert ist... Warum er mir das erzählt? Erstens, erzählt er dir das? Ich weiß es nicht. Zweitens, ist ja auch erstmal egal. Erstens ist ja okay. Aber hat er irgendwas über die Kane rausgefunden? Über die Kane selber? Nee, er hat mir nur erzählt, dass sie wohl selber damals Polizistin war und dass er sehr beeindruckt war von ihrer Aussage, die sie ihm geschickt hat, aber ansonsten, nee, hat er jetzt nichts gesagt. Weil die Kane, die will sich beschweren über einen Officer, der angeblich Scheiße erzählt oder Scheiße rumerzählt. Okay. Willst du bei dem Gespräch dabei sein? Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Kann ich machen. Dann rufe ich die einfach an, dann sage ich, komm her und lass sie auf Etage 3 bringen. Ja. Die will sich nämlich über einen Kollegen beschweren. Okay. Ja. Hören wir uns mal an. Du kannst jetzt zum LSPD kommen, wenn du willst, und dich auf Etage 3 bringen lassen. Jo. Alles klar, bis gleich. Ciao. Die Leiter, die wir jetzt nicht kommen. Bitte? Das hat Gamble gerade gesagt, also wir werden gleich Besuch empfangen. Dass er sich bei dir meldet, sobald er Zeit hat. Ja, check so. Ende. Ja. Das hat er gesagt. Wieso? Papa? Hallo? Hey, manchmal irritieren mich Menschen. Streife 1, aktiv. Was? Downtown. Manchmal irritieren mich Check. Menschen. Ach, ich hasse Menschen. Ja, ich auch. Vor allem, wenn sie dann plötzlich nicht mehr antworten. Oh, lass mich drüber reden. Mhm. Ja, ansonsten so, was geht? Also, pass auf. Die Frau Kane wird es wahrscheinlich gleich nochmal erzählen. Mhm. Ja. Ich involviere dich, weil du auch sehr eng mit dem Chief bist und ihr euch ja wahrscheinlich auch einiges erzählt, was ich zum Beispiel nicht weiß oder so, was auch nicht so schlimm ist. Das bleibt erstmal unter Verschluss im Grunde genommen. Ja. Ja, das, was ich erzähle. Das soll damit soll man eigentlich nicht hausieren gehen, aber scheinbar findet das hier so gut wie jeder raus, wie er will. Warte ganz kurz. Das habe ich doch erzählt. Warte mal, das habe ich erzählt, als der Chief im Auto war und wir zu viert im Auto waren. Herr Miller, ist es gerade dringend? Odeas hat gerade angerufen, wir möchten ganz viele Verbandskästen liefern und sie sollen zurückrufen. Harper soll das bitte erledigen als Fuhrparkmanagement. Okay, check. Danke, alles ciao. Ja? Über die Geschichte mit Brian Miller habe ich dir doch erzählt, ne? Oder habe ich ja den Chief erzählt, da saßt du mit dem Auto. Ja, das... Irgendwas war das. Ist ja irgendwie ihr alter Mitarbeiter und sie hat da irgendwelche Sachen geplant und ihm erzählt? Richtig, genau. Ja, also Brian Miller hat wohl erzählt, dass die Kate interner von ihnen haben wollte. Ja. Ja. Dass er Kontakte herstellen soll, beziehungsweise die Kontakte raussuchen soll, die überfallen haben. Er weiß das wohl angeblich. Mhm. Na? Und weiterhin ist es wohl auch so, dass die, warte ganz kurz, die üben wohl, es wird vermutet, dass Leute von der Wurstpumpe auf Selbstjustiz 69. gehen wollen, weil die Leute Fluchtmanöver üben und so weiter. Okay.
10, 20, Etage 4. Komm. Aber ich komme zu Ihnen. Wieso? Hoch. Das Problem ist hier, dass Kane, also Frau Kane, gute Kontakte zu Milenzi und Kane und natürlich ja, Sören halt, ja. Und so weiter. Das heißt auch zu hochrangigen Leuten hier im LSPD. Strafe 1, aktiv, Weinwurf. Also, I don't know. Kritisch. Ich warte auf jeden Fall jetzt ab, was sie mir zu erzählen hat. Sie möchte sich auf jeden Fall beschweren, weil er angeblich, der Brian Miller, das, was er mir erzählt hat, alles Lügen sind. Mhm. Und das zieht er sich aus dem Arsch, oder wie? Ja, genau. 39, Funkcheck. Ich meine, gerade als Rekrut hält mir eher ein bisschen die Beine still und geht nicht mit irgendwelchen komischen Dingen raus, die nicht richtig sind, so. Ja, ich meine, die sind hier in der Ausbildung und wollen hier was machen. Sollte er sowas erzählen? Ja, nur weil eben. Ein ehemaliger Mitarbeiter ist? Das ist Schwachsinn. Warten wir erstmal ab, was sie zu erzählen hat. Ja. Wir werden natürlich da nichts sagen. Nee, ach. Wir nehmen es auf und geben es weiter. Was ich auch glaube, ist, dass sie... Ich war ja gerade eben beim Picknicken. Ja. Und ich glaube, dass sie mit einem aus meiner Pickentruppe telefoniert hat. Okay, wie kommst du drauf? Ich hab das irgendwie im Gefühl. Ich hab das so mega im Gefühl, dass sie mit Bushi telefoniert hat. Mhm. Na gut, da wäre wieder der Dings. Na, die Verbindung über die MCD halt, ne, beziehungsweise die GTU damals, dass die sich daher kennen und so. Ja, aber trotzdem, warum ruft sie bei mir an? Ja. Dann sage ich jetzt, wir sprechen später im PD. Ja? Und kurz danach ruft sie ihn an, richtig, oder wie? Richtig. Das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Das ergibt halt keinen Sinn. Nee. Vor allem, sie werden ja jetzt wahrscheinlich auch nicht privat irgendwie so super befreundet sein, dass man sich einfach so mal anruft. Und auch der zeitliche Dings ist ja schon komisch, der zeitliche Aspekt. Schreib eins! 10:30 Diamond Cars. Der ist ja motiviert, Alter. Übel. 10:30 Diamond Cars. Erstmal eine neue Karre gönnen. Jawohl, ja. Erstmal rennen, Jolga. Oh, wie? Habt ihr jetzt die neue Bude? Ja, haben wir. Läuft oder was? Ja. Wie, ja? Ja. Wir pendeln jetzt. Wie, ihr pendelt jetzt? Zwischen zwei Wohnungen. Wow. In der einen gibt's neue Möbel, in der anderen gibt's Klamotten und Essen. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich lebe. Ich bin nämlich ja, so reich und habe zwei Wohnungen. Ja, aber ich weiß nicht. Junge, verscherbelt doch die andere Bude. Ja, vielleicht. Ja, siehst du. Vielleicht kaufen wir bald noch eine andere neue Bude. Was? Was? Hä? Wir machen vielleicht bald einen Wohnungstausch, eventuell. Wir verkaufen eine von den Wohnungen, kaufen dafür eine andere. Was kauft ihr für eine? Smith hat sich letztens verplappert. Am Samstag war doch Omega. Das war in Vinewood gegenüber von diesem roten Waggon da. Da ist doch dieser weiße Turm. Und da sollen wohl neue Wohnungen reinkommen. Deswegen war das Ganze auch in Kooperation mit Dynasty. Aha. Und der Herr Daniels hat gemeint, man kann diese Location noch für ungefähr eine Woche mieten. Danach eher nicht mehr. Aha. Aha. Wie viel kosten die? Weiß ich nicht. Das wollte er uns nicht verraten. Ey, ich bin auch am überlegen, eine Bude zu kaufen, ne? Dann hast du nicht mehr diese scheiß Mietgeschichten, Alter. Ja, ist so. Das ist so. Mann, diese Fee arbeitet auch nie, ey, wirklich. Wie kann man nur so faul sein wie Fee? Hast du eigentlich eine E-Mail gekriegt von Warehouse? Ja. Mit Gutschrift? Ja. Wie viel Gutschrift, wie viel Geld haben wir jetzt übrig? Boah, es waren, glaube ich, irgendwas mit 4.000. Mein Gott, siehst du, ich wirtschafte für das LSPD, ja? Warte. Warehouse. 4.880. Oh. Nice, Alter. Kohlen. Kann ich wieder bestellen, oder? Wie teuer war eine Shotgun? $25.000. Oh. Schade. Eine. Ja, das Problem ist, eigentlich haben wir 5. Ja, und wie viele haben wir tatsächlich?
Weißt du, ob der Chief irgendwo eine hat? Bestimmt. Ja, also ja. Eigentlich war sein Plan mal, dass er sich eine eigene ins Büro legt. Wer ist das denn? Hä, Collins? Weiß nicht. Hallo. Hallo. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, ich komme einfach mal rein, wenn ich erwartet werde. Alles gut. Passt. Willst du dich setzen? Ja, ich setze mich mal, würde ich sagen, oder? Ja, perfekt. Okay. Dann würde ich einfach mal vorschlagen, du schießt mal los. Also. Warte, nicht so flott. Mhm. Alter Mann ist kein D-Zug. Brauchst du ein Notizblatt. Nur so sieht's aus. Ja. So, dann schieß mal los. Also pass auf, ich bin am Sonntag angesprochen worden von meinem Mann, wohl angeheuert vom Chief. Er möchte doch mal mit mir darüber sprechen, wie dämlich es wäre, Selbstjustiz zu planen, bla bla, und sich in der Stadt nach Fluchtrouten zu erkundigen und Kontakte in die South aufzunehmen. Dann war ich sehr verwirrt, erstens, dass man mir sowas vorwirft, wo man mich doch schon so lange kennt und ich noch nie auffällig geworden bin in der Hinsicht. Mhm. Und zweitens fand ich es ein bisschen respektlos von ihm. Das ist die Frau von Sören Kane. Ich hätte mich kurz selbst zur Seite nehmen können und mich selber darauf ansprechen können. Aber das sei mal dahingestellt. Ich erkläre kurz, wie es dazu kommen konnte. Ja. Und zwar Brian Miller, einer eurer Rekruten, ist mein ehemaliger Mitarbeiter. Eine kurze Frage in den Funk. Wer sind die beiden Kollegen, die und gerade... Und der war dabei, Richtung, als ich mit meinen Mitarbeitern auf dem Parkplatz am Amphitheater so ein kleines Fahrtraining veranstaltet habe. Hintergrund war die Entführung, wisst ihr ja. Die 85 und die 77 kommen. Ich bin halt jetzt selten alleine unterwegs. Und meine Mitarbeiter sind auch meine Freunde. Das heißt, ich bin häufig mit denen gemeinsam dann unterwegs. Und wenn wir fahren sie mich auch manchmal in meinem Wagen. Mhm. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter ohne uns, der fährt nicht sehr gut. Also der ist quasi Dauerkunde beim ACLS. Mit seinem, was fährt der Stanier? Und er wollte unbedingt meinen Sugoi fahren und hatte dann aber Sorge, ja, was ist denn, wenn jetzt nochmal Leute angefahren kommen und die wollen dir ans Leder, dann komme ich dann überhaupt rechtzeitig weg. Und dann habe ich halt gesagt, naja, was soll denn die Scheiße? Fluchtwende und gut. Der Wagen ist schnell genug eigentlich, dass man dann einfach wenden, wegfahren und gleichzeitig die Polizei aktivieren kann. Jetzt war kein Schluck aufnehmen. Und dann meinte er, was ist eine Fluchtwende? Und so kamen wir überhaupt dazu, dass wir in Eigeninitiative, weil es ja offiziell nicht angeboten wird von euch, ein bisschen Fahrtraining gemacht haben auf dem Parkplatz vom Amphitheater. Mit meinem Auto, aber auch mit anderen Wagen, und es waren mehrere Mitarbeiter dabei. Und es ging quasi nur darum, dass die Kollegen sich sicherer damit fühlen, wenn sie schnell wenden und wegfahren sollen. Um was anderes ging es nicht. Brian Miller war mit dabei, weil er zum Freundeskreis meiner Arbeitskollegen gehört und wusste auch, wovon wir sprechen, als ich meinte, Fluchtwende, pipapo, vielleicht hast du das ja schon gemacht im PD, keine Ahnung. Schreib 1, wieder aktiv, ein Wort. Aber er wollte nicht selber mitfahren. Und alles andere bezog sich auf reines Business, nämlich er hat das Gespräch von mir und einer Arbeitskollegin mitbekommen. Wir haben Kontakt zum CEO von Rancho Records. Rancho Records ist beheimatet in South LS und der Typ heißt Bullet, glaube ich, und er ist halt auch öfter bei uns in der Zeche, und da habe ich halt nachgehakt, können wir mal eine Charity-Aktion mit euch machen, beziehungsweise hast du Bock, mal ein R&B-Event bei uns in der Zeche zu veranstalten, damit wir mal was anderes machen außer Rockmusik und oder die Pop-Scheiße, die halt überall läuft. Und daraus hat er halt gemacht, ich habe Kontakt in der South und versuche mir Waffen zu besorgen. Also, es ist beides Bullshit. 3-1-10-20, BPD. Ich meinen Mitarbeitern ein bisschen Spaß mit einem schnellen Auto gönnen wollte und halt einen Business-Kontakt. Die 85 meldet einmal, dass der Verkehrsunfall am BPD am Stoppschild geklärt ist. Ich möchte, dass das richtig gestellt wird, damit ich mich nicht über Brian Miller offiziell beschweren muss. Genau. Maßnahme beendet. Okay, dieser Bullet, wie heißt denn der richtig? Ist es wichtig?
Das weiß ich leider nicht. Geht um die Frisur. Ich kenne ihn ja. Wann kommt nochmal dein Friseur zu dir? Mitarbeiterin Haley und der oder du zu ihm? Nee, der kommt in 10 Minuten ins PD für euch. Wäre es möglich, dass er mir die Frisur einmal hoch wieder macht, so wie früher? Oder darf man das nicht? Das müsstest du dann privat zahlen. Ist egal. Hauptsache, es geht. Was von einem Typen gehört, der in District sollte gehen. Fragst ihn einfach gleich. In 10 Minuten ist er da. Ja, wenn er bleibt, bin ich perfekt. Danke dir. Nur gerne, Top. Bestimmte Etage? Fragezeichen. Der kommt unten an. Ja, dann warte ich unten. Okay, also machen die ja auch Hip-Hop. Ja, genau. Ja, so positiv. Okay, aber du hast ja gerade nicht gesagt, wir sollen R&B-Event machen, damit die ganze Hip-Hop-Scheiße bei euch nicht läuft und Rock. Nee, damit die ganze Pop-Scheiße nicht bei uns. Ach, Pop? Okay, ja, nein, nicht verhört. Nein, wir wollen einfach nur auch mal was anderes. Dann die PD-55 für die Leitstelle kommen. Und durch die Freundschaft zu Haley, also die ja da pflegt, es würde sich halt lohnen für uns, ein Event in die Richtung zu machen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wenn ich Geschäftskontakte ausarbeite, mit einer Firma, die noch nie auffällig geworden ist, dass ich mir dann gleich Waffen besorgen will. Und in Hinblick auf meinen beruflichen Hintergrund, ich habe es nicht nötig, mich nach Fluchtrouten in der Stadt zu erkunden. Ich weiß, wie man fährt und ich wüsste theoretisch, wie ich fahren müsste. Aber was soll ich denn bitte tun, um eine Fluchtroute in Anspruch zu nehmen? Also dieses Wort Fluchtroute, ne? Ja, das irritiert mich. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das soll. Das ist das, was Walter Weiß zu meinem Mann gesagt hat, er soll seine Frau unter Kontrolle bringen, damit die so eine Scheiße nicht macht. Seine Frau macht so eine Scheiße nicht und man kann halt mit mir unter vier Augen über so eine Scheiße reden. Hallo Johnny, hi. Also ich weiß nicht, was das soll, Brian. Ich bin seit über einem Jahr auf der Insel, ich bin nie auffällig geworden. Ich arbeite in der sauersten Firma der ganzen Stadt, abgesehen von euch. Und, was soll das? Warum erzählt er so eine Scheiße? Vor allem, er ist ehemaliger Mitarbeiter von uns. Er kommt aus dem inneren Kreis. Er kennt uns. Gut, er ist bei uns im Team, also Brian Miller ist bei uns im Team schon ein paar Mal auffällig gewesen mit Dingen, dass er halt so ein paar Storys unnötig aufbläst, um sich interessanter zu machen. Weiß ich nicht. Einige tun das halt aus Unsicherheit, um in eine Gruppe reinzukommen oder, keine Ahnung, brauchen das vielleicht ein bisschen für ihr Ego, ich weiß es nicht. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass er so eine Scheiße über mich verbreiten darf. Und das finde ich halt kacke. Vor allem, wenn es dann Aussage so rumgeht in die Führungsetage des PDs und der mich mit dem Arsch noch nicht mehr anguckt deswegen, wo er mir eine Woche vorher noch erzählt hat, ich gehöre zur Familie. Das ist auch merkwürdig. Also, was ich dir sagen kann, ist, dass ich die Sachen, die du jetzt wiedergegeben hast, ja, auch gerade, dass du ja gesagt hast, dass du, ne, du bist ja, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ne, ist ja jetzt nicht so, dass wir uns komplett unbekannt sind, dass ich da natürlich den Chief drüber informieren werde, ne, dass wir darüber gesprochen haben. Dass du dich da erklärt hast. Ganz, ganz komisch. Wie das aufgegriffen wurde, wie das gesagt wurde, etc. Aber was ihr halt wirklich gemacht habt. Ja. Na, das werde ich dem Chief natürlich erzählen. Das ist klar. Und mit dem Kollegen werde ich natürlich auch reden. Ja. Na, logisch. Bitte dringend am besten von mir, weil im Augenblick bin ich noch sauer. Okay. Okay. Also du kannst dich ja beschweren, so ist es nicht. Na, es landet ja eh bei uns auf dem Tisch. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, aber es ist doch nicht nötig, sich über einen Rekruten zu beschweren, wenn er einfach nur, weiß ich nicht, einen Furz im Kopf hatte und einen auf die Hose machen wollte. Dass man, ich meine, ihr könnt ihm das auch so auf den Finger klopfen. Warum muss ich nicht hochoffiziell Beschwerde einlegen, oder? Ja. Warum beschwert man sich denn nicht? Wir werden mit ihm sprechen. Gut. So richtig. Also, mehr will ich ja einfach nicht. Okay. Also das werde ich in Angriff nehmen. Den Punkt verstehe ich nicht. Okay. Wenn es eher so wichtig ist, dass er Scheiße erzählt. Ja. Hast du noch was auf dem Herzen? Okay. Ja, ja. Der Überfall am Freitag. Meine Kollegen sind immer noch nicht befragt worden. Warum? Überfall am Freitag? Ja, genau. Heute ist Dienstag. Welche Kollegen?
Gut, ich muss dazu sagen, ich war gestern nicht unterwegs und konnte heute noch mit keinem sprechen. Es kann ja sein, dass es gestern passiert ist. Aber am Sonntagabend war es halt noch so, dass niemand befragt worden ist. Rüdi Vanbergen, Haley Dolwood und Ella Valentini. Ja, okay, nicht so schnell. Rüdi Vanbergen, Ella Bollwood. Nee, Ella Valentini. Ella Valentini. Das ist die Barchefin, die musste Geld abgeben und die hatte einen Countdown mit einer geladenen Waffe am Kopf. Und? Haley Dolwood. Haley Bollwood. Nein, das verstehe ich auch nicht. Warum sie? Ach, Dolwood. Okay. Mein Gott, welcher Knallkopf geht mir jetzt auf die Eier? Mein Gott, jetzt nicht. Wie die Schütze meldet sich aus dem Funkkreis ab. Okay, also check. Rüdi van Bergen, Ella Valentini und Haley Dolwood. Genau. Die sind am Sonntagabend zu mir, als ich das letzte Mal mit ihnen gesprochen habe. Sie wären immer noch nicht befragt worden zu dem Überfall. Und wir, also ich auch, aber meine Kollegen vor allem, haben viel dazu zu sagen, weil unter anderem, jetzt kommen wir wieder zu Brian Miller, er hat nach dem Vorfall mit meinen Arbeitskollegen zusammengestanden, 3 Anrufe getätigt und meinte dann so, ja, ich weiß, wer es ist. Das hat Brian Miller gesagt. Das hat Brian Miller gesagt. Im Beisein von Jakob Jevo, Malte Sörensen und Ella Valentini. Jakob was? Jakob Jevo. C-H-E-V-O wahrscheinlich oder so, ne? D-R-Z-E-W-O. Der ist Pole. D-R-Z? Ja, E-W-O. E-W-O, okay, zweiter Name war? Malte Sörensen. Malte Sörensen. Und Ella stand auch mit dabei, Ella Valentini. So, dann habe ich mit ihm kurz drüber gesprochen, dass, wenn es Freunde von ihm sind, die das wohl waren, will ich mit einem von denen unter 4 Augen sprechen. Beziehungsweise, ich möchte halt, dass er diese Info auch in der entsprechenden, Akte als Aussage zukommen lässt. Also, dass die Info halt im PD landet, damit er endlich mal ein bisschen weiterkommt in dem Fall. Und dann habe ich erst gehört, dass die Aussagen noch nicht mal aufgenommen worden sind von allen Beteiligten, die von meinen Mitarbeitern vor Ort waren. Es hieß dann irgendwie, ja, es wären sehr viele Leute am Pier gewesen. Ja, ist richtig, wir hatten ein Event an dem Abend. Aber diejenigen, die da gearbeitet haben und die Kohle abgeben müssen, weiß ich nicht. Es müsste doch Priorität haben, die zuerst zu befragen, weil sie am meisten davon betroffen waren. Und wir haben einiges an Info. Wir wissen die Farben der BMX-Räder. Wir wissen, dass bestimmte Leute schon seit 2-3 Wochen die ganze Zeit um den Pier rumcruisen. Wir haben vermutlich einen toten Briefkasten auf dem Pier und solche Sachen. Und das sollte halt alles endlich mal zur Sprache kommen und vielleicht könnt ihr da endlich mal die Aussagen aufnehmen. Hinweise. Also es ist halt so, wir haben ja die Grillstelle auf der äußeren Terrasse, kennst du ja, du warst ja auch schon mal da. Und der Grill hat 2 Servicewagen, rechts und links daneben stehen. Die sind, wenn wir den Grill nicht benutzen, natürlich leer. Aber er hat auch einen Schrank unten drunter. Da steht die Propanflasche drin. Normalerweise ist das nicht abgeschlossen, weil wer klaut schon so eine Gasflasche? 3, 6 hört, kommt. Aber wir haben halt gemerkt, dass immer wieder Leute auf dem Pier rumcruisen. Und zufällig genau. Check, 3, 6, 10, also mit den Rädern. Ich finde es immer geil, wenn die Leute alles so gut wissen und wieder wegfahren. Und sagen, wie man die Arbeit zu machen hat. Wo kommen die dann nicht selber hin? Dadurch, dass der Schrank nicht abgeschlossen ist, dass sie es eventuell als Totenbriefkasten benutzen. Und sie sind halt auffällig oft auf dem Pier mit ihren BMX-Rädern und mit einem schwarzen Speedo. Und immer, wenn sie einen von uns sehen, der Arbeitsklamotten trägt, rennen sie weg. Also sie hauen nicht einfach nur entspannt ab oder drehen um und gehen weg, sondern sie rennen weg. Funkspur ignorieren. Neulich erst passiert, dass die eine Dame, bei der wir vermuten, dass sie eventuell dabei gewesen sein könnte, weil sie halt ein hellgrünes BMX fährt und einer der Täter fuhr wohl ein hellgrünes BMX, laut einer meiner Mitarbeiter.
Die ist, war erst auf ihrem BMX-Rad auf dem Pier, ist wieder weggefahren, kam dann wieder in einem schwarzen Speedo, ist ausgestiegen, zur Terrasse geschlendert, hat dann gesehen, dass ich auf der hinteren Terrasse bin und ist weggerannt. In den Speedo eingestiegen und weggefahren. Also es ist halt schon auffälliges Verhalten von 2 bis 4 Leuten, die immer wieder mit BMX oder zu Fuß oder halt in diesem Speedo auf dem Pier auftauchen und das seit Wochen. Ja, und jetzt ist halt auch mal was passiert. Und wir vermuten, dass es dieselben Leute sind, weil halt die Farbe der Räder zum Beispiel dazu passt. Also ich habe jetzt mal so stichpunktartig versucht mitzukommen. Ja. Ja, ich kann das auch gerne nochmal hoch auf Ja, wenn du vorgeladen wirst, dann kannst du das ja nochmal machen. Mit den 2 Servicewagen etc. Das habe ich auch das aufgenommen. Und wenn die einen sehen, dass sie dann halt wegrennen, ihr habt die Farben der Bikes. Habt ihr auch ein Kennzeichen zu dem Speedo? Nee, leider nicht. Da war ich nicht schnell genug für. Also okay. Ich musste ja durch das Restaurant auf die hintere Terrasse gehen, um zu schauen, was sie tut. Und dann hat sie mich gesehen und ist direkt wieder nach vorne gerannt. Und das, da habe ich nicht mithalten können. Da, so schnell. Ja, verstehe ich. Oh, gut. Ja. Aber die Namen. Wir achten aber alle mittlerweile verstärkt darauf, wer auf den Pier kommt, was für Räder das sind, welche Farben. Bald musst du deinen Ausweis vorzeigen, wenn du den Pier betrittst. Ich schon komme. Es ist auch tatsächlich surprising. Wenn die mal da in diesem Servicewagen waren, ne? Ja. Seid ihr selber noch mal rangegangen und habt mal reingehockt in den Schrank? Ja, und am Sonntagabend, Poppy war auch mit dabei, er meinte, er hätte Klebereste gefunden. Meine Kollegin Ella, das ist unsere Barchefin, hat gesagt, sie putzt das mal, weil es könnte sein, dass das noch vom Manual ist, von dem Grill, dass wir den einfach an der Stelle nicht sauber gemacht haben, als wir den gekauft haben damals, dass das so da reingeklebt war, um halt zu schauen, ob im Laufe der nächsten 1 bis 2 Wochen wieder Klebereste drin sind. Verstehe ich. Ne? Deswegen will sie es erstmal putzen und dann, weil im Augenblick sind da ganz viele Fingerabdrücke dran, nämlich die von meinen Mitarbeitern und die von Sandys Diner Mitarbeitern, weil die auf einem Event auch bei uns schon am Grill gestanden haben. Was? Das Video hängt unter deinem Bett? Nicht im Ernst. Sorry. Ja. Wir hatten auch einen Vorfall, dass wir 3 Personen, unter anderem war diese eine Dame mit dabei, die saßen, ich glaube, das war letzten Dienstag, also genau eine Woche her, irgendwann zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens, ich weiß die genaue Zeit leider nicht mehr, auf der äußeren Treppe, also auf der großen Treppe, die hochführt zum, zur Zeche. Sind da halt mit BMX angefahren. Sie hat nur das Rad, aber sie war wohl scheinbar selber mal so ein Cruiser, so ein Damenrad halt. Wohl. Haben wir dann neben dem Grill geparkt, haben sich dann auf die Treppe gesetzt und dann ist wohl einer von denen dringend, also der mit dem Damenrad musste wohl dringend zur Toilette oder so, weil die waren ab da nur noch zu dritt. Und dann saßen die da, wir sind hingegangen, haben halt freundlich gesagt, sorry, wir haben heute Ruhetag, deswegen ist die Zeche geschlossen. Aber gerne wieder morgen ab 21 Uhr, bla bla. Und dann meinte der eine Typ, der da unten saß, ja, keine Sorge, wir sitzen hier nur, um Gras zu verkaufen. Und dann habe ich dann halt gesagt, ja, hör mal, dein Gras kannst du verkaufen, wo du willst, aber bitte nicht auf meinem Grund und Boden. Und diese Treppe gehört halt leider dazu, weil es ist meine Firma. Streife 6 für die Leitstelle gekommen. Und dann hat er halt so, aber wirklich so richtig künstlich gesagt... Aha, ja, ihre neue Erkennung ist jetzt also Streife so richtig, 1, komm. Du hast halt gemerkt, es war kein Streife 1 somit, Streife 1, und sie sind dann halt abgezogen, was kommt denn jetzt weil wir auf dem Parkplatz noch standen und gesprochen haben, also unter Kollegen. Aber solche Situationen gibt es wohl öfter mit denen. Und es sind immer dieselben 3 bis 4 Leute. Also sie haben euch nichts angeboten, ne, logischerweise. Nein, sie haben uns nichts angeboten. Ja, verstehe. Wann habt ihr mal auf? Immer, außer Dienstag, also Dienstag und Sonntag sind Ruhetage. Und dann ansonsten immer ab 21 Uhr. Bis circa 1 Uhr.
27 Uhr meldet den Funkkreis ab. Von 21 Uhr bis 1 Uhr. Ja, check. Was übrigens leider auch ein Problem ist, sind ja relativ wenige Streifen bei uns unterwegs sind. Es ist uns aufgefallen, dass Streifen nur noch auf dem Pier sind, weil Patty's Eis offen hat und die Kollegen sich dort ein Eis holen können. Also zu einer späteren Zeit, also zu unseren Zechenöffnungszeiten, wäre es schon sinnvoller, wenn wir da ein bisschen Präsenz hätten. Junge, dann hol dir das Security-Unternehmen. Moreno übernimmt vielleicht. Wie wäre es auch zusätzlich dann mit einem Security-Unternehmen, wenn sie das damit einbinden würden? Das würde ich sehr gern tun, wirklich sehr, sehr gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Okay. Ja, jetzt müssen die Cops wieder herhalten. Wir schreiben keine schwarzen Zahlen mehr seit kurz vor dem Sturm und strugglen zurzeit noch ein bisschen. Okay. Und wenn ich jetzt ein Security-Unternehmen für mehrere Wochen engagiere, kann ich die Firma bald an den Nagel hängen und da müssen wir halt aufschauen. Also wir haben jetzt interne Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Jeder Betrag über $400 wird sofort eingezahlt. Sie gehen zu zweit oder zu dritt zum Geldautomaten und nicht alleine. Niemand arbeitet mehr alleine in der Zeche und sobald irgendjemandem auffällt, dass sich dunkel gekleidete Leute auf BMX-Rädern nähern, wird sofort die Polizei verständigt und um eine Streife gebeten. Also das ist das, was wir im Augenblick tun. Und wir halten halt weiterhin die Augen offen nach den Leuten, die wir regelmäßig auf dem Pier sehen. Und versuchen halt alles, was irgendwie ungewöhnlich ist, zu melden. Weil die Sicherheitsunternehmen lassen sich ihre gute Arbeit halt auch gut bezahlen und Das wäre leider das Ende der Knussmann Corporation, wenn ich das jetzt verstärkt einsetzen würde. Okay. Das muss es ja dann auch nicht sein. Außerdem seid ihr direkt nebenan, ihr seid sehr schnell. Warum rufen denn heute so viele Leute an? Okay. Vermehrt Streifen. Streifen 12 aktiv. Palito Bay Richtung Stadtgebiet. Ja, ich bin gleich fertig. Alles gut. Okay. Okay, das habe ich. Wie gesagt, ich werde mich mal dran setzen und schauen, wer der Ansprechpartner ist für den Fall. Gerade wegen den Aussagenaufnahmen. Ich werde mit dem Herrn sprechen, mit dem Herrn Miller. Auch mit dem Chief. Ich habe am Samstag das erste Mal vom Überfall gehört, weil freitags bin ich ja nicht unterwegs. Ja. Und ich hatte da schon alle betroffenen Mitarbeiter gebeten, bitte macht euch Notizen von dem Vorfall, damit ihr die relativ frische Erinnerung festhalten könnt schriftlich und eine möglichst genaue Aussage machen könnt. Also ich hoffe, das haben auch alle gemacht. Ich werde erstmal kicken, wer dafür verantwortlich ist. Mhm. Na, und dann Streife 1. Ja, also ich habe auch gehört, dass viel los war am Abend in der Stadt. Da offenbar auch jemand angetroffen wurde. Haben mir die Kollegen dann noch erzählt, aber ja, keine Ahnung. Mehrere Tage Leute hängen lassen ist halt schon ungeschickt. Und daran arbeiten wir jetzt. Ja. Ja? Okay. Können wir noch was für dich tun, Kate? Nee, das war's. Also öfter mal eine Streife zu später Stunde vorbeischicken wäre echt cool. Dann sehen die Kollegen, dass es auch was bringt, wenn man sich direkt mit euch auseinandersetzt und die Leute beruhigen und so haben wir es geschafft bei uns im Team, das kriegen wir schon hin. Und was jetzt die Sicherheit angeht, daran arbeiten wir halt erstmal so mit den vorläufigen Maßnahmen. Wenn es dann irgendwann nicht anders geht, dann ist klar, dann muss ich irgendwie Meriwether oder SecureSurf hinzuziehen, aber solange ich es verhindern kann, muss ich halt auch noch darauf achten, dass noch eine Firma da ist, in der die Leute arbeiten können, die ich da beschützen will, ne? Okay, erstmal nichts. Das war alles. Jetzt habe ich mal alles von der Seele geredet. Ich habe irgendwie alles mitgeschrieben. Das ist schön. Ja. Steht hier jetzt eigentlich noch Ene?
Natürlich, ich bin 70, komm. Mit der Sprechstunde oder was? Natürlich, komm. Ja, schicken Sie einen Personal nach oben, damit die Dame abgeholt werden kann, komm. Ja, check. Ende. Du wirst jetzt abgeholt. Sehr schön. Okay. Ja. Danke für eure Zeit und. Ja, nicht dafür, Mensch. Sorry, dass es so viel ist. Pass auf dich auf. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja, besser ist auch. Mhm. Ja, sonst gibt es nämlich Ärger. Weißt du, ne? Ja, nee, nicht nur ja, sondern ist so. Verstehst du? Ja, ist okay. Ja, besser ist auch. Ja. Wie gesagt, ich werde mich darum kümmern. Ja, danke dir. Und werde auch mit dem Typen sprechen. Achso, und auch mit demjenigen, der die Akte führt, dass diesen Namen da. Wurde ich jetzt angefangen? Weiß ich nicht, glaub. 10-3? Die 74 für die 09 kommen. Ja, komm. Auf welche Etage befinden Sie sich, komm? 3, komm. Komm. Direkt nur eine Rente, ich suche dich. Hä, sag mal. Okay, wir was beide. Das war an der 3 nicht so verstehen. Ah, da, ah. Da. Das ist meine Abholung. Also das ist Ihre Abholung. Ja. Ja. Okay. Hier, Elvis Presley. Ja. Hm? Okay, ich gehe mit Elvis. Genau. Und ihr macht euren, hier, macht euren Job. Ey. Ja, machen wir. Kriegen wir hin. Ja. Alles klärchen. Anni, war die Friseurin schon da? Es ist ein Herr, ich rufe ihn gerne an. Genau. Ja, nimmst du jetzt die Dame mit runter? Ja, ja, ich dachte die Friseurin, aber ja, die Miss Kane nehme ich auch mit runter. Ja, klasse. Bis dann. Okay. Sofort. Wenn es Gerald ist, liebe Grüße, den kenne ich auch. Genau, der ist es, ja. Herr Moreno! Frau Marschall! Warum habe ich Sie jetzt Moreno eingespeichert? Was ist denn los? Weiß ich nicht! Machen Sie das weg! Entschuldigung, nee. Das war jetzt. Na, passen Sie auf! Wie? Okay. Der Friseur ist da und wartet unten bei der Kaffeemaschine auf der Couch. Okay, check, wir kommen runter. Welche Kaffeemaschine und welche Couch? Pressebereich oder Foyer? Na, vorne bei der Leitstelle! Ja, okay. check, wir kommen runter. Passt, wunderbar. Ab geht's, tschüss. Brian, dein Bart wird frisiert. Ja, toll, ich freue mich. Wieso mache ich das eigentlich? Warte mal. Für den guten Zweck. Ich bezahle einfach 2000 Nein, Bar, nein, ist doch viel lustiger, wenn jeder rumrennt hat wie... Ah, warte mal, hat Walter einen? Ja. Hat er wirklich? Sieht scheiße aus. Soll ich mir eine neue Frisur machen? Na, nee. Frisur ist cool. Okay, mit diesem Porno-Balken, Alter. 3, 1, 24, Helpingham. Wir müssen gleich trotzdem reden, ne? Ja, machen wir. Ich bin nämlich ein bisschen irritiert von diesem Gespräch. Ich auch. Und ich sehe gar nicht mehr durch. Nee. Also doch, ich sehe schon durch, aber... Ja. I don't know. Es macht vieles keinen Sinn so. Ja, nicht nur Sinn, sondern... Oh, ich habe schon wieder Durst. Ey, hast du was zu trinken? Ich habe ganz viel für dich zu trinken, aber warte, erst fahren wir runter, okay? Okay. Check. Bing, bang, bang. Juhu. Gerald. Hallöchen. Hallo. Was geht ab? Ja, dann komm mal mit hier. Lass mir hier Drinks, ne? Oh, danke, Mann. Ja, hat deine Frau organisiert gestern Abend noch. Giselle. Jawohl. Ja, Gerald, dann Ja, dann. Komm mal mit. Die 66 mit einer kurzen Info. Alle Kollegen, die sich jetzt den Bart rasieren lassen möchten, bitte einmal auf Etage 3. 66, Ende. Warten Sie kurz eine Minute. Ja. Ich muss mich ja zum Glück nicht rasieren lassen, ja? Nein. Also darf ich das überhaupt machen? Kurz die Frisur hochmachen lassen von Ihnen? Ja, auf geht's. Ich meine, okay, die lassen sich alle rasieren, ey. Ja, kommen Sie, dann mach ich's kurz als erstes. Wo denn, Honey? Ja, hier, oder? Hier auf den Stühlen. Hier, oder was? Ja, hier. Ach du fein, Alter. Nee. Deswegen nochmal Entschuldigung wegen vorhin. Das war nicht gewollt. Hä? Wo ich sie aussehen geduzt habe, meinte ich. Ja, geht gar nicht. Ja. Nee, geht auch gar nicht. Rein. Also ganz kurz, bei mir wäre das tatsächlich was Privates, Sir. Könnten Sie kurz bei mir diese Undercut-Frisur wieder hochstylen? Das geht wirklich schnell. Glaube ich. Ja, könnte ich machen. Weil ich habe von 6 Officer, mit alles. 7 Officer mit gesagt bekommen, dass es scheiße aussieht. Ja, das sieht aus wie ein Toupet. Das liegt aber am Gesicht. Dudi? Ja, danke schön. Weißt du, was richtig lustig aussehen wird? Hä? Gleich der Bart bei dir. Jo, dann, Also das ist wirklich nur diese Undercut, Ich habe Angst. Dann setzen Sie sich mal. Alles klar. Junge, mein Aussehen ist mir heilig, ja? Und dann kommt Walter weiß mit so einer Idee. Aber wisst ihr was? Scheiß drauf, wenn wir dafür für einen guten Zweck, ne?
Eben drum. Und er sieht ja genauso aus. Eben drum. Aber die 1000 oder 2000 Dollar, die du da sowieso spenden möchtest, kannst du auch natürlich reinhauen, ne? Ist ja gar kein Problem. Nein, natürlich. Ich habe auch schon 1000 für den Firetruck gespendet. Hat überhaupt noch wer für den Firetruck gespendet? Ja. Ich habe leider kein Geld. Echt? Es haben Leute da Geld hingespendet, ja. Sogar die Zivilistin habe ich dazu gedrängt. Ja, cool. Hallöchen. Hallöchen, was geht ab? Ach ja, dies und das. Viel zu tun immer. Daily Business. Ja, richtig, richtig. Mit dir? Ja, außer dass ich gerade alle meine Fahrzeuge irgendwie suche, ist eigentlich alles ganz schnieke. Ich habe ein Fahrrad, was Platten hat, aber das bringt mir gerade nie viel. Mein Roller ist weg, mein Auto ist weg. Keine Ahnung, wo es ist. Schon mal im Flughafen geguckt? Bei der Garage? Ich weiß schon, wo du meinst. Das Problem ist, ja, ich muss ja erstmal dahin kommen. Das ist halt so eine Sache. Ich habe eine Vermutung, wo es sein könnte. Sagen wir es mal so. Aber mein Roller ist. Hinkommen. Ja, naja, gut, da habe ich jetzt Gott sei Dank Downtown Cap erreicht. Mhm. Das Taxi ging gar keiner ran, obwohl die Leitstelle besetzt ist. Okay. Ja, Downtown Cap dauert ein bisschen, weil er gerade irgendwie unterwegs ist Richtung Sandy Shores. Ja, von daher. Ja, bin wieder, also ich bin da und alle Fahrzeuge weg. Ist geil. Hat was. Naja, da fühlt man sich so wieder so frisch eingereist und so weiter. Ja, ja, alles muss man laufen. Ich habe nichts, aber ich bin hier. Ja, genau. Ich habe alles oder auch nichts. Ja, genau. Du im Dienst, oder? Ja, klar, immer. Immer, allzeit halt bereit. Richtig. Kannst du mal gucken, ob du irgendwo mein Auto findest oder so. Ich kontrolliere jetzt einfach jedes Kennzeichen. Also eine Kollegin hatte angerufen oder hatte mich versucht zu erreichen und ich habe gerade zurückgerufen, die meinte, es steht irgendwo in Vinewood. Wir sind ja jetzt auf Vinewood Gardens eingezogen. Und da ja, hat das Auto. Ja, hallo, Nachbarin. Ach, echt? Okay. Krass, okay. Ja, schön. Und ich hatte das im Prinzip, wenn du vor Vinewood Garden stehst, links die Straße, die quasi hochgeht, dort hat sich stehen. Jetzt ist es nicht mehr da. Jetzt ist es nicht mehr da. Frage, warum 04 in ihre Ich weiß aber auch nicht genau, wo es steht. Kollegin meinte nur irgendwie, ja, irgendwo in Vinewood. Ich so, ja, Vinewood ist ja auch besonders klein, ne? Ja, ist ein Traum, ich sag's dir. Aber sonst, wie geht's dir so? Ja, also so an sich geht's mir gut. Es hat immer viel zu tun, ein bisschen stressig so, aber ja. Lieber so, als wenn man vor Langeweile stirbt, ne? Nee, ist richtig. Ja, ich muss mal schauen. Wird demnächst dann auch wieder also so richtig anfangen und Katalog und was weiß ich nicht alles. Und dann schauen wir mal. Für die Sachen. Ja, können wir ja gerne machen. Ja, können wir gerne machen, ist ja kein Problem. Jetzt bin ich immer so lange wach, aber die Tage wieder. Na, wir können ja mal schauen, wie sieht es bei dir Richtung Wochenende aus? Bist du da irgendwie mal auch Vormittag oder Mittag irgendwie mal erreichbar? Ja, das kriege ich hin. Ja? Ja. Dann müssen wir mal gucken. Perfekt. Müssen wir da einfach mal schauen. Ja. Ja, cool. Ins Auge mal. Ja, ist längst überfällig. Das ist richtig. Ist längst überfällig. Das ist richtig. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Nee, bestimmt 3-4 Wochen. Ja, kommt hin. Zeit vergeht. Heftig. Ja, sehr, sehr schnell. Krasser Alter. Scheiß. Ja. Ja. Na gut. Goodie. Alles Klärchen. Dann lass dir gut gehen. Du lass dich nicht ärgern. Nee, ach, ich ärgere die Leute. Schubs. Ja. Achso, ja, da kannst du ja schubsen. Genau. Aber nicht so doll, weil es könnte ja jemand Joghurt im Beutel haben, ne? Ja, muss man ja mal vorsichtig sein. Ja, das darf nicht sein. Der Joghurt muss ganz lernen. Ja, genau, das ist wichtig. Alles Klärchen. Mach's gut, Rachel, ja? Pass auf dich auf. Ja, du, ne? Auch. Du auch. Ciao. Tschüss. Ich bin voll stolz auf meinen neuen Bart. Ja, schick sie dir aus. Hallo, Hanni. Süß. du erinnerst mich an irgendwen, Gamble. Ich weiß auch nicht. Entschuldigung. Auf jeden Fall jemanden, der was mit Panzern zu tun hat. Panzer. Ja, ein bisschen, ne? So. Wie viel kriegst du eigentlich dafür für den? Das PD bezahlt. Echt geil. Aber denk dran, ne, Anfahrt und so, alles wieder schön drauf rechnen.
Okay, mach ich. Perfekt. Ich warte auf die Rechnungen. Ich überweise dann. Ja. Und wir sehen uns ja dann in einer halben Stunde. Genau, in einer halben Stunde. Hast du dir schon vor, also hast du schon Überlegungen gemacht, welche Farbe oder? Ich glaube einfach wieder ein schönes Blond und nicht dieses also ich glaube eher Mischmasch. So einen leichten Pink-Touch. Mhm. Magst du mitkommen, sollen wir die rosa Haare machen? Nee, dir. Dir würde das bestimmt mega stehen bei deinen schönen Augen und so. Ich hatte mal rosa Haare, dann wurde ich dafür gemobbt. Ui. Kannst du mal? Brian! Nein! Was denn? Ich hab keine Stielaugen, du Arsch! Hast du auch einen. Jetzt. Nein, hast du nicht. Ist schon okay. Du hast keine Stielaugen. Ich hau dich! Nein. Ich hau dich! Nein! Doch! Darf ich? Einmal? Okay. Alter! Ich hab keine Stielaugen, okay? Machen wir jetzt diesen. Wingardium Leviosa. Du musst schon zaubern. Aber ich habe es auch verdient, weil ich sie immer mobbe wegen ihren Augen. Ist so. So, nee, jetzt gucke ich noch ein bisschen strenger. Ich hebe mal meine Brille auf. Ich habe ja hier schon ein Abonnement für die Brille. Ach, deswegen bist du so dringend zu Mr. Glasses. Ja, ich muss dringend zu Mr. Glass. Weil deine Rahmen alle verzogen sind. Ja, richtig. So, Gerald. Ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? So richtig heftig die Haare wehen lassen. So, draußen, wenn es leicht windig ist, machst du. Und wehst du einmal im Haar, im Wind. Okay. Aber mit diesen Soundeffekten, okay? Dieses. Also genau. Wenn es so weitergeht, Gerald, müssen wir 3/4 draus machen. Also Viertel vor 10. Ja, alles gut. Rufst du mich einfach nochmal an, ja? Ja, perfekt, perfekt. Bleibst du einfach auf Abruf. Ja. Ich hab noch andere Termine zwischen. Ja, alles gut, alles gut. Super, dann sehen wir uns später. Perfekt. Du, die nimmst du ihn wieder mit runter? Ich nehme ihn runter, komm, wir gehen hier rein. Vielen Dank. Jo, danke dir. Tschüsschen. So, gehen wir wieder in mein Büro. So. Ja. Gehen wir in dein Büro. Ja. Und wenn du mich nochmal vor jemanden schlägst, ne? Ja. Dann verprügel ich dich wirklich mit dem Schlagstock. Wenn du nochmal den Tür vor mir zumachst, dann ist recht. Streife 1, aktiv. Das habe ich vom Chief gelernt. Luis. Ich bin immer noch im Gespräch. Irgendwann mal Viertel Stunde. Ich finde Viertel und Dreiviertel jetzt auch nicht schlimm, ne? Würdest du sonst in Feierabend gehen oder was? Check. Ja, aber vor und nach kannst du dir sparen. Okay. Wir kommen hoch auf Etage 3. Warte kurz hier vor der Tür, ja? 3/4. Bis gleich. Ciao. Oh Mann. Also. Yes. Punkt 1. Yes. Ich habe keine Ahnung, was jetzt dieses Gespräch bringen sollte, ja? Ja, gar nichts. Weil dann soll sie doch eine Beschwerde schreiben und dann landet ihr beim Chef. Den Punkt verstehe ich nicht. Wir sollen ihm auf die Hände hauen, aber beschweren will sie sich nicht. Ja, dann entscheide ich. Was ich aber nicht ganz verstehe, ist, dass sie hier fast eine vollständige Aussage macht zu irgendwas. Ja. Vor allem, sie machen Fahrtraining und sowas. Ja, ich mache auch immer Fahrtraining in meiner Freizeit. Mache ich tatsächlich auch. Und sie haben ein Businessgespräch gehabt mit jemandem aus Rancho. Ja. Und sie hat gesagt. Sie hat Rap gesagt, diese ganze Rap-Kacke. Aber der ist bei der CEO von Rancho Records. Nee, sie hat wirklich Pop-Kacke gesagt. Das hat sie wirklich. Ich habe Rap verstanden. Nee. Auf jeden Rock Fall und die ganze Pop-Scheiße. Das war. Ist häufig gefallen. Der ist nämlich auch von dem Brian Miller gefallen, der Name. Mhm. Und zwar hat die nämlich sehr, sehr viele Kontakte in die Southside. Mhm. Und zwar auch mit einem CJ Broker hat sie zusammen eine Firma. Weißt du, wer das ist, CJ Broker? Nee. Das ist der Typ, den ich da letztens in der Zelle angeschrien habe. Ach. Okay, interessant.
Dann verstehe ich nicht ganz, warum sie mir das erzählt, von wegen den Aussagen machen. Dann sollen die ihren Kadaver ans LSPD begeben. Das verstehe ich halt auch nicht. Wenn sie was sagen wollen, dann bewegt doch euren Arsch hierher und wartet nicht die ganze Zeit. Was ich aber schwierig finde, ist die Aussage mit Brian Miller, dass er gesagt hat, er weiß, wer das war. Mhm. Da stimme ich ihr zu. Ja. Aber das hat eher was damit zu tun, dass er einfach nicht die Fresse halten kann. Was ich dann nicht verstehe, ist... Ich weiß nicht, was die ganzen wissen, Decken die Farben haben der da Alter, ich breche gleich ins Essen. P, ist ja schön, dass du auch mal deinen Kadaver rausbewegst. Gehst du jetzt etwa arbeiten? Wo ist das Auto? Nein. Und übrigens... Ja? Willst du mich verarschen? Als die Ohren leiden mussten, was war da? Mussten die Ohren leiden? Das Fahrzeug stand vorher nicht in der Garage. Und wieso... Und wieso warst du heute nicht beim Training? Wieso meldest du dich 10 Minuten vor Training ab? Was ist denn da los? So ein faules Stück. Ey, du bist ein richtig faules Stück. Da hat Hanni schon recht. Dafür muss sie gleich mit mir zum Friseur. Dafür musst du gleich mit Hanni zum Friseur. Und deine Haare werden geschnitten. Wir kleben ihren Bart an. Du kriegst einen Bart. Ja, du hast schon richtig verstanden. Du rasierst ja jeden Tag deinen Männerbart ab, ne? Jetzt bleibt er stehen. Ja, und der bleibt jetzt einfach stehen. Ja, perfekt. Hä, ja, wieso? Aber ich sag das immer nicht. Das hat damit nichts zu tun, Fett. Ist so ganz auf jeden Fall, geh mal arbeiten. Und du wirst mich in einem völlig neuen Glanz sehen. Er sah nie schlimmer aus, ja, was? Sprechen. Ja, richtig. Alle wollen mit mir sprechen. Mhm. Ja, alle wollen mit mir sprechen. Ich bin, glaube ich, hier gerade der wichtigste Mann auf diesem Planeten. Aber komm erstmal zum LSPD. Ich bin auf Etage 3. Bis dann. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, mit Bullet. Mit diesen BMX. Die wissen, die Fahrräder BMX. Ja, wunderbar. Hier gibt es so viele BMX-Bikes, es gibt. Ja, zwei. Also das ist komplett gar nicht verwertbar. Nee. Und auch, dass die Leute halt bei Sicht wegrennen. Ja, schön. Was sollen wir dagegen machen? Nur weil die wegrennen? Die haben ja noch nichts gemacht, was in irgendeiner Form... gegen irgendein Recht verstoßen würde, weißt du? Mhm. Aber weißt du, was ich ganz lustig fand? Nee. Ist, dass sie gesagt hat, dass sich Knussmann das nicht leisten kann, ein Sicherheitsunternehmen einzustellen. Ja, und deswegen sollen wir da jetzt Streife fahren. Ja, nur weil sie mit der Firma nicht wirtschaftet, muss das LSPD oder soll das LSPD da Streife fahren? Also ganz ehrlich, sehe ich nicht ein. Ja, weißt du, was ich mir da denke? Selber schuld. Nee, Buchprüfung. Wir können ja über... Ich weiß nicht, ob wir das noch können oder ob das nur die Staatsanwaltschaft machen kann. Weiß aber dann machen wir eine Buchprüfung. Aber was mir halt auffällt, ist ja die Thematik mit den Streifen. Dass sie angeblich nur zu Paddys Eis fahren, sich da Eis holen und ansonsten nicht da sind. Und Kane hat am schwarzen Brett ja extra nochmal was hingeschrieben. Mhm. Hast du es gelesen? Das ist, glaube ich, schon eine Weile her, oder? Am 10.10. Am 10.10. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, wieso fährt da keine Streife lang oder wie sieht's aus? Ich meine, die letzten Abende war halt auch viel andere Scheiße los. Ja, ja, ja. Da ist es natürlich schwierig, ne? Ja. Verstehe ich. Nichtsdestotrotz weiß ich halt nicht, was dieses Gespräch jetzt bewirken soll. Gar nichts. Also es hat keinen Sinn gehabt. Und ich weiß nicht, ich fand auch so die Art irgendwie, ich weiß nicht, es war so, als wenn sie sich für so viele Dinge rechtfertigt, obwohl sie es ja gar nicht gemacht hat. Ja, vor allem, sie hat irgendwas erzählt, was überhaupt nicht mit dem Ding in Zusammenhang steht. Es war halt viel von allem, aber nichts Relevantes. Ich weiß auch nicht, es war irgendwie... Ganz, ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wie viel Glauben man ihr da schenken kann, ob sie ihn da nicht einfach ein bisschen pisst ist, dass der Miller jetzt irgendwie weg ist von ihr. Das weiß ich eben auch nicht. Weil ich verstehe halt auch nicht, warum kommt sie jetzt... Ja, und vor allem, ich verstehe halt nicht, jetzt kommt sie hierher, um ihn hier schlecht zu machen, oder
Was ist Ihre Mission? Ja, das weiß ich eben nicht. Und ich habe auch gesagt, wir sprechen mit dem Chief drüber. Wir werden ihm das so, ne? Wir werden Weil das er so hatte geben. Uns auch schon gesagt im Bewerbungsgespräch, dass es sich da jetzt nicht so komplett wohl gefühlt hat. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber das wirft ja dann auch, das kann ja auch sein, dass er den jetzt auswischen will. Mhm. Kann ja natürlich auch sein. Wir müssen ja beide Seiten der Medaille sehen. Aber was ich halt, irgendwie komme ich da nicht ganz zurecht. Die üben Fahrtraining auf einem Parkplatz? Ja. Warum? Ja, das mache ich auch jeden Abend. 79 Funkcheck. Einfach jetzt in Funk, du Faule. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ja? Und vor allem, nur, sie haben jemanden, der schlecht Auto fährt. Ja, dann fährt er halt kein Auto. Also. Das verstehe ich auch nicht, dass sie die ganze Zeit gemeint hat, so ja, und die wollen alle mal in Sugoi fahren. So, hä, ja. Und entweder du lässt sie oder halt nicht. Deswegen brauchen die doch kein Fahrtraining absolvieren. Ich meine, einen Führerschein haben sie. Was will sie denn noch mehr? Und was ich halt nicht verstehe, ist, sie redet die ganze Zeit über BMX-Fahrer und mit einem Speedo. Ja. Ja. Da komme ich sogar mit meinem Fahrrad im besten Falle weg. Mhm. Ja. Oder wenn halt mich Leute auf dem BMX verfolgen, dann brauche ich kein Fahrtraining. Nö. Also, I don't know. Definitiv nicht. Verstehe ich nicht. Mhm. So, jetzt müssen wir erstmal mit Harper sprechen. Der hat wichtige Dinge angeblich, okay, wegen Kollegen. Nur, okay, dass du Bescheid weißt, ja? Wichtige Dinge wegen Kollegen. Ja, ja. Die kacken sich wohl alle gegenseitig an oder sowas. Soll ich hier bleiben? Pff, von mir aus, ich muss mir irgendwie Wurst. Komm rein, aber. Und das schließe ich in meinem Büro. Hi. Jo, gut. Dann beginnen wir mit dem... Okay, Hopper, guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Wie geht's Ihnen? Ja, schön, Sie mal kurz an den Nuggets. Ich muss mich erstmal ordnen. Bitte, komm. Das hier habe ich, das hier habe ich. Harper stimmt direkt nach vorne. Was ist das hier? Kieran. Das packen wir mal auf den Haufen hier zusammen. Das packen wir hier zusammen. Zack. So, Mr. Harper, dann schießen Sie doch mal los. Ja, ich bekam gestern schon wieder eine Beschwerde über bestimmte Officer. Ja, über wen? Das waren unter anderem Maximus. Nee, nicht Maximus, gar nicht wahr. Warcar. Zuerst. Zuerst aus Warcar gewesen. Dass er mit einem Streifenwagen auf Streife gefahren ist, was er eigentlich theoretisch nicht erfahren dürfen. Ihm ist so hinterhergegangen, was da genau gewesen ist. Es geht um einen Fugitive. Wir haben uns mit Anderson damals entschieden, das wegzuparken. Mit Kukum in diese Mission OPD. Weil Silver und Walker das geholt. Fahrzeug wortwörtlich versteckt haben, um auf Streife zu fahren. Jetzt wurde letztens, also wahrscheinlich sogar gestern, das Fahrzeug zum Vespucci geholt. Für die Leitstelle kommen? Niemand hat einen Plan, warum. Korrigieren und abfüllen. Weiß, willst du kommen? Ihr Termin ist da. Ein Termin? Du hast einen Termin, ja. Check. Ich bin gleich unten gekommen. Ich hab keinen Termin. Ja doch, jetzt hast du einen. Schon. Okay, gut, so funktioniert also. Genau. Das Fahrzeug ist auf ungleiche Weise wie der PD, mit einem Vespucci-PD. Gut. Ich habe mich schon mit, warum es drum steht. Ich meine, ich habe dann mit Maximus, Maximus gesprochen. Walker, was habe ich gewesen? Walker oder Maximus, ich bin mir gerade nicht selbst mehr so sicher. Und die haben mir gesagt, der Dupont hat sie gefahren. Okay. Also, okay, gut. Dann rufe ich mir den Herrn Dupont an. Ich rufe Dupont an und sage, er fährt keinen Markt, Fugitive. Er fährt nur an Markt, hat mir gesagt. Mehr nicht. Gut. Dann fahre ich fort. Dann erfahre ich, wie durch den Herrn Barton, der auch Mitglied des Vorbankmanagements ist, dass der Herr Kukum auf ihn zukam und er beobachten konnte, wie der Herr Walker die ganze Zeit in der Garage stand, bis der Herr vom ACLS den Fugitive repariert hat und hat sich dann sofort in den Streifenwagen reingeschmissen und sind mit auf Streife gefahren, was eigentlich nicht erlaubt gewesen ist. Und immer noch nicht erlaubt ist. Ja, also ich habe keinen Plan, was da wirklich genau abgeht.
Das Ding ist halt, diese zwei Personen, Silver und Walker, fallen in diesen Fällen. Also jetzt kommen sie mit einem neuen Beitragnamen. Wer ist denn jetzt derjenige gewesen? Also auf jeden Fall Walker. Ja, den Namen habe ich. Wie kommen jetzt Silver in das ganze Spiel rein? Ich habe Silver war auch Jochen da vorne, muss ich mal warten nachfragen, aber auf jeden Fall ist Walker. Und das Ding ist halt, dass Walker in solchen Fällen extremst oft auffällt, und wenn nicht sogar am meisten. Warte mal ganz kurz. Jo. Hey, komm mal mit rein. Okay. Hör dir das einfach nur mit an, ja? Ja. Okay. Wir haben jetzt kommuniziert, das Fahrzeug wird nicht bewegt. ich habe sogar mit denen persönlich gesprochen, dass wegen solchen Sachen, die abgezogen haben, sogar der Führerschiff erstmal gesperrt ist für die ganzen Officer im Westport GPD. Und die haben sie trotzdem auf den Streifweg gefahren. Also. Ist der gesperrt? Jein, so halbwegs. Also es war geklärt mit Kuku und mit Anderson, dass es auf Streifenfahrt erstmal nicht sein sollte, wenn sich Leute da die Streifenbank verstecken und sich darum fast prügeln. Um was geht's? Es geht um einen Fugitive. Walker, der geiert wohl immer auf den Fugitive und laut Dienstanweisung darf er den wohl nicht fahren. Dienstanweisung ist es nicht. Es war ein mündlicher Aufruf, was eigentlich auch einmal gesagt wurde. Nein, aber du hast doch gesagt, den er nicht fahren darf. Ja, ich weiß von dieser Regelung gar nichts. Ich weiß davon auch nichts. Ja gut, ich habe es mit Anderson angesprochen. Ne? So, was danach kommt, ist halt... Weil, der kann ja drei Wochen dieses Auto miteinander abspricht, putzen. Das ist ja erstmal irrelevant, aber wie ist es in der Dienstanweisung geregelt? Aktiv bestellen. In der Dienstanweisung steht darüber nichts drauf. Jack. Ja gut, weil ja doch, die Regelung ist ja, es muss ja eine Regelung geben für die Fahrzeuge. Treffe zu, wieder aktiv habe. Du hast Zugriff auf das und das Fahrzeug, du hast Zugriff auf das und das Fahrzeug. Officer 2 haben Zugriff auf Fugitive. Genau, das steht in dieser Weise so drauf. Nur so wurde damals wirklich gesagt, dass Fahrzeuge in anderen Departments stehen, nicht bewegt werden dürfen und sollten. Ja richtig, wenn die im Mission Row PD stehen, so schlimm, dann bleiben die im Mission Row PD und werden nicht abgeholt. Genau. Und der Fugitive ist wo positioniert? Der war im Mission Row PD positioniert und wurde zum Mission PD geholt und damit wurde nach auf Streife gefahren. Ja, dann ist es doch eindeutig. Also, das steht ja hier in deinem Blatt drin, oder nicht? Papa? Hi. Du hast das hier doch so super geordnet. Ich hab keinen Bock mehr, richtig. Wo ist denn das hier? Fühle ich. So, Fugitive. Männer haben das richtige, für Frauen sind die vertauscht. Fugitive drin, also. Ja, die Bataktion an sich ist auch super witzig. Anmark, auch welche Kreise das jetzt zieht. Ja, das ist Anmark, alles gut, das ist Anmark. Und hier ist auch der andere, der Police. Mir gefällt der Brei mit seinem Bart. Was? Mir gefällt der Brei mit seinem Bart. Ach du Scheiße, ich seh's jetzt erst. Also. Steht ihm, oder? Ja. Was zum Fick, Alter? Ihr müsst auch ein. Wie sieht das denn aus? Das ist der Pornobalken. Der Pornobalken. Den trägt jetzt fast jeder hier. Schamhaarstrich. Ja, richtig. Du schiebst mich hier irgendwie ein bisschen von meinem Sessel, du Gör. Wollt ihr doch nur entspannt sitzen. Den Feier abwarten. Meine Fresse, heilige Ravio, sieht ja aus wie Durchfall. Ich meine, okay, ich würde ihn so immer noch vögeln, aber ich hoffe, ich kann das Gesicht Huch, hoffentlich gibt's noch ein paar Papiertüten. Treffe 4, Angst, Weinwut. Wie geht es dir? Ja, gut, und dir? Dir geht's wunderbar. Ey, runter von diesem Stuhl hier. Mit deinen schmutzigen Schuhen. So, ein Luder. Ach ja. So, es gibt Verfolgung um 22.45 Uhr. Ja, ich bin gleich weg. 22.45 Uhr, ja, mir egal. Ja. Nein, scheiße, ich hab mich verschrieben. 21.45 Uhr. Ich gehe jetzt gleich nach Hause, dann wartet da der Friseur auf mich und färbt mir meine Haare wieder in ein schöneres Blond. Hoffentlich. Das Blond ist auch ganz hübsch. Nee, ich mag das nicht so. Magst du nicht so? Nee. Hey, mach die auch weiß, dann sind wir Zwillingsschwester. Soll ich... Wobei das rummachen ist ein bisschen komisch. Ja, das wäre ganz komisch. Soll ich fragen, ob er ein Bild mit mir machen kann mit so einer weißen Perücke? Mhm. Dann schicke ich es dir. Ah, lieb von dir. Ach, ich muss auch noch 1 Million Bilder schicken.
Ist das so? Die armen Rekruten, die haben richtig Angst vor mir, habe ich das Gefühl. Ja, besser ist es. Also, immerhin bist du der kasachische Teddybär. Ja, ich werde nie wieder laufen, ne? Nee. Verspricht man sich einmal im Leben, ne? Aber es war gut. Hat Kollegen abgeliefert in Grapeseed. Hat mir sehr gefallen. Ab Grapeseed Richtung Norden. Check. So ungewohnt, Büschler so viel Funken zu hören. Das ist tatsächlich, ja, normalerweise weiß man ja nie, was er gerade tut. Ja. Welche Unfälle er gerade baut. Ich bin genau einmal mit ihm auf Streife gefahren und das hat für mich im MD geendet. Streife 12 nun wieder aktiv. Das ist aber ja. Sagt der Spiel aus. Mhm. Wieso sind wir eigentlich alle im Schiefbrock, weil wir eigentlich alle nicht... Weil das mein Büro ist. Weil dein Büro ist zwei... Ich teile mir ganz offiziell dieses Büro mit dem Chief. Okay. Ich wollte ein eigenes und er so, ja, aber ich dachte, wir teilen uns das wieder. Ich so, ja, okay, dann machen wir das. Dann können wir machen, also ja. Ja, ne? Ich bin wichtig. So schlimm wie Maximus? Wie soll ich? Nee. Der hat ernsthaft keinen Bart mehr, ne? Ich bin's geworden. Doch, er hat einen Bart. Ja, aber nicht. Sie hat ein Oberlippbärtchen. Er hat die Flugbahn. Die Landebahn hat der oben. Ja. Ne? Ja. Das ist richtig. Aber trägt er auch nur für einen Monat. Einen Monat. Ja. Den Lohner nimmt sich mit einer Information. 21.45 findet das Modul Verfolgung auf der Minus 1. Ich hab diese Stimme gerade doppelt im Kopf. 79 Ende. Ja, glaub ich Ihnen. Mein Beileid. kurze Frage. Wenn Easy Credit ein Fahrzeug abbezahlt worden ist, ja, reicht es dann, wenn wir Easy Credit anrufen und telefonisch es bestätigen lassen? Oder müssen die bei einer Ummeldung da sein? Ich würde es mir telefonisch bestätigen lassen und fertig. Okay, alles klar. Okay, gut. Aber ist Bescheid, ich danke. Jo, ciao, ciao. Ach ja. McGarrett hat mich gerade bemitleidet, dafür, dass ich deine Stimme gerade zweimal gehört habe. Wieso bemitleidet? Ist da... Ich rufe den jetzt an, das kann doch nicht wahr sein. Bemitleidet, meine Stimme ist... Engelsgleich. Deswegen auch die weißen Haare, weil du direkt aus dem Himmel kommst. Du bist durch eine Wolke gefallen. Ja, mein Beileid. McGarrett! Sie haben die Frau Marshall, Sergeant Marshall, PD66, bemitleidet, dass sie meine Stimme doppelt gehört hat. Aufs Maul. Das war nur ein Spaß, das hoffe ich für Sie. Das fliegen Sie schneller von Etage 6, als Sie gucken können. Sie haben gelacht. Ja, ja, Ihr Lochen wird Ihnen noch schneller vergehen, als Sie gucken können. Ich sag's Ihnen, ne? Passen Sie Ihr auf. Ihr Lochen? Lachen. Ich glaube, der fühlt sich jetzt wirklich bedroht, obwohl das eigentlich nur Spaß von mir war. Ruf an und sag nur so, haha. Hab ich vorhin mit Wood gemacht. Das war nur ein Joke. Hahaha. Ich habe vorhin wirklich die Frau Wood angerufen und habe nur gemacht, haha, und habe wieder aufgelegt. Oh, was ist mit dir? Ja. Apropos, ich wurde angerufen, ich muss dafür immer zurückrufen. Yeah. Matthew Walker. Die Geschichte war einfach nur die, dass ihr Freund jetzt auch diesen Bart trägt und ihr das gar nicht gefällt. Deswegen habe ich sie einfach nur angerufen und habe gesagt, haha, wir müssen alle durch. Wir sehen das jetzt jeden Tag alle gemeinsam. Einen Monat, ne? Einen Monat. Scheiße. Mhm. Aber ich finde es irgendwie witzig. Alice Transit hat sich jetzt auch schon dazu bereit erklärt, auch mitzumachen. Macht das MD auch mit und FD? Hoffe. Cool. Sag ich mal, oh, ich warte, ich frag mal Park, ob die mitmachen. Hi, ich habe eine ganz kurze Frage. Ja? Macht ihr mit bei dieser Bart-Geschichte? Ich habe das tatsächlich mal vermerkt. Ich werde das dem Verwaltungsassistenten weitergeben, damit sie das Ganze weiter verbreiten können. Cool. Grundsätzlich, ja, also ich habe nichts dagegen. Perfekt, cool. Ich freue mich, wenn alle Männer gleich aussehen in dieser Stadt. Ja, ich mache das ungern tatsächlich. Mein Bartwuchs ist tatsächlich nicht wirklich vorhanden. Ja, aber die können dir doch was aufkleben, das ist doch kein Problem. Ach nee, das sieht doch nicht gut aus. Die kriegen das hin. Ach. Jetzt hab mal ein bisschen Vertrauen in die Friseure. Nee, doch. Ich hab Angst. Ich sehe, so wie ich aussehe, bin ich
nicht ja, gut aus. Mit einem Schnäuzer wäre das Ganze vollendet. Weißt du? Ja, ich sag das. Was wäre, wenn ich einfach einen gewissen Betrag spende? Nein, es geht ja auch um dieses Zusammenhaltgefühl und so, weißt du? Mit dem Schnäuzer? Ja. Okay. Ja, das gut, ist wichtig. Ich werde es mir überlegen. Aber ja, du machst es schon. Gut aus. Doch. Nee, also dann muss ich mir jeden Morgen dieses Ding aufkleben, oder? Ja, ist doch kein Problem. Ach. Ein bisschen Hautkleber? Ja, bei mir hält das nicht so. Der Bereich bei mir zwischen Nase und Oberlippe, der ist nicht groß genug, dass ich da was hinkleben könnte, weißt du, das ist schwierig. Habt ihr denn auch schon eine Aufgabe oder eine Challenge für weibliche Personen? Nee, tatsächlich nicht, aber ihr vom MD könnt euch ja was überlegen und uns challengen. Okay, gut. Ich werde schauen, dass wir auch hier einen Venture-Post machen, damit cool. Das Ganze ein bisschen auflebt. Ja, perfekt. Freuen wir uns. Genau. LS Transit gut, macht also, auch mit. Okay, perfekt. Ich werde mich darum kümmern, perfekt, dass super. Meine Arbeitskollegen sich da... Ja, und du auch. Ja, natürlich. Ich, ja. mit gutem Beispiel voran. Ich gebe gerne ab und dann genieße ich die Show. Und eventuell mache ich auch mit. Nein. So, ein bisschen Zusammenhalt im MDFD, das muss schon sein. Okay, sei nicht da so. Hast du natürlich recht. Also, alles klar. ja, dann auf jeden Fall habe ich das gelesen, ich werde mich darum kümmern. Ja, wunderbar, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Ich dir auch, mach's gut. Jo, ciao. Dann. Tschüss. Der hat gar keinen Bock. Ach, der gute Zweck, diese Luschen, was ist mit dem? Ist so. Er hat gesagt, er hat schon vermerkt für seine Kollegen. Und dann hat er gerade gefragt, ob wir denn auch für die weiblichen Kollegen was hätten, was die machen müssen. Habe ich gesagt, das MD und FD darf gerne kreativ werden und uns challengen. Ah, gerne schon, kreativ werden und uns challengen. Ich sehe schon, wir tragen bald alle Glatze. Das ja, Ding ist Bart und Glatze ist wieder was anderes, muss ich wirklich sagen. Ja, aber so Glatzenkappe einen Monat ist hart. Ich glaube, da gehen die Haare auch drunter kaputt. Das ist so Gummi. Ich hab gleich Modul verfickt, du Scheiße. Sollen sich ja, und ich gehe jetzt. Ich habe einen Friseurtermin. Ja, okay, das ist wichtig. Tschüss. Die Herren, viel Spaß auch in meinem Büro. Ich bin dann weg. Tschüss. Im Büro, wow. Weißt du dich auch? Was? Mann, Happa, ey. Ja. Nee, wir müssen noch sprechen. Und ja, ich bin da. Oh mein Gott. Ja, ich tanze hier auf den Tischen. Das mache ich immer. Aber ich darf nicht in Uniform. Okay, Ich zieh mich kurz um und tanze dann. Das haben wir jetzt auch durch, okay? Ja, ich werde es besprechen durch. Und dann werde ich es auch verkünden, beziehungsweise werden wir aufnehmen, okay? Mhm. Hast du noch etwas? Oh nein, schon wieder das scheiß verfickte Telefon! Es geht um das geht heute den ganzen Tag so. Fahrzeuge, aber ich glaube, wenn du jetzt hier drüben beschäftigt bist, dann kriegst du. Rechte für Fahrzeuge gibt's keine. Ist doch alles eingestellt, oder nicht? Nein. Wieso nicht? Der Riata zum Beispiel, wenn es die. Ist was noch nicht eingestellt. Der Riata, also dieser. Dieses ältere SUV-Ding, Geländewagen-Ding, ist nicht eingetragen worden. Wurde eigentlich der Smith ja, macht mit jemandem, ich bin mir sicher. Ja, dann musst du mit Smith darüber sprechen, ne? Jo, dann noch die Torrences, die du anmagst, die wurden auch nicht zugetragen. Ja, die das wurden, ist Chief. Nee, gestern hieß noch zu mir, dass die jetzt festgelegt wurden, für was die gemacht sind. Die sind nämlich für die Highway Patrol. Die sind, okay, die sind schön, interessant. Die Highway Patrol. So hat es mich und gefallen. Wer ist in der Highway Patrol? Wenn wir jetzt rummachen, meinst du, es stört den? Okay, gut, kein Problem. Dann, wenn du es wieder überleid, sag Bescheid, ne? Wahrscheinlich wegen einer Akte oder so, weil ich irgendwas verkackt hatte oder so. Ja, meine Akten sind grandios. Das sind die besten Akten, die man sehen kann. So sieht's aus. Hä? Was? Voll die Lüge. Ich hab eine Akte jetzt. Vorgestern erstellt. Ich habe aber keine Zeit für Akten. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich wieder aktiv downtown Richtung Pillbox. So, was wollte ich sagen? Ich habe gesagt, wenn wir jetzt hier rummachen würden, ob das deinen Mann stören würde. Check. Küsschen auf die Wange ist doch nicht so schädlich. Nee, oder? Kann man machen. Ach, weh. Okay, gut. Das war ja auch quasi nur eine freundschaftliche Umarmung. Ja, der muss mit dir reden. Ja, mit mir muss er reden. Ich bleib ja hier, ja, hau rein. Ja, ich soll auch hier warten.
Wir waren noch nicht mal fertig. Papa braucht aber so lange. Weißt du. B-Streife 3 für die Leiche willkommen. Auf die Toolkit rein. Ja, ich schau gerade in die Verwaltung und Kommande haben auch keinen Zugriff. Oh Mann. Ja, das ist und auch nicht auf die soll auch noch keiner Zugriff haben. Aber also, du hast du mir gestern gesagt, mit dem Chief zusammen, dass ich da drüben. Wir sollen dann noch keinen Zugriff drauf haben. Wir machen dann noch weitere Trainings. Ohne Training werden die Leute keinen Zugriff haben. Und der Chief. Also, okay, gut. Du und der Chief haben mir gestern gesagt, okay, das ist mir zu heiß. Wir sollen mit Weithunter da drüben die Software drauf packen. Aber ich bekomme keinen Zugriff, das aber auch zu machen. 20, wie für die Streife 1 lässt sich auf. Ach, zum Aufmachen? Ja, ich muss ihn aufmachen. Ja, das, keine Ahnung. Mit Beithunter und so ein Zeugs. Ja, das schon, aber es darf keiner damit fahren. Das mache ich sowieso nicht. Ich habe Zugriff zu Fahrzeugen, die eigentlich nicht haben müssen, die eigentlich auch haben sollte zum Beispiel. Wird mir sowas angetraut, aber anderes nicht. Ja, gut, das ist ein anderes Thema. Ich gehe auf Streife rüber. 20 MD. Gut, ich bin jetzt mal durch für heute. Ja. Hoffentlich, keine Ahnung, mal gucken. Ich muss mal kurz beim. Check und check. Ich habe schon verkürzt. So. Weiterleitung, die ganze Kane-Geschichte mit Wurstpumpe weißt du ja schon, ne? Mit was? Mit Wurst? Mit der Wurstpumpe und dass die so Selbstjustiz machen wollen und so, weißt ja, du ja das schon, weiß ne? ich schon. Wieso? Egal. Also, wir drehen uns heute im Kreis. Ja, wieso Selbstjustiz? Wie kommst du darauf, dass die Selbstjustiz machen wollen? Ja, weil die ja irgendwie Fahrsicherheitstraining so machen, wie man irgendwie richtig flüchtet oder so eine Scheiße. Und das heißt gleich, dass man Selbstjustiz macht. Das wurde mir so weitergegeben. Okay, gut. Nächster Punkt. Hammer. Gut, das haben wir. Ansonsten, etwas, was du an den Chief weitergeben solltest, bezüglich der Venture Post, falls irgendwo ein Sperrgebiet ist wegen Polizeieinsätzen. Da wurde ich darauf angesprochen, dass es vermutlich dazu verleitet, dass Straftäter wissen, okay, die Polizei ist gerade beschäftigt, dementsprechend können sie woanders Straftaten begehen. Weil während der Geiselnahme. Also waren wir jetzt niemanden mehr. Keine Venture Post, also Anfrage, ob man die Venture Post anderweitig gestaltet oder halt eben gar nicht macht, ne? Ja, dann lassen wir den Leute ab sofort in Schießereien reinlaufen, auch kein Problem. So aus. Es wurde mir so weitergegeben. Von wem ich denn? Weiter. Von der. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Eins von den Autos ist gestern nur weil gestorben. Wo beispielsweise ein Juwelier ausgeraubt wird, heißt es ja nicht, dass. Dass wir niemanden mehr hätten. Vor allem, es gibt ja nicht nur das Vespucci PD, wir haben ja noch das Weingut PD, wir haben noch. Das Sheriff Department. Das Ding ist. Es war nur vermehrt, also deutlich vermehrt während der Geiselnahme halt. Und das sollte ich halt so weitergeben. Jo, das haben wir jetzt auch abgehackt. Vorhacker als Fortbildung habe ich an die Ausbildung weitergegeben. Wunderbar, das haben wir auch erledigt. Natschi ist übrigens nicht so begeistert davon. Ja, sorry, OHK versuche ich schon seit mehreren Monaten beim Chief durchzubekommen. Bekomme ich nicht durch. Genau, jetzt habe dementsprechend Natschi gesagt, yo, wir brauchen das. Anfrage ist riesig. Mach, gib das weiter, weil Gamble weiß da Bescheid, der kann die Scheiße durchziehen, also der muss nur noch vom Chief genehmigt werden. So OHK. Ne? Das habe ich immer weitergegeben. Fragezeichen. Das war Maximus. Okay. Als das passiert ist mit dem dann Crash, saß ich Kommunikation mit Hanni neben Walter in diesem anderen Auto und wir haben zugeschaut. Nicht weil, kennst du die Benacci-Sache mit den Tuning-Teilen etc. pp. Ja. Wenn er irgendwas abspricht, bitte ins schwarze Brett eintragen, damit es nicht zur Fehlkommunikation ja. Was für eine Fehlkommunikation? Ja, das Fahrzeug wurde freigegeben, Minashi hat abgeholt, keiner wusste, dass es freigegeben worden ist. Wir dachten alle, der hat es einfach nur so gesagt und auch der Aktenführer, der das Ganze mit den Tuning-Teilen gemacht hat, der hat auch keinen Plan. Das ist die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft? Die Staatsanwaltschaft hat diesen Fall. Nein, hat sie nicht. Doch! Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Bis dato hatte das noch nicht die Staatsanwaltschaft. Wunderbar. Die Staatsanwaltschaft war Kommunikation. Doch mit bei. Hä, warum muss ich euch alles erzählen? Ja, dann hat sich erledigt, dann hat sich das erledigt. Wenn sowieso Staatsanwaltschaft, das deren Bier war, ist ja sowieso egal. Es war nur, keine Ahnung, Aktenführer meinte halt so. Ja, sage euch das nächste Mal Bescheid, wenn ich kacken muss. Okay. Nächste Mal. Ich schieße mal jetzt meine Fresse. So, Nächster Punkt? Ja, warte. Da war, ja, Funk. Wir brauchen Funkschulungen, ganz dringend. Der Funk ist eine Katastrophe. Keiner hört zu. Szene 3 ist so ziemlich das meistgesprochene Wort. Und Alice, bitte, ich will alle umbringen. Okay, und was kann ich jetzt dagegen tun? Liegt das in meiner Hand oder in eurer Hand? Fortbildung für Funk, aber ich glaube, wir haben keine richtige Fortbildung dafür. Ne? Fortbildungen für Funk? Die kriegen eine Ausbildung im Funk.
Die werden alle nochmal zu uns in die Ausbildung geholt. Richtig, genau, fertig. Ja, holt sie euch machen wir auch. Bist du irgendwie ein bisschen verwirrt? Ich bin nicht verwirrt. Was ist mit dir? Wenn du der Meinung bist, dass jemand eine Nachschulung im Funk benötigt. Alle im PD brauchen diese scheiß verfickte Nachschulung, weil keiner fähig ist, diesen scheiß Funk zu machen. Entschuldigung. Und die Frau Bischof wurde ja persönlich vom Chief auserwählt, dass sie diese Schulung nochmal machen darf. Ja. Ja, wenn ihr aber der Meinung seid, jemand soll in diese Nachschulung, dann zitiert ihr sie ran. Okay, ja, halt wenn ich wieder Zeit habe, mache ich das sehr gerne. Hä? Wo ist das scheiß Problem? Also ja, ganz. Mal kurz nerven. Nein. Ach doch. Ja, natürlich. Hä? Ich muss vergessen. Ich habe von langer Zeit eine Mütze gefunden in der KBOTR. Ich habe keine Ahnung, wie die gehört. Ich habe nachgefragt, wie es gehören könnte, und er hat gesagt, das gehört ihm nicht. Der KBOTR. Kann sein, dass es nach der Geiselnahme, dass es einer der Täter gehört. Nein. Ich habe eine verzierte Mütze gefunden. Also, so. Ja, dann behalte die so lange, bis irgendjemand seine Mütze nicht auf dem Schädel hat. Das ist schon 3 Wochen. Ja. Ja, es wird irgendjemanden geben, der seine Mütze vermissen wird. Ja, habe ich schon mit schwarzen Mütze eingetragen. Und ich habe bisher keine weitere schwarze Mütze rausgegeben. Irgendein Knallkopf wird sich melden müssen, wenn auf einmal auffällt, ey, was ist mit deiner Mütze? Ja, die habe ich verloren. Ich wollte die Haare färben lassen. Weißt du, ich meine? Behalte sie erstmal bei dir. Du hast sie. Okay. Gut, perfekt. Danke. Dann mach ich weiter. Adios. Vielleicht soll ich das vielleicht eher der Ausbildung weitergeben, aber naja, gut. Ja, fertig. Was willst du in die Ausbildung weitergeben? Ja, das mit der Funkschulung etc. Okay. Ja, aber ihr seid doch Sergeants, ihr seid doch Ausbilder. Aber wir können nicht einfach so irgendwas ausbilden. Doch, das können wir, weil natürlich. Der Chief die Anweisung gegeben hat. Hä, bist du lost? Die kriegen wenn das ganz normale Modul. Wenn sie zu blöd zum Scheißen sind, kriegen sie das ganz normale Modul. Alter, Fee, ich verprügel dich gleich mit meinem Bart. Ich verprügel dich gleich, meine Fresse. Ich bring dich um. Einen langen Tag, lass mich in Ruhe, verdammte Scheiße. Was hast du denn gemacht? Nix, du hast zu Hause gesessen und deine Nuggets gechillt. Ganz ehrlich. Also, wenn ihr das jetzt hier machen wollt, dann gehe ich jetzt. Nein, wir haben jetzt Ausbildung hier. Ja, geh weg, tschüss. Ja, dann... Hä? Tschüss, hä? Lass mich in Ruhe. Sie sagt, geh weg und geht. Kannst du mal sagen, was mit Fee los ist? Ich weiß nicht. Ist die lost? Ja. Was macht die jetzt für eine Ausbildung? Verfolgung. Klasse. Ja. Was ist mit dir? Bist du auch schon drauf oder was? Nee, aber ich wollte vor 10 Minuten zu Hause sein. Hä, hey, dann... Warum fährst du da nicht? Ja, weil du gerade gesagt hast, nein, tschüss. Dann schwing deinen Kadaver hier raus. Ja, mach ich. Raus, bin raus, dabei. Raus. Bin dabei. Wir haben jetzt noch einen Auftrag, ne? Fick dich. Ich mach den Chief, ja? Nee. Ich mach den Chief, okay? Hanni, wir machen jetzt... Ist das ein Dienstanweisung? Hey! Das macht der Chief immer. Du machst mir... Ey, wenn du noch einmal vor mir die Tür zumachst, ne? Ich verprügel dich. Ja, jetzt weißt du, wie es mir jeden Tag hier geht. Ey, von Fee. Ja, mach doch. Was? Ja, mach doch. Ey, Fee nimmt alle auseinander, ne? Das weißt du. Ich weiß. Fee ist ein russischer Panzer. Nein, ein kasachischer Teddybär. Hat sie selber gesagt. Jetzt ruft sie mich bestimmt an, ja. Sag hallo, mein kasachischer Teddybär. Hallo, mein kasachisches... kasachische... Was? Kasachischer? Kasachischer Teddybär. Kasachischer Teddybär. Schlafen, tatsächlich. Hast du auf Zeiteisen gekickt? Von lauter Gelaber habe ich mich nicht mal mehr vom Funk abgemeldet.
Hallöchen. Hi, ich würde mich jetzt auf den Weg machen. Sehr gut, dann würde ich mich auch langsam auf den Weg machen. Perfekt, super. Perfekt. Bist du mobil unterwegs oder soll ich dich aufsammeln irgendwo? Nö, ich bin mobil unterwegs. Perfekt, gut, dann bis gleich. Dankeschön, tschüsschen. Ist schon süß. So. Ich den hier noch kurz, tschüss. Hallo Leitstelle, der Commander Gamble hat mich so hart vollgelabert, dass ich vergessen habe, mich aus dem Funk abzumelden. Ich bin im Feierabend, tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Auch noch ein Austrag. Hab ich doch schon lange. Perfekt. Ich bin die Kollegin. So. Haare färben wir dann. Nani, nani. Lass mal gucken, ich habe irgendwie noch Hunger. Ich glaube, wir haben noch Kellogg's da oder so. Aber es war ein sehr unproduktiver Tag im LSPD. Anders kann man es gar nicht sagen. War. Dezent in Arsch. Eine Kirschtasche. Ist auch nice. Überall, ne? War das vorhin schon? Scheiß Rotation Bug, ne? Ach Gott, ey. Dass ich hier aufs Tacho gucken kann, hier von der hinteren Scheibe aus. Der Innenraum von dem Auto sieht halt nicht mal cool aus oder so, ne? Und heute ist aber richtig schlimm mit Sichtproblemen hier, ne? Gefühlt an jeder Stelle lädt's nicht. Das war die letzten Tage nie. Hä? Voll komisch. Richtig merkwürdig einfach. Auch gestern hatte ich null Probleme. Einen Parkplatz gibt. Hier bitte nicht. Egal. Das ohne Ende. Entführung und Entführer will von Heinz selbst umgebracht werden. Ja, safe. Dittere. Das ist schon cool mit diesem mobilen Chauffeur, so, ne? Ist das der von Brian und Fee? Nee, oder? Doch nicht den ihr, oder? Hat die nicht vor ins Auto gesucht? Ja, Emily Ivanov! Hattest du vorhin dein Auto gesucht oder ist es wieder aufgetaucht? Es war in der Garage, Brian, das war blöd. Okay, okay, alles klar. Nee, weil hier steht gerade ein Auto, was ich irgendwie mit eurem identifiziert hätte sonst, aber okay. Auf der Minus 1? Nee, bei mir vom Haus.
Ich bin voll irritiert. Nein, es ist ein zweites. Es gibt ein zweites, was so aussieht wie unseres tatsächlich. Okay, dann wohnt er hier bei uns. Okay, check, weiß ich Bescheid. Wir haben gedacht, Ausbildung machen! Was? Egal, mach's gut. Ja, ciao. Tschüss. Ei, ei, ei. Da-da-da-da-da. Geralt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Reifen schleppen. Generell lassen die alle sehr lustig bleiben. Vor allem, das ist ein richtiges Phänomen, ne? Vor allem bei unseren Autos, habe ich so das Gefühl, kickt es richtig rein. Wir stellen dieses Auto normal auf einen Parkplatz. Und letztendlich steht es sowieso halb auf der Straße, weil es immer weiter reinrutscht. Bei dem ist halt extrem. Also der Rest okay, ist auch in die Straße so mit raufgerutscht, aber das? Der steht ja wirklich auf der Straße. Heftig. Hier geht's ja hoch. Eigentlich sollte hier das Plakat von Walter hängen, finde ich, was er gemalt hat für die Hochzeit. Wäre perfekt gewesen dafür. Ah, da ist er. Da ist er, der Gerald. Der Jude. Gerald will nicht. Der denkt sich so, oh nee, nicht zu der Alten, die ist voll komisch, ich bleib lieber hier stehen, hier bin ich in Sicherheit. Der will aber echt nicht, ne? Oder wenn er sowas auch in die Wohnung bekommen könnte. Du meinst so eigene Bilder und so? Ich glaube halt, dass es viel zu aufwendig ist, letztendlich. Wie fürchte ich. Was springt's? Hi! So. Der parkt jetzt hier wirklich auf dem Bordstein? Ui, ja, anscheinend. Oh, kann man machen. Na, dann komm mal mit. So, jetzt muss mir noch mal sagen, wo E1 habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Nur die 1. Ah, nur die 1. Ja. So, ich habe die einmal aufgeschlossen. So, dann machen wir hier nochmal kurz zu. Ja, willkommen im Aufzug. Dankeschön. Sehr schöner Aufzug. Ja, sagen. Ne? Ja, auch hat sonst. Die Küche, hat vor allem auch Stil. Ja, mir gefallen besonders die Bauhocker. Ja, die sind. Die sind wundervoll. Wirklich wundervoll. Aber mein Highlight sind die Töpfe da hinten. Die kannst du als Musikinstrument nehmen. Wenn du gerade richtig schlecht gelaunt bist, dann nimmst du dir einfach 2 Kochlöffel und dann geht's ab. Ja, das erinnert mich irgendwie an so ein Musical. Ich weiß auch. Gut, ja, geil. Ne? Ja, dann schick. Gucken wir mal, oder? Ja, gucken wir mal. Du hattest gesagt, blond. Ja, ich hatte eigentlich ein sehr, sehr schönes Blond. Sehr, sehr schönes Blond. Und irgendwie, und was mit dieser passiert? Mit dieser Frisur wirkt dieses Blond nicht mehr so schön. Das ja, ist, ja, ich weiß auch nicht. Seit die Haare zusammen sind, da reflektiert die Sonne irgendwie anders. Ja, dann gucken wir mal. In den Farbkatalog, ja, das was man ist da super. So machen kann.
Soll halt so ein kühleres Blond sein. Also aber dieser schon, Rotstich, der ist nicht so. Aber schon ein rechtes, also. Ein richtiges Blond. Kein Weißblond oder so, sondern einfach ein schönes Blond. Ja, so in die Richtung. Ist so nicht verkehrt. Lass mich mal gucken, ob ich noch andere blonde Sachen habe. Genau, dann war das noch. So? Ja, das ist dann etwas kühler, ne? Ja, aber das finde ich eigentlich ganz schön. Und das wäre dann noch etwas heller auf jeden Fall. Ja. Kannst du das andere nochmal zeigen? Mhm. So. Das ist halt sehr natürlich, so vom Verlauf auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob wir doch auf die Kacke hauen und wieder braun machen. Ach, ich bin immer so unentschlossen. das geht auch. Aber noch eine andere Frage, weil du ja gesagt hast, das reflektiert so komisch, ne? Mhm. Soll ich dir die andere Farbe trotzdem mal aufschreiben? So für meine offenen Haare. Genau, für deine offenen Haare, dass du das nicht verlierst. Das wäre super. Mal ganz gut. Dann machen wir erstmal das, ne? Ja, und danach kümmern wir sich nochmal um die anderen Haare. Ja, nämlich, es ist immer ziemlich schwierig. Manchmal habe ich Kunden, die sagen, ja, die sahen so und so aus, aber ich weiß es nicht genau. Dann zu rekonstruieren, wie die Haare jetzt wirklich aussahen, da bin ich dann immer auch schwierig, nicht so ne? gut drin. Ne? Ja, jedenfalls braun hattest du auch gesagt. Ja, ne? Das wäre jetzt auch noch so eine Idee. Also so ein richtiges Braun oder Kastanienbraun oder so? Nee, schon so ein richtiges Braun, aber ohne Rotstich. Ohne Rotstich. Ja, das Rotstichige, das ist immer irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Das ist auch gerade das, was mich an diesem Blond so stört. Ja, okay, gut. Sowas wäre halt ein richtiges Braun. Ja. Und da wäre auch jetzt kein Rotstich so drin. Ich glaube, ich habe mich tatsächlich an das Helle zu sehr gewöhnt. Das kann sein. Oh Gott. Gibt es noch ein Tick dunkler, das Braun? Tick dunkler? Müsste ich mal gucken. Jetzt mal ehrlich, ne? Blond sieht schon besser aus als Braun mittlerweile. Eine andere Farbe, auf jeden Fall. Also so in der Art, ne? Ich glaube, ich bleib einfach noch eine Weile blond. Bleibst du? Ja. Ja. Aber finde ich auch, steht dir. Ich finde, beide Farben stehen dir eigentlich. Ja, danke schön. Ja, normalerweise habe ich von Natur aus braune Haare. Mhm. Ja, sowas, also Färbung wächst sich ja auch raus, ne? Ah, also, eben, wenn eben. Du mir irgendwann sagst, ja gut. Kommt, der Ansatz ist schon wieder. Dann lässt das einfach rauswachsen und dann sagst du mir Bescheid, wenn das genug rausgewachsen ist und dann wird das einfach wieder braun. Ne? Ja, perfekt. Das kriegen ist dann wir ganz hin. Normal so. Genau, also dann nehmen wir jetzt doch die blonde Farbe, richtig? Ja. So, also perfekt. Das wäre... Mir ist gerade was ganz Peinliches aufgefallen, Gerald. Was denn? Ich habe gar kein Geld dabei. Kannst du mir eine Rechnung schicken, du? Ja, ich schick dir eine Rechnung. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ey. Alles gut, Alter. Einfach mit aus PD bezahlt. Okay, nein, Quatsch, das sag ich selber. Sehr schön. Ja, gut. Aber in gewisser Weise zahlt ihr das PD. Ich meine, die zahlen ja auch meinen Lohn, ne? So, wenn man das so sieht, dann auf jeden Fall. So, dann würde ich mal auf jeden Fall aus der Tasche ein Umhang und so eine Krause auf jeden Fall schon mal rauspacken. Die würde ich dir dann drumlegen. Aha. Dann würde ich dir die Haare erstmal aufmachen und dann nochmal schnell die Spitzen schneiden. Das ist super. Und genau, danach färben wir das, in Segmente teilen wir das dann auf, dass das schnell einzieht. Dann lassen wir das so 2-3 Minuten einziehen und dann waschen wir das einfach aus und genau, also Föhn hast du bestimmt selber da, das kannst du dann selbst machen. Ja, das kriege ich und hin. Und dann lege ich das einfach wieder. Perfekt, super. Sehr schön. So. Ja, das, ich glaube, du siehst, was ich meine, ne? Ja, ich sehe das perfekt, was du meinst. Und irgendwie im geschlossenen Zustand reflektiert es ganz, ganz anders. Ja, als Friseur weint manchmal mein Auge mit, wenn es anders reflektiert, ne? Aber da gibt es halt auch andere Auswege, deswegen weiß ich schon so, wie man das dann in das
Licht rückt. Ne? Ja, besser ist es. Wenn ich ihr wäre, dann, ne? Ja. So, jetzt schneide ich mal die Spitzen noch kurz. Mhm. Aber ich glaube, so viel ist gar nicht kaputt diesmal, oder? Nee. Alles in den Grenzen. Sieht auch nicht so aus, auf jeden Fall. Genau, also ich würde auf jeden Fall, wenn ich die jetzt gefärbt habe, auf jeden Fall ein recht pH-neutrales Shampoo verwenden, ne? Ja. Und dann vielleicht mit Kokoszusatz oder Aloe Vera. Geil. Das hält auch die Kopfhaut halt feucht, ne? Ja. Weil die Kopfhaut ist ein bisschen gereizt auf jeden Fall. Immer ja, so. Nicht, dass es noch eklige Schuppen gibt oder so. Das wäre ja, nicht so schön. Das ist nicht so schön, das nee. Stimmt. Wobei bei den hellen Haaren fällt es weniger auf als bei den dunklen, ne? Ja, das stimmt. Aber immerhin. Beim Färben kann man viel falsch machen, auf jeden Fall. Ja, deswegen lasse ich da immer fleißig die Finger von. Immer nur die Profis machen lassen. Ja, aber Selbstversuch kann man auch mal machen. Habe ich auch gemacht. Ja, so. Aber das machst du dann einmal, dann geht's schief und dann nie wieder, ne? Ja, so sieht es aus. So, ich darf ich die Küche kurz benutzen? Dann ja, würde selbstverständlich. Ich die Farbe kurz anrühren. Mach perfekt. Das. Dankeschön. Gerne doch. Er ist so lieb. Aber wirklich sehr schön hier alles. Ja, ich weiß nicht. Die Küche ist. Ja. Besonders. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Also, unsere andere Küche gefällt mir besser. Die ist halt so, ich würde mal sagen, so steinern, ne? Also. Ja, es ist auf jeden Fall viel Beton hier in diesem Loft verwendet worden. Aber ich finde, der Ausblick auf die Stadt ist ganz schön. Die Fenster könnten zwar ein bisschen tiefer sein, aber ja. Das ist natürlich auch eine Qualität, ne? Du musst dich gleich mal ins Fenster stellen und rausschauen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Nö, ja, aber oh. Nett eingerichtet, muss ich sagen. Also, das ist ja, es war der Architekt tatsächlich. Wir haben gar nicht mal so viel mitbestimmt. Ach so, ja. So, dann habe ich das schon mal fertig. Aber mein Highlight kann ich dir auch gleich noch zeigen. Ja. Ich habe ein ganz besonderes Highlight hier in dieser Wohnung. Das ist was ganz Besonderes, sage ich dir. Hat bestimmt nicht jeder. Mhm. Ja, ich wohne in einer kleinen Wohnung. Ich kenne aber die Wohnungen. Also ich finde manche Wohnungen echt schön. Also zum Beispiel die blauen mit den zwei Zimmern. Vielleicht kennst du die. Oder blau mit zwei Zimmern? Habe ich noch nichts gesehen, glaube ich. Oh, die sind echt richtig, richtig schön, muss ich sagen. So, dann mache ich mal die Farbe kurz drauf. Mhm. Ja, aber ich hatte auch so eine kleine Wohnung davor. Die war auch ein bisschen wild eingerichtet. So, die Wände waren so schön rot und grün. Der Vormieter hat noch irgendwie im Flur ein Bild von Brüsten hängen lassen, wo ich jetzt mal ein bisschen irritiert war. Ja, war besonders. Besonders ist eigentlich immer gut eigentlich. Ich habe immer das Gefühl, das macht es dann auch also wirklich besonders, ne? Klingt komisch, ist aber so, ja. Ach Mensch. Ja, so. Dann, ich habe dir das jetzt in so Folien eingekreppt, ne? Dass das jetzt schneller einzieht. Das lassen wir jetzt so ein paar Minütchen einziehen, dann waschen wir es aus. Das heißt, in der Zeit können wir aus dem Fenster schauen und ich zeige dir mein Highlight. Und wenn es irgendwie anfängt zu kratzen oder zu jucken auf der Kopfhaut, dann sagst du mir Bescheid, dann waschen wir das direkt aus. Okay, perfekt. So, dann geh mal ins Fenster, schau es dir mal an. Also ich finde, die Fenster können ein Ticken tiefer sein noch, aber... Ja, so. Oder man nimmt so ein kleines Leiterchen, ne? Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder man stellt sich auf unsere Retro-Heizung. Ui. Ja. Das will ich jetzt nicht machen, sonst bricht sie ab und ich habe eine... Rechnung von dir geschrieben. Ach Gott, das gleicht sich dann wieder aus. Ja. So, jetzt zeig ich dir mein Highlight, komm mal mit. Ja. Das hat echt nicht jeder in seiner Wohnung. Schau hier, wir haben einfach einen eigenen Feuerwehrschlauch im Flur hängen.
Das ist eigentlich echt praktisch, muss ich sagen. Also sowas. Man muss nur gucken, dass dahinter irgendwie, weiß nicht, ein Weinfass steht oder so, wo man die dann anschließt. Ui! Und dann hat sie ganz wilde Partys. Daran habe ich gar nicht gedacht, muss ich sagen. Aber das ist eine Überlegung wert, ne? Wenn man dann hier so eine richtig Party macht und dann. Definitiv. Einfach laufen lässt, ne? Ja. Ja, und unser Bad ist auch sehr lustig, weißt du? Hier ist so Holzboden, die Decke ist aus Beton und hier drüben machen die einfach die Decke aus Holz. Ist ja nicht so, dass hier viel Wasserdampf ist oder so. Nö, ich glaube, die quillt uns irgendwann auf. Ja, das ist, ich würde mal sagen, der Architekt hat gute Arbeit geleistet. Der war mutig, Vielleicht hat das eine besondere Versiegelung, kann ja auch sein. Hat Ariane auch schon gemeint, das ist bestimmt besonders lackiert oder so. Ach ja, Ariane war ja letztens hier, ne? Die Die hat Herrn Weiß die Haare gemacht. Ja, habe ich gesehen. Hä, aber sieht doch voll gut aus, oder? Ja, ich finde, das sieht nicht. Das macht ihn viel, viel jünger, aber der Bart, der Bart ist halt. Der ist mies. Eine Schwierigkeit an sich, aber gut. Ein Monat. Das ist für einen guten Zweck auf jeden Fall. Und nur einen Monat. Wobei, vielleicht gewöhnen die sich alle dran und tragen den dann einfach weiterhin. Meinst du? Ich weiß nicht, also lustig wäre es schon irgendwie, aber irgendwie wäre es auch einfach nur. Ja. Weiß nicht, nicht so cool. Wäre aber auch komisch, ne? Also ich habe schon so mitbekommen, die sehen halt dann immer so komisch aus, ne? Diese Bärte. Aber ich weiß auch nicht, was sich der Herr Weiß da gedacht hat, dass er diesen Bart nimmt. Er wollte halt was Besonderes, was so nicht jeder trägt. Ja, okay, das hat er geschafft auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Was machst du da hier so einen Bart für den guten Zweck? Ich wurde nicht nominiert, deswegen mache ich das nicht. Außerdem, ich muss meine Professionalität nach außen tragen. Ne? Das ist schon wirklich wichtig als Friseur. Sonst... Der Bart ist auch professionell. Ja, ich weiß nur nicht, ob es mir stehen würde. Mal gucken, ich überlege es mir jetzt. Ach, bestimmt. Ich glaube schon. Sollte ich mir das mal überlegen. Also ich fände es richtig gut. Das war Schluck auf. Dann muss ich da meine Kollegin fragen, ob sie da das mal was machen. Ach, die Ariane, die kann das. Ja, die Ariane, die ist eine super. Also die macht so viel für den Laden. Die ist da richtig Feuer und Flamme. Ja, ist doch schön. Genau, das ist wirklich richtig toll. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, die sind angezogen. Ich mache dir jetzt mal die Folien wieder weg. Ja. Ne? Die Folien sind eigentlich auch nur dazu da, dass ich dir das nicht einfach alles auf den Kopf klatsche und dann gibt es einfach mehr mal mehr Farbe, mal weniger Farbe. Ne? Dann hat man auch Spaß. Das stimmt. Dann auch besonders. Ja, dann wäre es auf jeden Fall auch besonders. Ne? Wie so vieles. Ich hab gehört, bei Alice Transit, da schneide ich ja auch die Bärte. Ne? Ja. Und die Frauen haben sich überlegt, sich ein Afro zu machen. Nein! Mal gucken, ja. Auch für den guten Zweck anscheinend. Boah. Also, da muss ich gestehen, da wäre ich raus. Ich weiß es also, nicht. Also, ein Afro ist halt schon eine Hausnummer. Das stimmt auf jeden Fall, aber letztens waren ja so viele 90er, 80er Partys hier überall, ne? Jeder wollte ein Afro. Krass. Also wirklich, ich habe so viele Afros gemacht, das hättest du mal sehen müssen. So Afros rumgelaufen. Krass. Aber ist das nicht voll schädigend für die Haarstruktur? Ja, viele nehmen aber auch zum Beispiel Perücken oder sowas. Na gut, das macht Sinn, ja. Ne? Aber gut, ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt. So, dann habe ich das mal rausgemacht. Jawohl. Und dann kannst du mir gerne zum Waschbecken folgen. Ich folge dir. Das ist am besten. Ja. So. So. Zeig mich mal hier an die Seite. Ich glaube, das ist geschickter, oder? Dann gucken wir mal. Sehr schön. Dann. Waschen wir das mal aus. War ja eh nur eine Justierung. Also die Haare waren ja eigentlich schon blond, deswegen ist da auch nicht so viel Farbe reingekommen. Ne? So. Gucken wir mal. So, dann auf der anderen Seite noch.
Die Haare sind halt auch schön, die aufeinander. Perfekt. So, du kriegst von mir noch ein Handtuch übergeworfen. Ja. Dass es dir jetzt nicht durch den ganzen Flur tropft. Ne? So. Ja, besser ist es bei dem Holzboden, ne? Genau. Ja, heiliger Rabbi. Dann nehme ich auf jeden Fall schon mit den Umhang ab. Ja. Und die Krause. Genau, und dann könntest du einfach. Dann gehe ich kurz föhnen. Föhnen. Okay, perfekt. Bis gleich. Bis gleich. Föhnen. Lennox, vielen, vielen Dank für die 400 Bits. Sehr, sehr lieb von dir. Gibt's hier einen Schrank? Da gibt's Klopapier. Hier der Föhn, ne? Steckdose. Hier bitte nicht. Auch da drüben. Der Spiegel, ne? Ist wunderschön. Kannst du nicht anders sagen. Ist das hier Lüftung? Sieht auch sehr besonders aus hier. Es ist alles sehr besonders in dieser Bude. Ich find's auch cool, wie es ausspielt. Ich meine, jetzt hier keine Föhngeräusche, ne? Dieses Bzzz. Machen wir nicht. So, können wir hier wieder ausschalten. Dies, das, Ananas. Stauen wir wieder im Schrank. Auf geht's. Remote-Steckdosen. Ja. Perfekt. Ich setz mich einfach schon mal wieder hin. Jetzt habe ich den neuen Föhn auch mal direkt eingeweiht. Ja, ist doch schön. Gut aus. So, dann geht es jetzt ans Stylen einfach wieder und dann legt das einfach jetzt zusammen und dann. Ja, perfekt. Genau, sollte das eigentlich da. Ich glaube, das funktioniert sitzen, dann, wenn du in der Wohnung spawnst. So. Wunderbar. Tun wir das hier nochmal. So. Perfekt. So, dann sehr kriegst schön. Du noch einen Spiegel von mir. Mhm. Und dann kannst du das angucken. Ja, wunderbar. Und so ist mir vorgestellt. Sehr schön. Sieht wieder manierlich aus. Perfekt. Sehr, sehr lieb von dir. Ja, hat mich gefreut. Ja, mich auch, dass es spontan geklappt hat. Mir ist es ein bisschen peinlich, dass ich nicht ans Geld gedacht habe, aber ich freue mich auf deine Rechnung. Ja, ich schreibe dann eine ganz nette Rechnung an dich auf jeden Fall. Und kannst noch Verzugszinsen wegen dem Geld draufrechnen. Ach Quatsch, ich bin ja auch ein bisschen zu spät gekommen. Ach, alles gut. Falls du noch irgendetwas brauchst oder so, dann ruf einfach durch. Ich weiß ja, wie ich dich finde. Genau, dann gucken wir einfach mal. Perfekt, super. Dann danke ich dir. Bitte schön. So, dann. Ich bringe dich zum Aufzug. In den tollen Aufzug. Ja, der ist auch toll. Einen schönen Abend dir. Dieser Aufzug, ne, der macht mich fertig. Wenn man geht nur eine Seite auf. Habt ihr schon mal gesehen, wenn nur eine Seite aufgeht? Das ist je nachdem, wie du da hinläufst. Ja. Ich glaube, du kannst nicht rein. Nee, du musst warten, bis beide auf sind. Das ist geil. Absoluter Wahnsinn. Naja, Leute, ich gehe jetzt noch was essen und dann schlafen. Dieser Teppich, ne? Der Teppich ist besonders. Hier passt auch irgendwie nichts so optisch zusammen. So richtig zusammengewürfelt. Schrottbude? Ja, ein bisschen. Es ist auf jeden Fall zusammengewürfelt. So, wo schicken wir euch hin, Leute? Habt ihr einen Wunsch? Arabische Nächte, ja. Ist so. Habt ihr einen Wunsch? Nephalium. Natürlich gibt es hier Kleidung. Jetzt schau doch. Hier. Es gibt marineblaue, schmale Krawatte und zwei Bademäntel. Aber ich habe tatsächlich den Kühlschrank schon ein bisschen. Soll ich es euch zeigen? Der ist nicht arg voll. Jetzt wartet. I show you, okay? I show you. Hier. Er ist nicht Aqua, aber es ist was da. Es ist was da. Kein Gyros, nee. Nee. Ich habe auch nicht selber gekocht. Ich habe selber eingekauft. So. Leute. Also ich habe jetzt...
tatsächlich am häufigsten Exo gelesen, deswegen würde ich sagen, das schicke ich euch zum neuen Twitch-Partner. Exo Rhein. Dürft ihr mir gratulieren zum 16. Versuch, glaube ich. Ja, alle guten Dinge sind 16. Ich wünsche euch eine wundervolle gute Nacht, schlaf gut und bis morgen, ne? Adios.